Ich drücke auf mal verbinden. So, ich bin auf dem, ich bin drauf. Du hast Edo? Es geschafft. Du hast es geschafft. Nee. Wie geht denn das, Edo? Was geht hier? Hörst du mich? Nee, also ich höre dich nicht und ich kann auch nichts sagen. Natürlich hörst du mich nicht, nee, ne? Was. Ach, Matteo, deck mich. Hör leider gar nichts. Ja, klar. Hör dich nicht. Ja, klar. Kann ich nicht hören. Ja, klar. Okay. Ja, hallo. Ja, Mann, ey. Aber es ist also, es wundert mich, dass du es echt hingekriegt hast. Ja, auf dem Teamspeak joinen ist ja eine meiner leichtesten Übungen, ist ja kein Problem. Nur ich wusste nicht, ob das dann einfach mit unserem Setup ganz normal funktioniert. Ich teste mal ganz kurz was. Ich rede mal weiter. Sag mir mal, ob du mich noch hörst. Hallo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hast du mich gehört? Wie weit habe ich gezählt? Ich habe gehört, hallo, 1 und dann warst du weg. Sehr gut. Ich kann mich also muten über das Stream Deck. Das ist sehr, sehr gut. Ja. So, dann nächster Test. Sag nochmal bitte was. Leck mich geschissen in die Fresse. Leck mich geschissen in die Fresse. Das wird ein 10-Dinner heute. Ich höre dich leider noch über die Boxen. Ach so, aber ich glaube, das liegt an unserem Setup und nicht an dem Teamspeak. Okay. Mhm. Hallo? Wer ist das? Flo, was geht ab? Was geht? Ach, ich dachte, Turi, hallo. Turi, hallo. Hi, Nade. Na? Na? So, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber freudig. Ich bin voll aufgeregt. Wir warten mal, bis Turi kommt, und dann können wir eine Lagebesprechung machen, wie das heute abläuft. Ja. Und ja. Ich kann dir ganz genau sagen, wie es abläuft. Wie läuft es ab? Wir machen eine Besprechung, wir verteilen Rollen, wir werden voll klar sein, was wir machen. Und bei der ersten Sache, die ein bisschen aus dem Ruder gerät, werden wir alle durchdrehen und es wird nichts funktionieren von dem, was wir uns vorgenommen haben. Ja, weil also in The Forest ist es sogar noch krasser, dass man von so Sachen abgelenkt wird. Ist noch schlimmer als bei Seven Days. Mhm. Weil da ist so ein kleines Eichhörnchen, dann rennst du da hinterher, willst es totschlagen, landest in der Höhle und auf einmal, egal, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Flo, hast du schon mal gespielt? Nee, gar nicht, nur geguckt irgendwo bestimmt. Ja, geil. Oh, das ist richtig geil. Eigentlich habe ich mir gedacht, dass es geil wäre am Anfang, wenn wir uns aufteilen in Zweierteams und dass das Team, was also die ersten zwei Nächte nur zu zweit überleben müssen. Aber keine Ahnung, vielleicht ist das auch... Weiß nicht, vielleicht auch eine dumme Idee. Also du willst gleich eine Competition wieder draus machen. Ach Mann, jetzt wenn du das so sagst. Also ich bin dafür, aber nur wenn ich nicht mit Matteo ins Team muss. Okay, ich nehme Flo. Okay, RIP. Ja, wir können das gerne machen. Also wir können das gerne machen, aber ich bin wie gesagt sehr neu. Ich bin sehr jungfräulich in dem Spiel. Ja, und bei mir ist so, ich habe es zwar mal gespielt, das war aber glaube ich 2018 und ich habe damals schon nicht viel gewusst und seitdem alles vergessen. Du hast Turi versprochen, das mit dir durchzuspielen und du hast es nicht mit dir durchgespielt. Ja, aber Edo, ich verspreche so viele Sachen in Streams. Das kannst du bist ja wie ich. Ach echt, machst du es auch? Alter, die haben bei mir im Discord, der Chat hat jetzt eine To-Do-Liste erstellt mit Sachen, die ich verspreche, die schon wieder so lang hier abarbeiten. Ja, also durchspielen wäre natürlich saugeil. Ne? Wir machen es aber einfach davon abhängig, wie uns das Spaß macht. Ist aber eine ganz schöne Herausforderung, also gerade mit dem Schwierigkeitsgrad, den wir eingestellt haben. Ich habe den Server jetzt wirklich auf Hardcore Survival eingestellt. Das heißt, es wird für uns, glaube ich, schwer sein, überhaupt die Nächte zu überleben. Also sei es Essen, also das ist richtig krass, Flo. Okay. Das ist nicht so, dass du da 10 Eintöpfe machst, dann esse ich alle und dann ist gut, sondern da musst du jeden Tag wahrscheinlich ums Überleben kämpfen. Okay. Wir müssen vor allem, glaube ich, also ich glaube, wir brauchen ein bisschen am Anfang Rollen. So von wegen einer oder zwei kümmern sich. Also ich glaube, wir sollten vielleicht so machen, dass immer zwei zusammenbleiben. Genau, das meinte ich ja. Aber also, also nicht separate Bases, sondern eine Base, aber die Leute zusammen und machen zusammen. Also zwei gehen Holz holen, zwei gehen Essen holen oder so. Aber alleine ist halt echt gefährlich. Das stimmt schon, weil wenn du, also ich will jetzt auch nicht spoilern, ne? Aber wenn, also es gibt auf der Insel, gibt es noch andere Bewohner. Ja, okay, das habe ich schon mal gesehen. Ich habe nach GIFs gesucht und da habe ich das gesehen. Genau. Das ist der Twitch-Chat, die wohnen da. Genau, so sieht der Twitch-Chat aus, privat. und es stimmt schon, wenn du allein unterwegs bist und du wirst dann von so ein paar von den Einheimischen... ich will gar nichts sagen eigentlich, weil das ist eigentlich saugeil, dass Flo das nicht kennt. Ja, genau, wir sagen einfach nichts mehr dazu. Das ist eigentlich das Allergeilste. Wollen wir schon mal ins Squad-Stream gehen? Wir können schon mal ins Squad-Stream. Wo ist denn jetzt eigentlich die Turi? Das weiß ich nicht.
Mit dir habe ich das vorhin alles hier getestet. Im Teamspeak, und das war 1000-mal besser, so von der Qualität und so. Also generell ist das Sound bei Teamspeak einfach 1000-mal besser. Komisch, ne, irgendwie. Ja. Es ist echt komisch. Und jetzt nochmal, heute seid ihr ja hier von G-Portal gesponsert. Um nochmal für euch Werbung zu machen für G-Portal. Dieser Teamspeak, auf dem ich drauf bin, ich hatte nämlich keinen eigenen Server und ich habe mir einen schnellen Server gesucht und ich habe mir den bei G-Portal gekauft. Für einen Euro. Und ich muss sagen, ich habe mir noch was bei G-Portal geholt. Das waren wirklich nur 2 Klicks. Also jetzt mal, um Werbung zu machen, positiv, auch wenn ich davon nicht bezahlt werde. es ist echt gut. Also es waren wirklich 2 Klicks, ganz ehrlich. Sehr gut. Klicks und ich hatte einen Teamspeak-Server und hat alles funktioniert. Daher. Ja. Die letzte Staffel haben wir auch schon bei G-Portal gespielt, bei 7 Days. Ja, also auch nochmal danke. Danke auf jeden Fall, das ist richtig geil. Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Jetzt loben wir die voll und dann schmiert der Server einfach direkt ab, wenn wir draufgehen oder so. Wo ist denn Turi? Turi ist gerade live. Turi ist gerade live gegangen, also auch Turi einladen. Okay, dann lade ich sie auch rein. Ja. Siehst, ich habe extra noch gewartet. Ich habe aber auch Einladungen verschickt jetzt an alle. Scheiße. Ach so. Ich nehme die vom Flo an. Okay. Bin bei Flo reingegangen. Einladung, Flo. Ich gehe auch zu Flo. Okay, so. Warte mal kurz, bis Turi drin ist. Warum denn auf Krampf TS, wenn es Discord gibt? Wir haben bei Discord haben wir immer so ein bisschen Qualitätsprobleme so, und am meisten betroffen davon ist eigentlich immer Turi, weil sie geht immer in so Gesprächen voll krass unter, sie wird irgendwie so runtergeregelt oder so, es klingt dann so gedämpft alles. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen auf einen Teamspeak, weil da hört man alle besser. Und Teamspeak hat einfach viel, viel bessere Bitrate und sowas. Also Teamspeak ist fürs Reden gemacht, während Discord natürlich viel andere Benefits hat. Also ist mehr so echt so, eigentlich so eine Social-Media-Plattform so ein bisschen. Aber ich finde, wenn Teamspeak einfach noch ein bisschen das Design anpassen wird, kann ruhig minimalistisch bleiben, aber einfach ein bisschen anpassen, dann wird es schon echt ein bisschen mehr hermachen. Stimmt schon, Teamspeak sieht so aus, als wenn es von 1995 wäre oder so. Keine Ahnung. Es ist irgendwie schon. Ja. Aber Sound ist halt wirklich gut. Und darum, ich meine, wenn wir es einmal eingestellt haben, dann ist ja easy. Und wenn wir dann der Sound besser ist, dann profitieren ja alle nur von. Ja, genau. Turi genau. braucht noch 2 Minuten. Okay. Ja. Dann würde ich erstmal testen, ob wir connecten können. Flo, hast du das schon getestet? Ja, ich habe es gerade vorhin einmal getestet. Ich kam raus und dann war ich im Flugzeug und dann bin ich gleich rausgetappt. Sehr gut. Also es geht schon, ja. Sehr, sehr gut. Ja dann würde ich auch einmal einen Test-Connect machen und dann. Ja. Warten wir auf Turi, dass sie da ist, bis sie kommt. Ja. Ne? Aber doch nicht losspielen. Nein. Ich will nur einmal drauf und sobald ich merke, ich bin im Spiel drin, quitte ich sofort wieder raus. Okay. Habe ich gestern auch schon 2-mal gemacht, nur ich will es nur jetzt gerade noch mal ganz kurz machen. Okay. So. Ich habe Schluck auf. Warte, lass mich mal ganz kurz. Ich muss mal auch Maurice eine Nachricht schreiben. Ich bin echt schon gespannt, ey. Also ich weiß, damals haben wir es gespielt, da haben wir es nicht mal auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad gespielt und trotzdem sind wir öfter umgebracht worden. Also es ist... Okay, krass. Aber jetzt haben wir Flo dabei. Jetzt haben wir Flo dabei. Wir kriegen das hin. Kampfmaschine. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir kämpfen, halt wirklich immer zusammen kämpfen, dass alle 4... Ja. Weil alleine kämpfen hast du halt fast keine Chance. Aber sehen wir dann alles. Ich glaube, das Wichtigste ist echt... dass wir irgendwie dafür sorgen, dass wir Nachschub für Lebensmittel haben. Ich glaube, das wird echt unser größtes Problem. Ich glaube, wir müssen uns darauf fokussieren. Also ganz am Anfang eine kleine Hütte bauen irgendwie und dann wirklich Fokus auf Lebensmittel, dass wir irgendwie eine Versorgung haben. Weil genau, ohne das ist echt scheiße. Ja. Und man kann auch nicht so gut anpflanzen wie bei 7 Days, ne? Also man kann, aber es ist natürlich um einiges schwerer und so. Wobei bei 7 Days hat man jemals eine Ernte gehabt. Hallo, Turi. Hallo, Turi. Hallo. 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 Ich bin da. Ich bin wach. Alles gut. Hast du geschlafen noch? Nee. Ich habe einen Powernap gemacht. Ich bin original vor 5 Minuten. Ich habe noch ganz kleine Augen. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, aber Powernap ist gut, weil wir haben jetzt die nächsten Tage, wird es Hardcore, ne? Es wird jetzt wie bei Seven Wars Wild. Ja. Ach so, ich wollte mal den Namen ändern. Ich wollte gerade fragen, ob das einen bestimmten Grund hat, dass du so heißt. Das ist der GTA-RP-Name immer noch. Ich mach das mal weg. Turi, hast du das gesehen? Ich habe dich eingeladen. Ja, ich habe auch angenommen eigentlich. Geil. Ja, ich glaube, das müsste jetzt gestartet sein. Cool. Okay. Spielt ihr auf Deutsch oder auf Englisch? Gute Frage. Ich habe es auf Deutsch, glaube ich. Ui, wir gucken gleich mal. Dann komm, ich stelle es auch mal auf Deutsch. Oh, auf Russisch. Okay. Ja, auf Deutsch habe ich es. Ja, stehe auch mal auf Deutsch. Okay, wir können am Anfang, aber wenn wir alle drauf auf dem Server sind, ne, können wir erstmal so eine Einleitung machen,
wie man, also was für Werkzeuge wir haben, was im Rucksack ist und sowas, weil A, Flo kennt es noch gar nicht und B, ich könnte auch eine Auffrischung gebrauchen, weil ich weiß es auch nicht mehr. Was? Ja. Okay. Ja. Ich weiß auch vieles nicht mehr. Also wir müssen uns sowieso viele Sachen wieder rausfinden. Also kriegen wir hin. Ja, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja. Upp. Okay. So, ich starte mal das Game. Ja, do it. Also Chat sagt schon direkt, Turi ist viel besser zu verstehen. Also, ja, ich höre, Turi hört sich jetzt, ja, Turi hört sich jetzt an wie damals bei GTA-RP. Nee, eigentlich sogar noch besser. Ja, TeamSpeak ist ein bisschen mehr Crisps. Ja, Crisps. Richtig Crisps. Crisps. Ja. So, sagt ihr bereit, wenn ihr da seid? Ich bin mit meiner Maus auf den Beitreten-Button. Warte, mein Spiel wollte gerade nicht starten. Jetzt komme ich. Mhm. Ich schalte mal runter. Wir sollten die IP, also es ist ja keine IP, sondern aber man braucht eh das Passwort, um drauf zu kommen. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber trotzdem, geht er vielleicht vom Bildschirm. Also die sehen auf jeden Fall schon bei mir die Namen, aber ist nicht schlimm, oder? Keiner was machen. Nee. IP siehst du doch nicht, oder? Nee, IP sieht man eh nicht und du brauchst das Passwort, um auf dem Server drauf zu kommen. Deswegen. Und wenn du Passwort tippst, dann sieht es ja keiner, oder? Das ist doch dann. Oh, das weiß ich nicht. Ich teste einfach. Ich drücke mal, was mal beitreten. Wenn ich Passwort eintippe, sieht man nicht. Das ist so ausgesperrt. Scheiße, ich bin ja dumm. Ich hätte den. Was denn? Herr Turi, Squad-Stream haben wir gestartet eigentlich? Ich habe angenommen, ja. Nice, also bei mir steht auch, ich bin im Squad perfekt mit euch. Ich weiß nicht, müssen die. Sind wir, oder? Ja, ist gestartet. Ich habe natürlich den nicht zum Favoriten hinzugefügt. Wie mache ich das, zum Favoriten hinzufügen? Oh nein, die haben das Passwort rausgefunden. Haben sie wirklich? Nein, haben sie nicht. Aber sie raten. Was für einen Favoriten meinst du, Flo? Man kann das Server so Favoriten machen, ne? Dass man das nicht immer suchen muss. Im TeamSpeak oder wo meinst du? Nee, in The Forest. Oder ich glaube. Such dir das neu immer. Ich suche immer neu. Okay. Oh, meine. So, ich bin jetzt im Flugzeug, ne? Ah! Okay, ich join auch mal rauf. Mhm. Ich auch. Okay, da ist es. Gibt das aber nicht jetzt. Nee, du musst einmal gucken. Aber sitzt ihr auch mit drin? Nee, ja, das doch. Ich bin im Sitz hinter dir. Ich trete gerade gegen den Sitz. Spürst du es? Ja, ich spür's. Es. Ihr sitzt auch im Flugzeug. Es wackelt halt wirklich. Das wäre geil gewesen. Ja, was läuft da gerade eigentlich? Was läuft bei euch? Boah. Ich bin im Flugzeug und ich bin gerade abgestürzt. Also bist du abgestürzt? Ich sitze im Flugzeug, guck gerade auf Fernsehen. Okay. Ey, ohne Scheiß, das ist echt das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann. Da habe ich echt. Mit uns zusammen zu spielen oder was? Ja. Ja, nee, so. Wenn man abstürzt. So. Ja, Todesangst. Glaube ich auch, weil das ich so ein. Ich bin noch nie geflogen. Langer Tod. Ich mir auch. Ja. Ich kann eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ich war am letzten Tag, als ich in Amerika war, habe ich, also wirklich der letzte Tag, habe ich einen Nap auf der Couch gemacht und habe von einem Flugzeugabsturz geträumt. Oh, und das war so real, dass ich aufgewacht bin. Und der Weg zurück, wir hatten die Todesturbulenz. Was meint ihr, wie mir der Stift ging? Ja, das glaube ich. Also ich hatte noch nie so viel Schiss. Ich war so froh, zu Hause zu sein danach. Mein erster Flug war auch alleine von Sizilien zurück nach Deutschland, weil ich war da in den Sommerferien mit meinem Urlaub. Ich war da in den Sommerferien mit meinen Eltern im Urlaub und ich wollte zurückfliegen, weil ich noch den Rest der Sommerferien mit meiner damaligen ersten Freundin verbringen wollte. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich buche mir einen Flug und fliege zurück und so. Und dann ist das Flugzeug da abgehoben. Und dann ist irgendwie, waren aber so voll die Turbulenzen und so irgendwie, haben die auch gesagt, ja, Ätna wieder so, hat irgendwas rausgefeuert und ey, und dann ist das Flugzeug geflogen und wir sind halt so krass immer abgesackt, dass immer alles so voll nach oben, kennt ihr das halt so, wenn ihr denkt, ihr fallt jetzt einfach runter in der Luft so. Ja. Ey, ich habe gedacht, super unangenehm. Ja, das war richtig ekelhaft. Erster Flug, voll schlimm. Und dann bin ich nochmal geflogen nach Thailand mit so einem A380. Und das war einfach wie ein Hotel, das fliegt. Ich habe nichts gemerkt. Habe komplett 11 Stunden durchgepennt. War voll geil. Ja, das ist am besten dann, dass du einfach nichts mitkriegst. Weil, was willst du auch sehen bei einem Flug? Weißt du, einfach durchpennen, du verpasst da eh nichts. Ja. Oh, ich fliege super gerne, mir macht das Spaß. Ich finde Start und Landung und wenn du halt geile Sicht hast von oben und wenn du dann wieder Festland siehst, dann finde ich es auch interessant. Aber so dazwischen, das Ganze finde ich dann eher nicht so.
Okay, so. Ich stelle mal gerade mal hier meine Settings ein. So. Ach so. Continue. So, ich bin im. Ich sehe schon mal. Ich sehe Turi und Edo. Die sind schon hier im. Richtig. Ich muss meine Dings noch umstellen. Hm? Oh mein Gott. So, also für die Leute, die es nicht wissen, das hier ist jetzt eigentlich die. Wie sieht meine Person aus? Warte, ich guck gleich mal. Haben wir gerade ein paar Sachen schon ein bisschen ein. Wichtig. Fashion Forest muss irgendwie sein, finde ich. Naja, man muss das so wiedererkennen, wer wer ist. Also Edo ja, sieht aus wie Wesley Snipes, 1995. Habt alle eine coole Brille auf. Und Turi, du siehst so aus wie, keine Ahnung, ich würde sagen Gino mit 50. Habe ich. Oh, geil. Gino mit 50. Ah, dann siehst du auch so aus, glaube ich. Also gut. Ich glaube, dann bist du sehr auch gut. Ja, ja, gut sehr, aus, gut. Wahrscheinlich. Sehr gut. Edo, sehen wir gleich aus, beide? Weiß ich gar nicht, muss man gleich mal gucken. Ich bin gerade noch, Ein bisschen am Grafik-Settings hier gerade einstellen. So, ich mache auch hier gerade mal. So, also durchsuchtes Flugzeug. Wir sind gerade abgestürzt. Wir sind zu viert. Wir werden diese Insel komplett neu besiedeln müssen. Das heißt, Flo, heute Abend schlafen wir zusammen in einem Zelt. Ja, da sehe ich uns. Gut, und hast du dich hier schon direkt... Die Axt genommen, ja. Du bist schon draußen. Ja, ich bin draußen schon, ja. Ach so, okay. Ja, Turi, kannst du vielleicht einen Schritt vorgehen, damit ich mir auch die Axt nehmen kann? Danke. Ja. Was macht das E? Okay. Also, ich muss nochmal zurückgehen. Leute, wir müssen auf jeden Fall mal hier raus. Weil ich noch nicht alles essen eigentlich. Ja, aber Turi blockt die ganze Zeit den Weg. Wir sind jetzt schon, wir verhungern. Ja, weil... Hier ist doch... Ich hunger... Was ist denn das hier? Ich, will ich muss auch alles einsammeln. Die Stewardess will ich nicht. Die will ich nicht, hacken. Wie macht man sein Menü nochmal auf? Tab oder nicht? Nee. I? Hallo, oh. Tess, 1, 2. Nee, bitte keinen, nee. Ja, sorry, ich hab, es war aus Versehen. Hallo, Tess? Ach so, Ingame-Voice wollen wir? Nein, Alter, wollen wir nicht. Nee. Das war das Funkgerät. Warum höre ich dich? Aber, Ach so, das Funkgerät. So, also, wir sind jetzt hier... gestrandet. Wir sind im hinteren Teil von der Maschine rausgekommen. Ist bei euch auch schon zu dunkel? Ja, es ist schon dunkel. Werden wir jetzt schon die erste Nacht? Haben wir direkt die erste Nacht schon oder was? Nee. Kann man jemand eine Fackel machen oder ein Feuer oder sowas? Wie geht das? Dann lass uns doch hier bleiben. Ich habe keine Ahnung. Lass doch hier. Ja, wir bleiben erstmal hier. Wir bleiben erstmal hier. Okay. Wir können erstmal Feuer für uns machen. Warum ist denn direkt dunkel? Habe ich alles. Ja. Oh, Scheiße, lass mal hier Holz. Also ich habe ein Feuer und ein Cloth. Ey Leute, wir sind safe. Hier ist ein Segelboot. Wir können aber direkt zurückfahren. Yeah. Oh. Ja, hey, ist ja voll einfach. Ich habe durchgespielt. Ich weiß einfach gar nicht mehr, wie alles geht hier. Ist das auch so dunkel? Ist das bei euch auch so dunkel? Ja, es ist mega dunkel. Wie kann ich denn tragen von dem Holz, sag mal? Ich nehme einfach so drei Stämme auf den Nacken oder was? Ja, so ähnlich. Wie easy, wie die nehmen einfach. Kann ich noch einen dritten? Okay, warte mal, lass uns mal... Nee. Ich mach mal ein Basic Fire, okay? Ja. Wir brauchen kleine Stöcke und Blätter. Hab ich. Geil. Dann setze ich mal das Feuer hier in die Mitte. Ach ja, so war das jetzt. Genau, und jetzt hackt so kleinere... Wo bist du? Ich sehe gar nichts. Man hatte doch auch ein Feuerzeug. Ja, hatte ich noch ein paar Blätter. Einfach I drücken. Ja, okay. Ah, ich hab's auch. Ich esse direkt hier irgendwelche Bären. Feuer ist fertig, Leute. Geil. Okay, anzünden. Feuer ist an, okay. Nice, okay. Dann sind alle hier. Oh, dann wärmt euch erstmal an der Feuerstelle. Chillt erstmal hier zusammen. So, erstmal ganz kurz Lage besprechen. Kommt mal alle ans Feuer. Kommt mal alle ans Lagerfeuer. Ja. Du bist schon wieder looten gelaufen. Hä, das stimmt. Ich bin einmal ums Flugzeug rumgelaufen. So, also, warum seht ihr alle aus wie Stewardessen? Sehe ich auch so aus wie Stewardessen? Ja, weil wir uns das angezogen haben. Ich hab das Feuer kaputt gemacht. Das kaputt gemacht. Ich mach's Feuer wieder an, bitte. Mach's Feuer bitte wieder an. Es ist kaputt. Ich werd geschlagen. Ich bin tot. Ich werd getötet. Ich bin tot. Kommt alle zum Boot. Matteo ist tot. Box. Ich Matteo bin ist tot. Hey, Matteo ist nicht tot. Aua. Ich wurde wieder hochgeholt. Leute, ich gehe ins Flugzeug rein. Geht gar nicht. Geht doch nicht. Oh, ich sehe nichts. Ich bin im Flugzeug. Ich komme auch mit ins Flugzeug. Ich nehme direkt meine Tablette. Okay. Juri, mach mal Licht. Wie? Ich hab nichts zum Licht machen. Die essen mich gerade auf und ihr rennt weg. Ja,
Gott sei Dank essen sie dich und nicht uns. Essen die dich wirklich? Die haben mich gegessen. Gestorben? Die haben meinen Körper gegessen. Ich bin tot. Da ist er. Ich bin hinter euch gespawnt wieder. Warte mal, ich habe einen Stein. Ich kann und ich habe alles verloren. Ich habe alles verloren, was ich habe. Oh, lass uns mal die Nacht hier im Flugzeug verbringen. Wie seid ihr reingekommen? Hochgesprungen, wieso? Okay, lass mich mal raus. Ja. Lass mich bitte mal kurz raus. Wäre es nicht sinnvoll, hier zu bleiben? Wir können einfach immer hoch? Nee. Okay. Warte mal, man konnte doch... Oh, okay, lass uns im Flugzeug bleiben die erste Nacht. Das ist mir viel zu, das ist viel zu schlimm. So, okay. Ich habe einen Speer, die sollen herkommen. Wo sind die? Ja, stech die ab, stech die ab. Lass sie näher kommen. Okay. Komm her, du Schwein. Wir spielen übrigens nicht wie bei Seven Days, dass wir neu starten, wenn jemand stirbt, sondern wir spielen ganz normal einfach, aber einfach auf einem sehr harten Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, den schwersten haben wir, oder? Ja, ja, den härtesten, ja. Ja, den härtesten haben wir. Ja. So. Oh mein Gott. Ey, wenn die uns in der ersten Nacht schon abstechen, was machen wir? Oh nein! Okay, wir haben den nächsten verloren. Komm wieder hoch, schnell. Ja, komm hoch. Ich geb dir eine Hand. Oh, Alter. Ey, wollen wir... Ich bin komplett im Arsch, ne? Wir können versuchen, zum Boot zu laufen. Wollen wir zum Boot laufen? Ey, aber hier unten liegt er am Boden. Ey, hier ist doch sicherer als im Boot. Warum? Glaubst du, die können schwimmen? Naja, die kommen doch hier nicht rein. Wie haben wir Licht? Habt ihr Essen? Nee. Ich habe eine Person. Die können wir essen. Oder nicht? Was? Ich habe einen geholt, hier. Ich habe einen auf dem Arm. Das ist wahrscheinlich noch die Leiche von Matteo, oder? Nee, das ist so eine Person. Die lag hier am Boden. Können wir den essen? Oder nicht? Komm schon. Schmeiß mal auf den Boden. Lass ihn mal hier raus, Matteo. Warum wollt ihr den denn essen? Ja, weiß ich nicht. Kann man nicht den? Ich finde es keine gute Idee, den zu essen. Du hast mich geschlagen. Es tut mir leid. Ich nehme jetzt einen Arm von dem mit oder irgendwas. Oder ein Bein. So. Ich will auch einen Arm haben, Matteo. Ich habe halt keine Axt mehr. Das ist einen Arm, danke. Du hast keine Axt mehr? Nee, ich hab, also... Bist du gestorben? Ja. Oh, scheiße. Dann musst du deinen Körper aufsammeln. Dann müsst irgendwo ein Totenkopf sein draußen, wo du gestorben bist. Aber ich traue mich halt nicht raus. Nehmt euch noch einen Arm oder ein Bein mit von der Person. Das können wir essen im Notfall. Ja, hier ist dein Loot, glaube ich, hier. Ja, aber er muss selber looten, weil du kannst ja nicht eine zweite Axt mitnehmen, glaube ich. Nice, hast dein Loot wieder. Sollst du deine Axt jetzt haben? Geil. Oh Mann, ey. Warum eskaliert es direkt so? Aber ich glaube, die sind weg, oder? Ich höre nichts mehr. Okay, Nein, der ist hier! Oh, der ist direkt hier, der ist direkt vor mir! Oh. Oh mein Gott. Getroffen. Au! Irgendwie siehst du aus wie Simon Kretschmer, Matteo. Echt? Ja, irgendwie schon. Okay, na gut. Kann man denen das nicht zeigen? Werden die dann nicht... Kriegen die dann nicht Angst oder so? Man kann, glaube ich, deren Köpfe aufspießen auf so so Pfähle. Dann kriegen die Angst. Aber das können wir jetzt noch nicht machen. Das dauert noch. Okay, lass uns mal, wir müssen die Zeit ja nutzen. Ja, was machen wir denn jetzt in der Zeit? Wir können nichts machen. Wollen wir am nächsten Morgen eine Planung machen? Wollen wir am nächsten Morgen loslaufen und einen guten Ort für eine Base suchen? Oder wollen wir direkt hier vorne bauen? Oder suchen wir einen guten Ort, wo Wasser ist? Also ich glaube, wir müssen uns erstmal stabilisieren und erstmal vielleicht direkt hier vorne so eine Mini-Base bauen. Aber ich wäre dafür, wir suchen uns irgendwo einen Ort, wo es Trinkwasser gibt. Ja, okay, na gut. Ja. Okay, können wir machen. Hier bauen. Können wir machen. Lass uns doch, wir laufen ins Landesinnere, bis wir den ersten See oder Fluss finden und da bleiben wir. Okay, so machen wir es, ja. Okay, also einfach weg vom, also irgendwo inselinwärts, weg von der vom Meer, weil Salzwasser und so ist doof. Der ist hier, der schlägt, der will hier reinschlagen. Geh weg. Shit. Ich hab doch einen Speer schon. Treff ich den nicht. Stich in seinen Kopf. Stich in seinen Kopf. Ich treff ihn nicht. Doch, ich hab ihn getroffen. Hä, die haben auch stärker nach. Wie macht ihr das Feuerzeug an und aus? Boah, gute Frage. Hab ich auch rausgefunden. L, glaube ich, oder? Ach, L, mit die Leiter. Ach so. Stich, du triffst Turi. Ja, du hast einen Zahn rausgeschlagen. Ja. Mach weiter, mach weiter. Mach weiter. Ich bin der Köder hier oben. Du Schwein. Die fertig. Hast du ihn da gerade runtergeworfen, Flo? Ja, ich wollte den so als als Angst, aber irgendwie fliegt er nicht. Warte mal. Da. Ey, dass sie uns nicht mal aus dem Flugzeug rauslassen einfach, ne?
Aber wie viele das vor allem, die oder? Kriegen ja. wir jetzt nicht, ne? Was meinst du? Die kriegen wir ja nicht tot jetzt, ne? Doch, doch, Turi hat schon einen umgebracht. Ach, geil. Einer liegt hier tot. Wollen wir alle rausspringen auf drei und kämpfen? Ich habe 0,0 HP. Ja, aber ich verhungere, ich habe nur noch halbes Essen. Wir können nicht lange hier drin bleiben. Habt ihr nicht Tabletten aufgenommen? Hier lagen doch. Ja, dann springt ihr raus und ihr kämpft. Ich bin draußen. Das würde ich sehen, ich bin draußen. Hier lag doch noch Medizin im Flugzeug. Habt ihr die genommen? Ja, ich hab so ein Pillendings und so aufgesammelt. Ah, Gott! Ich mach so viel Damage. Ich dachte, wir gehen alle raus. Ja, wir sind alle raus. Wir waren alle draußen. Warte. So, warte. Aber ja, ich wollte das eigentlich geben, aber ich. Warte mal, wie gebe ich denn was? Kann ich das überhaupt geben? Wo ist meine Axt? Scheiße. Leute, ich habe echt schon wieder. Ich habe schon Hunger. Wenn wir die Nacht hier bleiben, werden wir verhungern. Ja, aber was sollen wir tun? Sollen wir rausspringen und kämpfen, bevor wir einfach verhungern? Ja, okay, dann spring raus und kämpfe. Ich habe Arme und Beine im Inventar. Wir können eine Person essen. Okay, wir springen jetzt zu viert raus und hauen auf alle drauf, okay? 3, 2, 1, los! Wo sind sie? Ich sehe keine rüber. Wir müssen in so einer Formation beieinander bleiben. Da ist einer. Lass den erst töten. Oh, es regnet. Okay. Deine Penner. Können wir die nicht direkt verbrennen? Ja, macht einen Scheiterhaufen, verbrennt sie. Oh, ich friere. Ich auch. Wir brauchen ein neues Feuer. Ich mach ein Feuer. Schwer. Sammelt bitte Stöcke. Ich mach jetzt ein größeres Feuer. Achtung. Wir machen ein richtiges Bonfire. Nee, ist zu groß. Hinter mir ist einer. Hier sind noch mehr. Aber das Feuer, es wird doch. Ach, Scheiße. Das wird rausgehen. Genau, stech ihn ab. Oh Gott. Das sind so viele. Hack drauf, bitte kämpfen. Kein Feuer bauen, kämpfen. Solange hier noch welche sind, kämpfen. Aua. Oh mein Gott. Ja, sehr gut. Genau so weitermachen. Oh, ich friere. Okay. So, wie jetzt, baut man jetzt denn ein Feuer. B drücken, dann hast du so ein Menü. Alter, Leute, ich erfriere komplett. Auch, glaube ich. Deswegen, wir brauchen sofort ein Feuer. Geil, da ist es doch. Aua. Ich habe irgendeine wilde Beere gegessen. Habt ihr ein Feuer schon gemacht? Können wir die einfach raufschmeißen? Ja, einfach drauflegen. Leg die drauf, wir brennen. Dann kriegen wir Knochen und können uns Rüstung draus bauen. Okay. Genau, chillt einfach am Feuer, mein Gott. Aber ich glaube, wir müssen Sachen ins Feuer nachschmeißen, weil es regnet, oder? Ja, legt da die Kann ganzen... man das... Legt die Leute da rein einfach, ja. Okay. Oh mein Gott, es regnet richtig krass. Scheiße. Warte mal. Lag hier nicht noch ein Toter irgendwo? Wie? Genau, mit E sammelt ihr immer Sachen auf, ne? Also wenn ihr so kleine... Büsche seht oder so. Was höre ich denn hier für Musik? Ich höre keine Musik. Flugzeug höre ich. Oder was ist es? Flugzeug? Ich höre keins. Am Strand liegen tote Haie. Vielleicht können wir die schlachten und essen. Nee, ich glaube, essen kann man die nicht. Oder? Flo, was machst du da? Ich habe da einfach mal so eine Hütte hingestellt. Keine Ahnung. Okay, dann helfen Flo jetzt, die Hütte zu bauen, okay? Sondern erstmal hier die ganzen wir brauchen nur noch Bäume fällen. 96 Holzflöcke. Nur 96? Ja. Hä, aber wir wollen doch hier kein Haus hinbauen. Oder nicht? Ja, dachte ich auch. Ja, stimmt. Muss ich nur erst abbrechen? Nee, das würde ich nicht machen. So, ich nehme mir schon mal ein paar Knochen hier. Hä? Baum fällt. Ja, aber 96 ist zu viel, wirklich. Das dauert jetzt die ganze Nacht, bis wir sie gebaut haben. Das bringt nichts. Aber wie fällt man den sehr interessant aus. Guck mal, wie es bei Tag aussieht. Baum fällen, ganz oft auf den Stamm hauen, bis er umkippt. Was habt ihr denn davor zu bauen jetzt hier gerade? Nix. Kannst du wieder abbrechen, Flo? Ja. Das kann ich auch abbrechen, kann jeder abbrechen. Okay. Habe ich hier wirklich alles mitgenommen aus dem Flugzeug? So, ja, das Flugzeug ist, glaube ich, leer gewesen, komplett. Ich würde gerne wissen, wie viel Uhr wir gerade haben. Ah. Ich habe einen Vogel gefangen. Der fällt, ne? Kann er uns treffen? Nee, die treffen uns nicht. Okay. Da bin ich hier drauf nicht getroffen. Schaden, glaube ich. Das ist schon geil. Ja. Ich glaube, die machen Schaden. Warte mal, bis Tag ist, wir sehen, was wir machen. Das wird dann richtig geil. So. Nein, da ist ein Dings. Ist ein Vieh? Ja, ich hab's. Also Vogel. Zubereiten. Du hast mich geschlagen, danke.
Alter, Leute, ich glaube, ich verhungere jetzt gleich. Small Meat Collected. Grill das mal, ey, ich verhungere gerade wirklich hier nicht. Doch. Ich habe auch ein bisschen Fleisch. Können wir das irgendwie aufhängen oder so? Es gibt ja so ein... Ich habe da was reingemacht, aber habe ich das? Flo, es verwirrt mich ein bisschen, dass du einen Bart hast und einen Rock. Ja, wir sehen alle so aus. Irgendwie ein bisschen geil, muss ich sagen. Ich hab was sieht aus wie Simon in der Game One Folge irgendwie. So, ich habe jetzt Fleisch reingelegt, aber das würde ich gerne selber essen. Warte mal, Edu, ich habe Fleisch, aber wie gebe ich dir das denn? Equip. Ah, geben geht folgendermaßen. Du machst dein Menü mal auf. Dann nimmst du diese Metal Tray. Hast du das? Ja. Dann legst du das erstmal in die Mitte mit Rechtsklick. Liegt es in der Mitte? Ah. Und da kannst du dann was reinlegen. Und dann musst du, also Rechtsklick zum Beispiel auf irgendwas drauf und dann drückst du Combine. So Rechtsklick und dann hab ich hier so in der Hand. Guck, Flo. So. Ja. Ich habe auch gerade noch ein paar Vögel getötet. Ach geil, okay, warte mal. Hier ist doch direkt die Yacht. Können wir nicht auf diese Yacht gehen, die da ist? Nee, guck mal hier, ich hab doch, warte mal. Es sind gerade Tag. Leute da. Kannst du das nehmen hier? Es sind wieder Leute da. Die sind wieder da, die sind wieder da. Kämpft. Ja, ich bin fast tot. Hack den tot. Flo, du brennst. Renn ins Wasser. Renn ins Wasser. Spring ins Wasser. Du brennst nicht mehr. Alles gut. Oh Mann. Lass uns mal zusammen mal schnell zum Boot. Da gehst du bestimmt essen. Wirklich? Okay, dann lass uns zum Boot, schnell. Oh mein Gott. Ich hab grad zwei kleine Vögel in das Feuer geworfen. Die würde ich gern essen. Ja, dann warten wir hier auf dich am Strand. Stellt euch mal vor, nächste Seven vs. Wild Staffel wäre echt mit YouTubern und Streamern. Wäre genauso wie das hier gerade. Wahrscheinlich, ja. Was ist jetzt reingeworfen? Guck mal, Matteo, ich hab was für dich. Warte mal, ich muss das ist mal ja geil. Looten hier. Lootet immer die Koffer, die ihr seht, ne? Ja, die muss man so aufhauen, ne? Ich genau. Weiß, wie konsequent du einfach diesen Kopf schleppst, Edo. Für ein Hai, ich werde dich fressen. Kriegt man aus den Haien Steaks raus? Nee, Alter, der Kopf, nee, ich glaube nicht. Oh, schade, das wäre echt wär krass. Geil, ja. Okay, wollt ihr wirklich? Ich habe echt mega wenig HP. Lass uns kurz rüberschwimmen, Essen holen und dann suchen wir eine Base. Okay, sucht ihr mal Essen und ich mach mal hier ein kleines, keine Ahnung. Ich schwimme jetzt rüber. Schwimm du rüber, ja. Und ich scoute mal hier ein bisschen. Ich glaube, es gibt doch Austern am Boden, oder? Muscheln? Austern? Weiß ich nicht. Ich habe einen Schildkrötenpanzer. Geil. Aber ich musste sie töten. Oh nein. Aber kam auch Fleisch raus? Kam Fleisch raus? Ja. Glaube schon. Flo, ich habe ein Geschenk für dich hier. Kann man das braten? Wie nehme ich das? Geh? Nee. Ich schmeiß es dir hin, okay? Ja. Hier. Wenn ihr einen Vogel umbringt, dann kommen da immer Federn rausgeflogen, ne? Wenn ihr einen Vogel umbringt, kommen immer Federn rausgeflogen. Sammelt die auf, daraus könnt ihr euch dann später Pfeil und Bogen machen. Ja, geil, geil. Okay, also erstmal, wenn man das Inventar aufmacht und dann man nimmt seinen Rucksack, dann kann man doch irgendwie, glaube ich, so Hotkeys setzen, oder? Wie geht das denn nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich jetzt noch so ein Grab mit so einem Foto und einer Kassette. Das könnt ihr auch noch einsammeln. Scheiße, wie ging das denn? Oh ja. Edu, hast du jetzt Essen eigentlich? Nee, ich will jetzt aufs Boot rüber und gucken, was da gibt. Okay. Geht's mal zum Boot. Braucht jemand ganz dringend was zu essen? Ich habe noch ein bisschen Möwen. Ja, ich brauche auf jeden Fall was. Habe ich in der Tasche. Müsst ihr nur ein Feuer machen. Ja, ich hol mal alles vom Boot. Ich komme wieder zu euch, ja? Ja, ich kann nicht mehr sprinten. Ich habe den Schildkrötenpanzer vergessen. Ich bin richtig krass am Abverhungern. Warum landet die... Ich kann nicht sprinten. Warum kann ich nicht sprinten? Bin ich geduckt? Nee. Warte mal, hier war... Oh, hier, der Panzer? Ja, lande. Hup. Mist, jetzt finde ich den Panzer nicht mehr. So. Okay, wir müssen sie erstmal sammeln. Warst du schon auf dem Boot? Warst du auf dem Boot? Ich bin auf dem Boot, komm mal her. Sonst. Hier sind vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr auch noch ein paar Fotos und sowas hier einsammeln könnt für die Story. Ja, und aber... Auf jeden Fall Fotos und so. Lass uns doch erst mal, bevor wir mit der Story anfangen... Leute, hier sind wieder Leute in der Nähe. Ich höre auch Leute. Bleibt zusammen, wenn ihr Leute hört. Ich bin bei Flo. Edo, komm doch bitte erstmal zurück und lass uns doch bitte eine Base suchen. Wollen wir nicht jetzt die Sachen kurz vom Boot holen, wenn wir schon mal hier sind? Ja, aber also. Warum nimmst du die denn nicht mit einfach? Müssen wir da mitkommen?
Ich glaube, ich kann nicht für alle was mitnehmen. Wir müssen die einzeln einsammeln, aber wir können ja später einfacher nochmal aufs Boot. Ja, können wir. Ich habe hier halt Schokoriegel und so gefunden. Ich nehme, bringen Sie mit. Ja, bringen wir mit. Soll ich mit rüberkommen, Edo? Nee, alles gut. Komm jetzt mal an Festland, bitte. Wir suchen uns jetzt eine Base. Ja. Beziehungsweise wir brauchen eine Wasserstelle, da wo Fische drin schwimmen können. Wie baut man nochmal einen Speer? Zwei Stöcke. Stock, Combine, Happenspeer. Kann man den verbessern, den Speer, mit irgendwas? 10. Oder nicht? Mit Zähnen und Baumharz oder nur Zähne? Okay. Weiß ich gar nicht genau. Ich weiß es nicht mehr. Das Wetter macht mich fertig, ey. Ja. Okay, ich bin da. Lasst uns alle ins Landesinnere. Wo seid ihr? Wie craftet man ganz kurz? Immer in deinem Inventar mit Rechtsklick die Sachen in die Mitte legen. Knochen braucht man. Ah, ich habe meinen Speer verbessert. Und zwar, ihr braucht... Erstmal macht ihr einen Speer aus 2 Stöcken, ja? Geil. Dann, wenn ihr den Speer habt, macht ihr da noch 2 Stofffetzen drauf und 2 Knochen. Dann habt ihr einen Knochenspeer. Oh, das ist... Ach so, stimmt. Ja, den habe ich 3 jetzt. 3 Knochen, ne? Oder 3 Knochen oder so, keine Ahnung, ja. Oh, geil. Ja, geil. Jetzt richtig geil, weil der macht auf jeden Fall Damage. Hier rennen Leute rum schon wieder. Wo? Wo bist du? Sind hier Fallen die ganze Zeit oder was? Hier schlingt die ganze Zeit Richtung, sowas zu. Richtung Flugzeug ungefähr. Wir laufen hier hoch, wir kämpfen zusammen. Ich habe halt die ganze Zeit keine Kondition, weil ich nichts zu essen habe und nichts zu trinken. Warte mal ganz kurz, wer schleicht? Hier kannst du kurz mal aufhören. Ich schleiche. Okay, dann sehe ich den Namen nicht. Okay. Mhm. Aber schleichen, ja. Habt ihr irgendwie Shortcuts, wie ich zwischen Axt und Messer? Ja, das würde ich auch gerne machen. Ich glaube, Inventar aufmachen, dann Rucksack nehmen und dann könnt ihr die Sachen drauf tun und dann Combine drücken. Ich habe jetzt einfach irgendwelche Beeren gefressen. Ich weiß nicht, ob das klug war. Isst man sich die gegenseitig weg? Nee, ne? Ich habe da auch welche hier wahrscheinlich. Das sind mal Blaubeeren. Ich fühle mich echt ein bisschen über Seven vs. Wild. Ich esse nur Blaubeeren. Ja, ist es auch. Muss unbedingt heilen. So, 3 ist, glaube ich, meine Axt. Genau, 1 ist jetzt mein... Ey, Leute, lasst mal weiterlaufen und eine Wasserstelle suchen, bitte. Ja. So, hier ist eine Lichtung, eine große. Da würden wir Angreifer relativ schnell sehen. Wenn hier jetzt noch Wasser wäre, wäre es perfekt. Seid ihr bei mir? Nee, doch. Ja, wir sind Tobi da, aber ein Stück wir brauchen weg. Wasser. Ich habe einen Vogel gejagt. Das sieht aber echt geil aus, ne? Grafisch ist das echt nice. Ja, das ist richtig geil. Ihr spielt auf hoch bestimmt, oder? Ich spiele auf mittel. Ich habe, glaube ich, Medium nur. Aber ich könnte mal auch... Ich will gleich nochmal in Ruhe, wenn wir eine Base haben, will ich nochmal in die Grafik-Settings und alles einstellen und sowas. Aber ja, mach ich auch gleich. Kurz eine Base und Feuer und Wände und so. Und wenn wir dann safe sind, dann werde ich ein bisschen Settings machen. Ja, wir wollen erstmal. Ja, was? Hier ist ein Totem. Höre was, oder? Nee. Mir ist ein Totem. Sollen wir die zerschlagen oder lassen wir die einfach stehen? Lass uns erstmal stehen. Lass uns erstmal das Wasser suchen. Lass uns doch nicht so leicht ablenken immer. Ja, okay. Na, ist so, Junge. Wo seid ihr denn? Wo ist der Rest? Da ist Turi, okay. Wir sind alle hier. Oh Gott. Ich hier sind ganz viele Totems. Das bin ich. Ja, lass uns mal... Von den Totems weggehen, glaube ich. Ich würde gucken, dass wir... Lass uns mal weiter in Richtung auf die Berge. Ja, dann sehen Okay, auf die Berge und dann versuchen irgendwie... Wasser zu sehen. Wasser ist das Wichtigste. Ja, ein See. Hier unten ist ein See, oder? Nee, doch nicht. Aber wollen wir nicht lieber an der Küste lang gehen? Warum? Aber Küste, Küste findest du kein Kacke. Wasser. Da findest du kein Wasser, Turi. Oder? Wir brauchen ja einen See oder sowas oder einen Fluss. Ja. Am besten wäre ein See, wo schon Fische drin sind, die einfach schon da schwimmen. Da können wir jedes Mal angeln. Stimmt. Genau. Hier ist noch Beeren. Ja, warte, ich fress gerade alle random Beeren. Ich weiß nicht, ob das echt so klug ist, ey. Nee, man darf nicht einfach. Ich glaube, manche sind giftig. Ja. Müsst ihr aufpassen. Mhm. RIP. Scheiße, hier ist wieder mehr, Leute. Das ist nicht gut, dann. Müssen wir noch mal. Hier ist so ein eingeborenes Dorf. Okay, ich laufe zu Turi. Aber hier kann man auch Sachen einsammeln von denen, oder? Warte, wir splitten uns ganz schön, ne? Ich komme wieder zu euch. Ich sehe lauf noch. Zu Turi, ich bin Scheiße. In dieselbe Richtung gelaufen. Also unser Ziel sollte sein, bis zur Nacht einen Bruch eine Base zu haben, wo wir sicher sind. Ja, wir können nachts nicht nochmal kämpfen, vor allem nicht ohne Flugzeug. Aua. Auf keinen Fall können wir kämpfen. Hilf mir hoch. Ich kann nichts machen. Ich habe eine schlechte Beere gegessen. Nein, das hast du gerade noch gesagt. Ich hab dir geholfen, irgendwie. Danke. Ich krieg Flashbacks, ey. Beim ersten Tod 7 Days hat Turi Glas gegessen. Jetzt gibt's hier um und stirbt wegen der Beere. Turi, das hat ich so viele Sachen immer essen. So, ich sehe hier aber leider keine Wasserstelle. Okay, hier ist ein Camp. Hier ist ein Camp, ein richtiges Shit. Wollen wir das später machen oder wollt ihr es jetzt schon? Oh.
mein Gott. Weiß ich nicht, lass doch looten. Hier sind doch so, so Koffer und so. Habt ihr eine Ahnung, wie viel Uhr wir haben? Also im Spiel? Also, nee. Ich muss kurz die Sonne angucken. Das Dynamik. Ist 12.37 Uhr. Okay, gut. Findet man nicht hier auch so einen Kochtopf, sodass man Sachen, Wasser abkochen kann? Boah, hier gibt's so viel Essen. Hier gibt's Tote. In Kisten. Ja, haut die Kisten auf und lootet alles raus, was ihr könnt. Lootet alles raus, was ihr könnt. War das alles? Ich finde immer nur so Fanta-Dosen und sowas. Ich muss auch was trinken, ja. Merke ich gerade. Er esst und trinkt, bevor ihr euer Inventar voll ist. Ja, genau. Könnte es nicht auch sein, dass hier Fallen sind? Hier ist auch eine Höhle direkt. Ja. Alter, ich hab Grafikkarten gefunden. Wir sind reich. Geil. Grafikkarten? Ja, manchmal eine Grafikkarte. Jetzt weiß ich, warum die echt mal out of stock sind. Liegen alle auf der Insel, ne? na, sammel doch immer Cloth ein, also diese. So. Okay, bei mir sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich würde jetzt schon wieder weitergehen, eigentlich. Krank windig irgendwie. Ist es? Ja, bei mir ist gar kein Wind. Ja, guck doch mal hier. Die Bäume wackeln so doll dort. Ach so. Haben noch nicht alles eingesammelt. Ich würde aber echt gerne aus diesem Camp hier raus, bevor die hier irgendwie zurückkommen oder so. Ich finde, das sollten wir einfach übernehmen. Ja. Oder? Nein. Das ist sehr gefährlich. Ich will lieber einen See haben. Ja, wir wollen eine Wasserstelle haben. Weil im Wasser, wir müssen uns waschen. Wir brauchen Wasser zum Trinken. Wir haben da Fische drin. Ich renne mal weiter hier. 22 Cloth. Wie geil. Wenn ihr Laptops seht, ihr könnt die zerschlagen und dann könnt ihr dann die Bauteile rausnehmen. Da kann man später. Achso, das meintest du mit Grafikkarten. Ja. Okay, alles klar. Oh, ich habe, glaube ich, andere Klamotten mir geholt. Oh, Alter, hast du mich erschreckt. Ich habe ein Bild gefunden von unserem Sohn, Timmy. Das ist dein Sohn. Wir sind nur Stewardesses, die mit dir abgestürzt sind. Ach so, okay, alles klar, jetzt verstehe ich das. Jetzt macht die Story auch mehr Sinn. Ich habe einen See gefunden. Ich habe einen See, komm zu mir. Ja. Geil. Warte, wo ist Turi? Ja, ich bin... Du kommst, oder? Siehst du uns noch? Mann, ja, ich war noch am Sachen einsammeln hier. Ja, ich auch. Ich habe auch echt noch geguckt. Wo bist du denn, Flo? Ich bin noch hier am Ende vom Camp. Alle. Ich habe mich gerade irgendwie angemalt mit... Hier, ich sehe dich. Ich Matteo, das ist kein See, das ist ein Stück Erde. Ich dachte, das wäre ein See. Wer hat Matteo vorgeschickt? Boah, Scout, echt ey, mega weit verdursten. Scheiße. Okay, lass weitersuchen. Ich will den Stoff hier mitnehmen. Ja, ich habe auch echt den ganzen Stoff. Ich glaube, irgendwie ist es ganz gut. Ja. Ich habe einen Fluss! Hier. Wir haben einen Fluss! Fluss! Okay, ja. Geil. Können hier Fische drin sein? Ja, natürlich. Hallo? Geil. Lass mal auf die andere Seite, weg von den Typen, oder? Mhm. Also du meinst damit Tobias. Und... Benzin nehme ich auch mit. Benzin habe ich auch schon mitgenommen. Matteo? Ja. Was hältst du, guck mal, hinter dir? Ja. Was hältst du, wenn wir unsere Base vielleicht da oben auf dem Hügel bauen, sodass wir ein bisschen safe sind von einer Seite, weißt du? Ja, aber warte mal, bevor wir jetzt unsere Base bauen, gibt es hier wirklich Fische drin? Wir können, natürlich, das ist ein See. Ich bin Angler, vertrau mir doch mal. Ich sehe hier aber keine. Ja, aber du bist ja auch kein Angler. Bin ich kein Angler. Was für Fische leben denn hier drin? Barsche, ganz offensichtlich. Barsche, okay. Na klar. Na gut. Ich bin der geborene Jäger. Ich habe ein Kaninchen im Laufen erlegt. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier... Ob das... Das ist der größte Flusssee überhaupt. Ja, natürlich schon, aber ich sehe keinen einzigen Fisch. Du hast auch nicht das Auge dafür. Ich habe Besuch. Hilfe. Duri, komm zu uns. Hilfe. Oh, Blaubeeren. Was, Besuch? Ja. Sind da Wilde? Ja. Ey, kommt zu uns, kommt zu uns. Kommt einfach her. Ey, das ist ein geiler Spot. Lauft einfach weg, Leute. Ja, der Spot ist schon gut. Ich hab zumindest welche gehört. Lass uns hier oben, lass uns doch hier bleiben. Hier ist super offen, ja. Ey, warte mal, hier sind Häuser. Können wir die vielleicht claimen? Müsste echt was zu essen holen, glaube ich. Aber mein Magen ist rot, ne? Ist der bei euch auch so? Ich hab Schokoriegel. Ein Kaninchen. Ich kann dir was mit abgeben. Ja, aber ich hab auch Fleisch, aber ich müsste es abbraten.
Flo, ich habe Schokoriegel. Komm einfach her. Ja, dann lass uns doch ein Feuer machen einfach irgendwie. Ich gebe dir gleich ein paar Schokoriegel. Ja, okay. Gib dir gleich ein paar Süßigkeiten. Du musst nur zu mir kommen. Das ist creepy. Ich habe halt auch super viel Fleisch und bevor das schlecht wird, würde ich das halt auch gern abraten. Ne? Kann das schlecht werden in, in The Forest? Ja, kann es. Matteo! Hm? Komm mal her! Komme. Aber wir müssen auf die anderen beiden warten, ne? Ja, wir entfernen uns etwas. Könnt ihr schon mal ein Feuer machen, vielleicht? Komm mal her, guck mal. Siehst du, Matteo? Mir wurde gesagt. Siehst du? Oh ja. Siehst du? Könnt ihr schon mal ein Feuer machen? Ja, machen wir. Ja, und wir haben eine Stelle gefunden, an der wir unser Lager aufbauen. Okay. Ich habe Farbe dran und in den Chat wurde geschrieben, mit der Farbe an mir werde ich angebetet. Stimmt das? Ich habe auch Farbe an mir und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mich auch angemalt. Okay. Weiß es nicht. Ihr habt schon zwei Fische geangelt. Okay, das wäre ja geil. Ich wusste das zum Beispiel nicht, dass das mit der Farbe ist, dass man dann angebetet wird. Vielleicht ist es auch nur eine Verarsche. Nee, ich glaube, das stimmt, aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Aber das ist ja übel cheaten dann, dann können die ja gar nichts mehr machen, dann ist ja gar keine Gefahr mehr. Nee, macht dir keine Sorgen. Vorsagen ist cheaten. Das stimmt auch wieder. Ja, Chat, hört auf vorzusagen. Das ist einer von euch. Ihr Vorsager. Das sind Blaubeeren, die esse ich mal. Ich mache hier oben mit Feuer, Matteo. Ich mache hier oben ein richtiges Lagerfeuer aus Stein. Du musst mir das für Stein trotzdem einfach die Bären isst, Turi. Mhm. Turi ist einfach weiter. Ja, nee, vorhin, das waren so, da habe ich so schwarze Bären gegessen, glaube ich, oder so weiße. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay. So, was wir auf jeden Fall uns gleich, wenn wir entschlossen haben, wo wir das Lager bauen, was wir gleich direkt bauen müssen, ist. Lager. Die waren schlecht. Oder? Ist ein Drying Rack, da wo wir Fleisch, was wir finden, trocknen, damit es länger haltbar ist. Wollt ihr wirklich neben so eingeborenen Häusern euer Lager haben? Hier oben. Da wo Edo ist, da laufen wir mal hin. Wo super wenig Bäume drumherum sind. Wir kriegen die Bäume schon her, aber guck mal, was hier von hier oben sehen wir alle Gegner. Wir haben Wasser und wir sind zu zwei Seiten safe. Ich finde das ziemlich gut hier eigentlich. Ja, finde ich auch gut. Wirklich? Ja. Wo sonst, Turi? Dann musst du einen Gegenvorschlag machen. Wir haben doch alles hier und Holz können wir doch holen und anpflanzen und so. Ich finde das echt gut. Aber hier sieht uns halt auch jeder nachts, wenn wir Licht anhaben, ne? Ja, aber... Oh, vorher ist doch fast fertig. Ein Stein nur noch. Nice. Na gut, wenn ihr meint... Wir können ja mehrere bauen. Lass uns das doch als erste Base machen. Wenn wir notfalls bauen, wir eine zweite. Wir brauchen auf jeden Fall heute Nacht eine Base. Ja. Wenn wir was Besseres finden, ziehen wir noch um. Aber erstmal hier. Holz holen. Let's go. So, ich lege jetzt gerade mal mein ganzes Fleisch hier auf. Lass das nicht verbrennen. Wir haben nicht viel davon. So. Aufs Feuer. Ich bin voll gegessen. Ihr könnt das essen, alles. Da liegt ein Kaninchen und drei Vögel drauf. Ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass Bären so sättigen irgendwie. Tun sie auch nicht wirklich. Ja, iss mal eine Handvoll Bären, das ist doch gar nichts. So. Nee, tun sie auch nicht. Also von den Kohlenhydraten und so machen ja gar nichts. Oder von den Kalorien und sowas, ja. Passt ja nichts. Kohlenhydrate haben die sogar relativ gut, aber ich glaube so Kalorien einfach komplett schlecht. 100 aber Gramm, 36 Kalorien. Ja. Okay, hat aufgepasst. Ich würde jetzt auch Holz machen, oder? Ja. Da liegt Holz, was zu essen Holz. Auf dem Feuer, ne? Ess das, bevor ich schlecht bin. Also ich habe einen weiteren kleinen Flusslauf gefunden, einen Mini-Bach und einen Wasserfall. Wie viel Holz brauchen wir denn jetzt? Was bauen wir überhaupt? Alles. Habt ihr kleine Holzstückchen? Ja. Ich habe fleißig aufgesammelt. Guck mal, Flo, lass mal das Ding versuchen mal aufzubauen hier. Ich muss Turi aber recht geben, dass es hier echt schwer ist, an so Ressourcen zu kommen. Das geht, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Stück. Aber die finden wir. Kann ich das nicht irgendwie auseinanderreißen? Kann ich das nicht im Großen zu klein auseinandermachen? Frage. Und das Fleisch wird gleich schlecht. Esst was. Echt? Ja, es verbrennt ab heute. Habe ich 10-mal gesagt. Ungefähr. Sorry, deswegen brauchen wir dieses. So into the game. Wir brauchen dieses Drying Rack, wo wir. Warum hat das keiner gesagt, dass das Fleisch schlecht wird? Hat keiner gesagt. Verbrennt. Leider keiner gesagt. Ist mal schnell noch. Ja. Wobei das wäre so wie die Information, dass Bacon and Eggs gutes Essen ist. Hat auch keiner gesagt. Matteo, hast du noch mal hier ein bisschen kleines Holz, das Ding fertig zu stellen? Das hier, ja. Ja. Machen wir kurz fertig. Nice. Ready?
Mal, guck mal, Flo, guck mal. Ja. Hallo? Siehst du dieses Teil hier? Ja. Guck mal, was du da machen kannst. Du kannst das hier. Guck mal, hier. Du kannst hier da so reinlegen. Ach, geil. Und du kannst das Ding dann hier so nehmen und so schieben. Und dann kannst du damit schnell Holz holen. Verstehst du? Deswegen das ist ja richtig raus. Geil. Jetzt kannst du es mitnehmen und damit kannst du dann Holz holen. Das geht dann, kannst du mehr ertragen. Das ist ja geil. So. Kannst du ruhig nehmen. Jetzt muss ich mal ein Drying Rack. Das ist ja richtig bauen. Nice. Jetzt halt, lass uns zusammen das Ding voll machen. Hinten am Wald. Ja. Rotieren mit R. Mega smart. Ich sammel schon mal ein bisschen Fleisch für das Drying Rack. Ja. Hast du schon eins gebaut? Nee, aber können wir doch dann gleich machen. Oder nicht? Ja. Ich habe eins gebaut. Mit C, glaube ich, Flo, genau. Ja, C, stimmt. Das ist aber echt cool irgendwie, ne? Das Holz machen, so ist, das macht einfach Spaß in Spielen. Ja, ich mache das auch gerne. Wollen wir versuchen, gleich noch schnell eine Wand, eine Mauer zu bauen? Aus dem Großen, damit wir einfach nur nachts eine Mauer um uns herum haben. Ich habe einen Varan erlegt. Habe ich ja auch schon. Die sind voll gut, die geben richtig viel Essen, glaube ich. Und ich glaube, die Haut von dem Varan, die kann man anziehen, um sich besser zu tarnen. Ja. Echt? Ja. Also du kannst daraus dir so Rüstung machen, dann hast du diese, wie so Tarnung, weißt du? No, Tarnung halt. So, ich hänge mal hier. Also, wenn ihr an einen Fischrack, an einen Rack rangeht, dann könnt ihr Sachen aufhängen. Ich habe jetzt zwei Fische und einen Varan dran gehängt. Und wenn die ready sind, dann sind die so getrocknet. Wo war der Vogel? Hier. Oh shit, ich habe schon zu viele von denen, oder was? Ah, kleines Fleisch von Vögeln kann man nicht da dran aufhängen. Shit, das müsste ich dann so braten. Ich glaube, wir haben jetzt. Ich bringe das mal weg, glaube ich. Mehr geht nicht. Ja, bring mal ruhig weg. Kannst du ausladen. Wir können da so ein Ding hinmachen, wo man das auch lagern kann. Ah ja, das wäre geil. Also gibt es so einen Baumstamm-Lagerort, gibt es auch, damit sie nicht wegrollen. Oh. Habe ich jetzt mein Fleisch hier reingelegt oder nicht? Ja, muss, aber wo ist es? Oh. Wollen wir uns so eine Blockhütte machen oder soll ich einfach ein paar Wände ziehen oder wie stellt euch das vor? Ey, ich würde das minimal kleinste Haus bauen, was möglich ist, damit wir es relativ schnell fertig haben, weil es wird schon wieder dunkel. Und dann mach das mal ruhig schon, Edo, dann können wir das. Sorry, Matthias. Also eine kleine Blockhütte einfach? Ja, so eine ganz kleine Blockhütte. Okay. Und dann gehen wir da rein. Hier ist Essen, falls ihr was braucht. Im Lagerfeuer. Könnt ihr euch noch was nehmen? So, hier oben ist die Blockhütte. Geil, dann können wir das da schon mal reinmachen. Ich esse jetzt alles alleine auf. Iss mal erstmal. Wir versuchen die Hütte aufzubauen. Ich esse auch. Ich bin gleich da. So, ich bin voll gegessen gerade. Es wird noch dunkel, Turi. Ja, schnell, Turi, komm. Ich bin hier direkt. Ja, komm, wir müssen in das Haus. Sobald es dunkel ist, müssen wir rein. Holz noch. So, ist zu. Ist geil. So, und jetzt einmal ablegen. Können wir uns da drin. Kleine. Ist egal. Hauptsache, wir kommen rein. Wie geht die Tür hier? Ach du Scheiße, ist das klein. Dunkel. Wollen wir uns eine Fackel hier reinbauen oder so? Ja, es wäre gut. Eine Fackel wäre gut, dass wir stockfinster waren. Ja. Wo Warte ist denn mal. Das Drying Rack? Da am Feuer, okay, am Lagerfeuer. Ich häng mal noch Zeug Das ist stockfinster. Ist ja komplett dunkel. Was ist für eine Mini-Hütte, ey? Ah, ist doch egal, ist bestimmt kuschelig. Das wird echt, ey, ich hab Angst, dass die kommen, Mann. Aber die können doch nichts machen, oder? Ja, doch, ich glaube, die können rein, aber ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal, was passiert. Wir warten mal. Ab. Wir machen euch schützen und wir haben einfach ein dickes Fenster hier. Oh, der Wind draußen. Könnt ihr mal bitte alles, was ihr habt, hier reinstecken in die Fackel, die vor der Tür vom Fenster ist? Alter, Leute, es ist stockfinster. Ich sehe gar nichts draußen, Mann. Nee, ich hab leider gar nichts. Edo, kannst du es noch machen? Hab auch keine Stöcker mehr. Die habe ich alle verbraucht. Ich hab noch welche. Komm bitte zu uns, mach mal hier an die Fackel. Was? Ist da jemand schon? Macht eure Feuerzeuge an. Nee, Edo brennt. Wie geht die Tür auf? Hilfe. So einfach. Ich bin umgefallen. Hier, guck mal, die Fackel. Hilft mir. Was? Hilft mir, ich bin umgefallen. Liege drauf. Ich bin tot. Nee, ich hol dich gerade. Oh, danke. Ich lebe. Oh Gott, das Rain. Ich wurde geil. Angegriffen. Ich wurde von 30 Leuten angegriffen. Ich habe 27 getötet und dann hat es mich noch erwischt. Ja, wahrscheinlich. Ich bin erst ins Feuer gelaufen. Wollen wir versuchen zu schlafen? Ja. Drückt mal alle Z, ja. Ja. 2 von 4. 3 von 4. 4 von 4. Geil. Wir können schlafen. Wir können einfach schlafen. Okay. Okay, nice. So. Es ist morgen. Geilo. Geil, ich gehe weiter Holz machen. Wollen wir uns eine fettere Hütte bauen? Ja, die Frage ist, wollen wir wirklich hier bleiben? Die ist doch geil eigentlich, oder? Ja, aber wir sind so abgeschnitten von allem. So, weißt du, also man sieht zwar Gegner schnell kommen, das stimmt schon. Wir können auch woanders hin, mir egal.
Okay, ja, dann brauchen wir ja kein Holz mehr machen. Nee, ja, man sollte zumindest das Essen halt mitnehmen. Ja. Ja, nehmt das Essen. Ist das Drying Rack, ist es schon trocken, das Essen? Ich glaube nicht, nee. Auch bestimmt noch ein bisschen. Ich habe hier unten mal, hier sind so Zelte. Oh, ich bin so dumm. Was habe ich gemacht? Nein, ist bei mir passiert, du bist ins Feuer gelaufen. Oh nein. Oh, dann stirbt man instant? Nee, wenn du wenig HP hast, dann kriegst du halt Schaden einfach. Lauf schnell zur Seite, damit du nicht wieder drin stehst. Ach, da unten sind die HP. Jetzt, ja, ich habe echt sau wenig. Danke dir, Edo. Was hast du gesagt? Sorry. Nee, ob man den schon essen kann. Ja, das ist eine gute Frage. Dann müsst ihr gucken, ob der schon fertig ist. Nee, kann man doch nicht. Die sehen, wer hat das ganze Zeug runtergenommen? Das rohe alles noch. Ihr müsst es wieder dranhängen, sonst ist es nicht genießbar. Ja, hier war richtig viel Zeug dran. Wo ist das hin? Ach so, warte. Ich glaub, das war ich, glaube ich. Sorry. Ja, wie viel Entschuldigung, ich weiß da noch nichts. Alles gut, kein Stress. Es geht nur ums Überleben, macht euch keine Sorgen. Und das wird jetzt gekocht, oder? Nee, das wird getrocknet. Okay, ich nehme das Bein runter, weil das deswegen dauert das so ewig. Hast du noch so rohe Echsen im Inventar? Flo? Genau. Ja, ich habe noch eine Echse. Ich habe jetzt, soll ich mach die ranhängen? Mach die mal dran, lieber. Genau. Das ist wie so Beef Jerky. Das wird dann so getrocknet und ist dann haltbar. Dann kannst du immer so snacken. Ach, geil. Okay. Ja. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite vom Fluss, by the way. Und ich habe hier noch einen Flusslauf gefunden. Ich würde dir mal folgen und gucken, wo der mich hinführt. Ja, Moment, bevor du weitergehst. Braucht jemand Heilung? Also hier so Medizin. Ich voll. Ja, warte, gebe ich dir. Hier, guck mal. Ich habe was zusammengebastelt. Hast du das gecraftet? Könnte ich das auch? Weiß ich nicht, ob du schon alles dafür hast. Hier. Also jeder kann, glaube ich, alles craften. Oh, danke, du musst nur die Sachen finden dafür, weißt du? Aber ihr habt doch bestimmt nicht Aloe Vera und so eingesammelt unterwegs, oder? Nee, noch nicht. Mhm. Aloe Vera kann man heilen, ne? Genau. Ja, genau. Mhm, geil, okay. Ich glaube, ich habe keine. Oh, mal, hier sind Beeren, ich muss das essen. Ja, Beeren muss ich. Edo, oder wer ist denn das hier? Ich. Mit dem Mikro, das war ich aus Versehen. Warum läuft die ganze Feuerzeit durch die Gegend rum? Weil. Mich. Das hält mich warm. Ach so. Okay, so. Nice. Okay, ich würde sagen, wir sollten uns echt mal langsam auf den Spot dann committen, oder? Ja. Das kriegen wir jetzt fertig gebaut. Flo und Turi, kommt ihr noch uns hinterher, oder? Ja, also aber die, was macht ihr denn? Ich dachte, wir suchen eine Base. Wohnen jetzt hier. Nee. Und das ganze Fleisch und so lassen wir jetzt hier? Ja, oder wir können auch da leben, von mir aus. Aber ich finde, der Spot ist ein bisschen abgeschlagen von Items. Ja, finde ich auch, aber hier hängt das ganze Zeug gerade am Drive. Super, Turi, hinter dir, der ist Alligator. Hier hängt richtig viel Zeug. Ich will das ungern zurücklassen, weil mein Magen ist fast leer. Okay, Leute, hier ist ein Alligator. Und anhand der Berge zu urteilen, da wo ihr hingeht, das Schneegebiet, glaube ich. Ich reite ihn! Aber ist das jetzt schon fertig? Das Kaninchen hier, hast du das hab ihn getötet. Ja, ne? Warte mal, die Medizin habe ich die nicht an. Ach, hier. Okay, jetzt sehe ich. Okay, was Leute, ist mit dem wir Kaninchen haben. Kaninchen hier drin? Hast du das reingepackt? Ja, ich habe das reingelegt. Okay. Ich dachte, man brät das dann. Ah, jetzt. Ja, dann kannst du es essen jetzt. Ach, geil. Ich nehme mir auch. Ja, nimm. Wo ist denn der Alligator oder das Fleisch hin? Das wird sowieso schlecht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, Edo, hast du das Fleisch von meinem ersten Alligator einfach gesnackt? Edo, bleib stehen. What the fuck? Habt ihr das gerade gehört? Oh nein. Okay, Matthias, warte auf. Okay. Ich habe eine Frage. Verliert man permanent Gesundheit, also für immer Gesundheit, wenn man mal down war? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, es gibt sowas wie Sanity, also so eine mentale Gesundheit. Wenn du irgendwie mit Blut vollgeschmiert bist. Oh, da kommen welche! Edo! Bin ich nicht. Wir müssen kämpfen. Keine HP mehr. Und wenn du dich lange in Dunkelheit aufhältst. Es kommen super viele. Habe ich nicht. Ich stehe. Edo, lass ins Wasser rennen. Wir werden angegriffen, wir brauchen Hilfe. Weil meine komplette Gesundheit ist nicht voll. Mir fehlt halt was. Ja. Es wird später haltbar sein. Das müssen einfach nur, wir müssen eine Base haben und essen und trinken und dann wird das, glaube ich, wieder hochgehen. Ja, aber habt ihr das auch? Ich habe gerade, meine Gesundheit ist nicht vorhanden, sage ich jetzt mal. Nee, ich meine, ob der Gesundheitsbalken, geht der bei euch bis komplett nach oben oder hört der an der Hälfte irgendwo auf? Der geht bis nach oben. Bei mir nicht ganz oben. Bei mir geht er bis nach oben. Okay. Das wollte ich nur wissen eigentlich.
Ich habe gerade ein bisschen Angst hier. Wir müssen irgendwie uns... Was spricht denn gegen diese Stelle hier, Matteo, irgendwo? Ja, die finde ich ganz gut, muss ich sagen. Hier da ist ein großes... Da vorne ist noch was, ja. Sonst... Da, wo ganz viel Holz ist, da können wir noch bauen, am Wasser. Ja. Buri, wenn du noch Hunger hast, hier im Feuer ist sonst noch was. Guck mal, hier ist auch ein kleiner See. Das ist Trinkwasser. Geil. Dann lass uns doch irgendwo... Mann, hier sind jetzt viele Steine auf dem Boden. So, was meintest du, Flo? Hier ist noch Fleisch, wenn du möchtest. Das ist frisch. Ich bin voll gegessen. Okay, mir fehlt noch ein bisschen, dann esse ich das. Oh. So, ich wollte hier hinten noch mal gucken. Dann können wir denen hinterhergehen eigentlich. Edurch wird angegriffen. Okay. Es sind zwei nackte Wilde hinter mir. Und vor mir waren Rehs, aber verschwunden. Das sind wahrscheinlich Turi und Flo, oder? Nee, das sind andere Nackte. Ach so. Oh, hier ist ja geil. Wie lange braucht denn das zum Trocknen, sag mal? Naja, so ein Tag oder so. Oh Gott. Was? Echt? Oh, oh. Edo, wo bist du denn? Hier oben drauf. Hier, hinter dir. Hinter mir sind die Dings, die Angreifer. Das sind drei Stück jetzt. Ich habe hier oben auch mehrere, aber hier ist ein geiler Spot für eine Base. Komm mal hier hoch. Nee. Ich kann nicht mehr, die zonen mich, die sind hinter dir. Die greifen dich jetzt gleich an, ne? Ich hab hier oben auch noch Besuch. Ich sehe Turi langsam kommen. Okay, bei mir ist auch einer. Upp. Soll ich jetzt gegen die kämpfen alleine oder willst du mir ein bisschen helfen vielleicht? Ich habe auch Besuch. Ich hab hier auch Gegner. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, in deinem Rücken sind auch welche, ne? Ja, sollen wir jetzt zu euch kommen? Ja. Würde ich sagen. Aber du siehst du mich am... Das Fleisch ist jetzt unnötig halt, ne? Nee, ich glaube, das müsste schon fertig sein eigentlich. Das Fleisch können wir uns auch später irgendwann holen, ne? Oh, immer noch. Aber dann lass uns Edo, wollen wir die angreifen? Mitnehmen wenigstens. Ja. Lass ihn in die Ecke drängen, hier. Willst du das mit? Okay. Ja, ich nehm's mit. Ich muss das trinken. Oh Gott. Wir haben einen umgebracht. Ich hab sonst eine Dose noch. Okay, zweites auch tot. Alter, ich bin super low. Warte mal, geht mal wieder. Schade, dass man nicht einfach aus dem Fluss trinken kann. Kann man, aber das ist halt nicht gut. Du musst halt, wenn du dran gehst, E drücken. Du musst es abkochen eigentlich. Ja, jetzt krank werden davon. Ja, wir werden es abkochen, weil du kriegst da ein bisschen... Hier, Matteo, hier oben drauf. Ich zeig dir, wo wir bauen. Hier oben drauf. Ja. Hier ist ein riesiger Wald und hier ist auch direkt ein See. Hier bauen wir jetzt eine Base. Genau. Ja, aber da ist doch Schneegebiet, wo ihr seid. Nein. Hier ist richtig geil. Hier ist alles... Sicher? Guck mal, super viel Holz. Und guck mal, hier ist sogar direkt ein See. Hier, für Wasser. Ja, perfekt. Ich schaffe mal hier die Toten. Genau, hier bauen wir das erste Feuer jetzt hin. Ja, okay, machen wir. Einfach so? Hier gibt es super viel Wald auch. Ich stelle uns mal so ein Lagerfeuer hin, hier. Können wir schon mal anfangen dann zu bauen. Mhm. Wie wasche ich mich denn, sag mal? Ich glaube, einfach ins Wasser. Wasser reinlaufen, ins Tiefere. Ja. Muss ein bisschen tiefer sein. Ja, genau. Okay. So, Holz fällen. So, okay, ich fange jetzt auch an, Holz zu fällen. Kommt dann bitte langsam so zu uns, ne? Wir bauen jetzt hier unsere richtige Base. Also, hier haben wir echt alles. Erhöhte Position, direkten See, direkt Bäume, kleine Büsche. Hier sind überall Tiere. Flo? Ja? Bist du? Willst du herkommen? Weil hier sind Leute schon bei uns. Okay, Leute? Ja, wir haben schon gegen drei gekämpft. Haben wir schon drei umgebracht. Okay. Vielleicht sneaken am besten. Ach, da, ja. Ich sehe die, glaube ich. Müssen aufpassen. Wo sind die? Die schreien. Hier lief eben auf jeden Fall eine rum. Nicht? Du hast die auch gesehen, oder? Ich habe jemanden gesehen, da in Edo und Matteos Richtung, aber. Ja. Ich dachte, das wäre jemand von denen. Nee, ich glaube, die sehen wir nicht. Dann habe ich den da hingehen sehen, Turi. Dann ist der, glaube ich, da. Kaninchen, nein. Mist, egal. Ey, Leute, genau. Macht man nicht alle Bäume bei uns am Spot weg, weil wir können an die Bäume so Saplings ranmachen, um Harz zu sammeln. Ja. Also macht nicht... Ich höre Wassergeräusche die ganze Zeit. Ich habe einen Schrei gehört. Renn runter. Hilf mir hoch, ich liege oben. Ich komme. Du hast recht. Ich höre mal zu Wassergeräusche, ich weiß nicht warum. Oh, scheiße. Ist nur eine Frau, die packe ich. Hä? Oh, oh. Ist hier runtergefallen. Oh, wie die schreit.
Lass dir Zeit, ein bisschen habe ich noch. Ja, sie ist tot. Ja, jetzt muss ich ein bisschen. Oh, nice, okay. Hier sind noch mehr Leute. Gott, hier sind noch drei Leute. Übrigens. Oh Gott, wo? Hä? Da seid ihr, okay, perfekt. Wir sind nice. Ja, aber da sind noch Leute, ganz viele. Drei oder vier. Okay, Vorsicht. Macht bitte nicht alle Bäume direkt bei der Base kaputt. Ja, ein paar brauchen wir, wo wir Sachen, also diese Sapling-Sammler dran machen. Wir können ja woanders hingehen und die holzen. Genau. Also ein paar an der Base stehen lassen und woanders Holz machen. Sag mal, bin ich verrückt oder so? Was? Weil ich habe vorhin gelesen, wenn man irgendwie Kannibalismus betreibt, dann hört man Schreien und ich höre die. Ach nee, da ist einer. Da hier ist sind einer, ich habe ihn gehört. Das sind schon große, das sind schon die Anführer. Ja, komm, die knallen wir weg, Junge. Die haben schon ihre Anführer gerufen, scheiße. Boah, der ist schon stark, der hält völlig viel aus. Wollte er nur seine Freundin holen. Ja. Hier, ich vereine euch. Oh, wer hat die weggenommen? Ich. Ich stapel die hier, Tori. Okay. Genau, bring die alle hier hin, genau. So, dann machen wir hier ein großes Feuer unter denen und dann verbrennen wir die Leichen, weil ohne Leichen keine Beweise, keine Straftat. Ja, können wir sagen, ihr habt keine Leichen hier, also wir waren es nicht. Das Lagerfeuer, ich schmeiß hier drauf, Lagerfeuer brennt doch schon. Ja, ich mach ein, achso, ja, dann legen wir aufs Lagerfeuer, dann let's go. So. Warte mal, ich brauche uns mal so ein Ding, wo man Holz reinpacken kann. Als ich an den Tatort kam, ich weiß nicht, was ich esse hier. War die Frau bereits tot. Aus Angst vor einer Strafe habe ich sie ausgezogen und in den Fluss gelegt. Okay, das ist verwirrend. Das ist irgendwie merkwürdig, aber ich hab's. Ich nehme es einfach mal hin. Also, falls die Polizei kommt, damit unsere Aussagen übereinstimmen. Ey! Mhm. Okay, Matteo war's. Nimmt ihn mit. Nein. So, ich würde gerne Holz machen. Er hat uns dazu gezwungen. Ja, let's go. Das mache ich jetzt auch. So. Guck mal, Edu, hier passt doch, ne? Hier hinten, hier kann ich doch machen. Ja, genau. Lass einfach so 4-5 Bäume in der Nähe von der Base. Man kann auch Baumhäuser und sowas wohl später draufsetzen. Boah, geil. Stimmt. Deswegen, lass ein paar Bäume bei uns in der Nähe von der Base. Daran kann man Baumhäuser machen, als Spähturm oder sowas. Oh, ich hätte, glaube ich, gern ein Baumhaus. Ja, bauen wir gleich. Deswegen, da direkt um die Base rum, bitte stehen lassen, dann bauen wir da Baumhäuser. Ich hätte gerne ein Fahrrad. Voll geil. Fahrrad, ja. Fahrrad wäre geil. Ich such mal Stecker. Oh, Mann, hier ist direkt Schneegebiet halt, ne? Oh. Aber ist doch nicht schlimm, oder? Ja, aber da können wir da nicht rein, da erfrieren wir doch. Ja, aber da müssen wir auch nicht hin, oder? Vielleicht haben wir Klamotten dann irgendwann. Wir müssen ja nicht ins Schneegebiet gehen. Also ich mag unseren Ort, den wir hier gebaut haben. Also den wir uns hier gesucht haben. Ich finde es geil. Aber was ist jetzt die erste Hütte, die wir bauen wollen? Wie ging das jetzt mit den Shortcuts? Eine Blockhütte, die ein bisschen größere vielleicht? Shortcuts gehen folgendermaßen. Eine selbstgebaute komplett? Ja, ich glaube, ich hab's. Hast du's? Aber ich finde selbstgebaut auch geil, Edo. Mhm. Kann doch selbstgebaut ein paar Wände setzen, eine Mauer außenrum, ein Baumhaus oben drauf und dann haben wir es doch. Leute, ich habe ein Reh erlegt. Geiler Typ. Wir haben Essen. Richtig nice. Okay, Rabbit Cage. Boah, das ist ja auch Stickholder. Das ist noch was anderes. Ja, ne? Guck mal hier, Flo. Guck mal, was ich jetzt hier gebaut habe. Lockholder hast hier, du? Hier, den habe ich hier gebaut. Siehst du? Lockholder? Jetzt so, genau. Ich habe dir einen hingestellt. Okay, geil. Da passen 7 große Loks rein. Hier steht einer. Kann man noch einen Stickholder daneben bauen? Die sind jetzt... Aber ja, genau. Da kommt wieder ein Wilder zu uns. Ich versuche, mit ihm zu kommunizieren. Ja. Frag ihn mal, ob das cool ist, wenn wir hier bleiben. Ja, warte mal. Er rennt gerade weg. Er hat bestimmt nichts dagegen. Nee, das glaube ich auch nicht. Das wäre ziemlich arschig. Ich meine, vielleicht sind es auch nur Touristen. Also vielleicht waren die gar nicht zuerst. Vielleicht sind wir ja länger hier. Hä? Ich bin auch ein Tourist. mein Name ist Weil wegen deinem Namen. Jetzt raff ich das erst. Ich hab verstanden. Habt ihr auch, kennt ihr die Lachkalenderfrau? Ich wollte gerade sagen, ich habe die Lachtür aufgemacht. Ja. Also der Lachmotor muss starten. Kannst auch die Lachen. Hier ist noch ein See. Ich habe noch einen kleinen See gefunden. Oh geil. Sehen Sie allgemein. Ganz in der Nähe. Ja, kennst du die Lachkalenderfrau nicht? Nee, mach mal nach bitte, dann kann ich mir was darunter vorstellen.
Okay. Ja, und das ist sie. Also hast du dir vorgestellt jetzt auch, oder? Nee. Nicht? Okay, dann nicht. Also die ist so, okay. Ist halt so eine Frau. Mann, Flo, du kennst die. War das der Lachmotor oder was war das? Das ist die Lacharmbanduhr. Ich glaube, Matthieu, ich habe dich noch nie so richtig herzhaft lachen hören. Ich glaube ich auch nicht, weil... Echt? Das ist aber echt also ja, ist schade irgendwie. Ja, ist auch schade, aber ich... Also so ein echtes, so ein ernst gemeintes Lachen. Ja. Und nicht nur eins, was man irgendwie, weil man gerade lacht, weil alle anderen das denken, dass man lachen muss oder so. Hatte ich noch nie. Aber einmal, als wir beide Orcs Must Die gespielt haben und wir uns beide gegenseitig veräppelt haben, da musstest du ein bisschen lachen, kann ich mich dran erinnern. Ja, Kennst du die Stelle noch? Ja, da muss ich leider gestehen, dass es komplett gefaked war. Das war also null lustig, fand ich das. Null. Mhm. Ja, Leute. Was baut denn die? Die baut ein Baumhaus. Geil. Ja, ich habe angefangen, ein Baumhaus da oben zu bauen. Geil. Bringt das Zeug her. Let's go. Wir brauchen jetzt, Seil habe ich schon, wir brauchen jetzt da nur noch Baumstämme und Bretter. Also holt alles her. Wir bauen jetzt ein Baumhaus und dann chillen wir da oben. Mir fehlt ein Stock, ey. Wir bauen mehrere Baumhäuser und verbinden die miteinander. Über Brückensysteme. Ich wollte als Kind immer in einem Baumhaus leben. Und ich hatte einen Freund, der hatte ein Baumhaus. Und ich dachte, der hat das perfekte Leben. Also denke ich bis heute noch. Hat er wahrscheinlich auch. Ja. Allgemein so Buden bauen als Kind war irgendwie war geil. Richtig nice. Immer in so Gebüschen, so Räuberbanden, so Räuberhöhlen bauen. Ja. Und so. Das war fucking geil. War geil. Ja Mann. Habt ihr wieder Leute gesehen? Ich weiß nicht, ob die zu euch kommen. Tori, wo bist du eigentlich hingelaufen? Was machst du überhaupt? Ich laufe ja gerade im Kreis um uns rum. Ich scoute die Umgebung und hier ist einfach nichts. Ja, aber ist doch gut so, oder? Dass da nichts ist. Wir haben Holz, wir haben Steine. Hier blühen auch gar keine Blumen. Deswegen, ich würde mal versuchen, ein paar von diesen Blumen zu sammeln, damit wir die anbauen können dann vielleicht bei uns. Sollten wir das Baumhaus fertigstellen, damit wir nachts übernächtigen können. Oh. Mist. Ja, das wird gleich wieder dunkel, glaube ich. Wo ist der verdammte wahre Eier? Da ist er. Ich hole ihn. Ich krieg den zuerst. Scheiße. Wo ist er? Hier in meiner Richtung, da wo ich bin. Ich hab meinen Speer weggeworfen, wo ist es hin? Ja, Anfängerfehler. Oh, ich krieg einen Clip rein. Gino und Matteo Lachflash. Aua. Nee, das ist, alles gefaked. Irgendwann mal treffen wir uns privat, dann zeige ich dir, wie ich privat lache. Zeigst du mir, dass du nicht lachst? Ja, genau, wahrscheinlich. ich verhungere gleich, scheiße. Obwohl ich mein Inventar ist voll mit Fleisch. Dammit. Haben wir Drying Rack schon? Nee, ne? Nee. Shit, dann baue ich jetzt schnell eins und hänge das Fleisch auf. Ich finde es ganz geil, dass man beim Holzmachen auch so rumrennen muss um den Baum. Ja, muss man, glaube ich, aber nicht. Aber ja. Muss man nicht? Nee, aber mache ich auch immer, weil es fühlt sich irgendwie geiler an, wenn man so drumrum alles wegmacht. Ja. Aber was ich schade finde, ist, dass die Höhe, wo du abholst, so vorbestimmt ist. Wisst ihr, wie ich? Aber ja, geht gar nicht anders. Ja, aber Leute, Mai 2020 kommt The Forest 2 raus. Das wird, glaube ich, richtig geil. Das schaffen sie nicht mehr. 2022 vielleicht. Das schaffen sie, oder? Ja. Geil. So, Drying Rack. Tanz of the Forest, ne? Helfen dir, das Baumhaus fertigzustellen? Weil sonst werden wir ja, ich hole gerade Baumstämme. Aber Matthias, was machst du denn? Ja, ich mache einen Drying Rack, damit wir nicht verhungern. Ja. Ach, der Axt. Guck mal bitte, wie viel Fleisch ich für uns besorgt habe. Guck mal, ist voll. Okay. Wie man sieht, es ist Fleisch in der Base. Es ist Fleisch in der Base. So. Ich habe auch noch Fleisch. Ach so, ein Klebeband brauche ich. So geil, ey. Okay, das ist weg. Dann lassen wir das hier fällig einen. Nein. Wir können später auch, also wurde bestimmt schon gesagt, aber wir können später Vögel anlocken, indem wir so Vogelnester bauen, die an die Bäume machen, dann landen die da drin. Dann kriegen wir immer Federn und sowas, weil Federn und Bögen sind halt sehr stark in dem Spiel.
Ich habe ein Eichhörnchen erlegt. Ich bin Daryl. Wisst ihr, was wir auch machen könnten? Wir könnten später so Vögel anlocken und dann können wir quasi diese Federn benutzen. Das ist eine geile Idee, ja. Das wurde, glaube ich, noch nicht gesagt. Das ist ganz gut, glaube ich. Nee. Was wir aber auch machen könnten, ist also die Häuser dann dafür bauen, um die anzulocken. Ne? Ja, das stimmt. Ich habe gerade ein Eichhörnchen erlegt und drehe mich um und dann rennt ein Krokodil an mir vorbei. Also ich glaube, da habe ich nochmal Glück gehabt mit der Gegnerwahl. Ja, es wird langsam echt dunkel, oder? Ja. Ey, vielleicht haben wir Glück und ich habe genug Holz. Hier ist noch Essen, falls ihr wollt, im Feuer. Esst es mal bitte, Flo. Oder? Schade. Ja, ja. Ich hole mal hier noch... Natürlich nicht genug Holz. Baumstamm. Hier ist noch ein Baumstamm, den bringe ich noch mit hoch. Wie viel Holz brauchen wir noch? Also ich komme da nicht dran. Wir haben es, glaube ich, gleich. Die weibliche Stimme, das ist Matteo von Bonjour. Danke. Richtig. Hey, fragen Leute immer noch? Das ist fertig. Obwohl wir seit drei Monaten... Ich habe extra den Command Ausrufezeichen wer. Das ist so, wie wenn gefragt wird, was das für ein Spiel ist. Aber das Baumhaus ist irgendwie gar nicht so schön. Nicht? Komm hoch. Das ist doch geil. Kommt mal rein. Boah, unten sind wir. Kommt hoch. Gott. Kommt hoch. Kommt hoch. Wo ist mein Eichhörnchen? Ich muss hoch. Kommt hoch, kommt hoch. Oh. Turi, komm. Turi, komm hoch. Ja, warte. Ich will mein Eichhörnchen hier hinlegen. Es ist doch ganz cool, das Baumhaus eigentlich. Doch, das ist geil. Das ist saugeil. Ich wollte hier eine kleine Trophäe hinhängen. Und die können uns gar nichts. Wir bleiben jetzt hier und chillen erstmal. Ja, wir müssen unten mehr ausleuchten mit Fackeln und sowas. Aber ansonsten ist das Baumhaus geil. Können wir das noch weiter ausbauen? Oder ausbaumen? Mhm. Weil es ja ein Baumhaus ist, ne? Rafft ihr das? Geil. Okay, sind die weg unten? Ja, ne? Wo ist... Nee, da sind die. Ich höre die. Ey, Junge, die können den Baum fällen. Okay, da habe ich mir schon gedacht, irgendwie. Ey, seht ihr irgendwas? Nee, ja. Gar nichts. Ich sehe in der Ferne alles stockfinster. Ich habe Helligkeit hochgemacht. Nee, habe ich nicht. Ich habe auch dunkel gelassen. Lass mal Settings angleichen, damit wir alle gleich viel sehen. So. Ich habe Standard-Settings. Komm, ich auch. Ja, Standard-Settings, warte mal. Ja. Graphics, ja, nee, Display. Was habt ihr bei Caves and Night Brightness? Ganz runter. Habe ich auch komplett auf null. Ich gucke kurz. Warte, Einstellungen. Bei war Display, das? die erste Einstellung und dann ganz unten. Ja. Also ganz ehrlich, ich habe sogar meinen Monitor ausgemacht. Ja, ich spiele auch mit den Füßen. Ja. Ich habe auch Strom, ist bei mir aus, seit Monaten schon. Ja. Also da sind so weiße Striche bei den Einstellungen, ne? Ja. Ich habe alles so, wie der weiße Strich ist. Habe ich auch. Ja. Okay, gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja. Mhm. Können wir schlafen? Ja. Nee, nicht hier oben, oder? Aber doch. Echt geil. Dann komme ich. Speichert mal, der Charakter muss speichern. Ach, der Charakter muss gespeichert werden? Ja, okay. Die Welt nicht, aber der Charakter. Die Welt ist, glaube ich, Server, der Charakter ist, glaube ich, lokal. Deswegen speichert den Charakter mit C. Hab ich? Und dann schlafen. Hier, warte, bist du hier doch nochmal gespannt? Kann ich das nicht mit hochnehmen? Was denn, Tori? Mein Eichhörnchen, mein kleines. Ich wollte es da oben hinhängen. Ja, das können wir gleich nochmal gucken. Werf das hoch, ich fang's. Ich fang das. Werfst du mir hoch? Ich glaube, das. Nee, dann hänge ich das hier an den Baum ran. Warte. Geht das? Okay. Ja, warum kann ich das hier nicht hinhängen? Nee, jetzt wird hier im Chat diskutiert, dass. Alle unterschiedliche Monitore haben. Das weiß ich doch, aber wie sollen wir es denn sonst machen? Upp. Ich meine, wir können uns doch nur auf die Ingame-Settings einigen. Was kannst du fangen? Schlafen wollen wir nicht. Doch. Doch, ich habe ja schon gedrückt, aber... Okay. Nichts ist passiert. Wer fährt noch nichts? Warte mal, ich drücke jetzt drauf. Schlafen. Z. Oh. Ich habe jetzt gedrückt. Hier ist irgendwie... Irgendwie hat hier geknurrt oder so. Ja, komm hoch schnell. Los. 1 von 4. Klickt mal drauf. Ich muss näher ran, ihr lasst mich nicht ran. 3 von 4. Ihr blockt. Ich kann nicht ran. Warte, ich gehe hier in die Ecke. Ja, danke. So. Und 2 von 4. 3 von 4. Flo. Let's go. Hab eigentlich schon gedrückt. Los nochmal. Flo, let's go. Okay. Nice. Perfekt. Ah, hier ist ein guter Vorschlag. Ich kann einen Screenshot machen von meinem Monitor, dann kann ich den euch schicken. Dann guckt ihr bei euch, wie es aussieht und dann könnt ihr das so einstellen wie bei mir. Nee. Nicht. Also. Flo, du musst ihn mal waschen, du bist ganz schön dreckig.
Haben wir jetzt ein Drying Rack hier schon? Nee, ne? Doch, guck mal. Ach doch, hier. Voll, das ist geil. Kannst du voll im See schwimmen. Ist aber schon voll. Kannst du sauber machen. Nicht wegnehmen, die Sachen, die sind noch nicht da, die sind noch nicht fertig, Turi. Pfoten weg. Bau noch ein neues auf. Warte mal, ich muss mal, ich habe schon verdorbene Sachen. Du schmeißt die Sachen auf den Boden, oder was? Ja, die sind schlecht, die ich hier hingeworfen habe. Ja, dann legst du die unter das gute Fleisch. Machst du es im Kühlschrank bei dir auch so, oder was? Die Sachen, ja, die abgelaufen sind, legst du dann auf die guten. Kann ich das roh essen? Was passiert, wenn ich es roh esse? Was war das? Baum. Ah, ein Baum. Okay. Kannst auch roh essen? Da hat dein Kopf dran gehängt. Turi, ganz bestimmt. Nein, ich war das gar nicht. Nee, einmal mit Profis hier. Muss man echt nicht rumlaufen? Das teste ich jetzt. Was rumlaufen? Um den Baum herum, um den zu fällen? Teste mal, ob es auch so geht. Weil es ging vorhin nicht. Das geht nämlich nicht, Matteo. Aha, habe ich also gelogen. Ja. In der Tat. In der Tat. So. Ey, was haltet ihr davon? Ja. Meine andere Strategie. Wir wollen nun ja die Welt erkunden, ja? Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir uns da unten am Fluss ein Flussboot bauen? So ein Hausboot. Also du denkst, aber schon ein paar Schritte voraus gerade, ne? Aber wenn wir ein Hausboot haben, können wir damit durch die Gegend schwimmen und darauf leben. Das wäre geil. Das wäre richtig Knorke. Ja, aber wäre nicht erstmal eine feste Base und dann das Hausboot? Ja, das wäre sinnvoll. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt schon so komplett gesettet sind für alles. Wir sind gar nicht gesettet, wir verhungern gerade. Ja, genau, das meine ich. Also wenn wir im Überfluss leben, dann gerne Hausboot. Okay. Dann machen wir uns Vorräte. Wer hat die Fische gefangen? Ich. Woran erkennt man, dass man die schon essen kann? Weiß ich nicht. Die müssen so trocken sein oder so. Oder ist das so. Ein trockener Fisch? Ich nehme mal einen. Der ist roher Fisch. Das hört sich nicht trocken an. Nee, ist glaube ich noch nicht fertig. Fällt das jetzt hier hin? Ja. Geil. Thinking for me. Man kann auch so Sammelbehälter bauen, in denen man dann zum Beispiel Steine sammelt oder Stöcke. Dann müssen Das ist gut. Genau, weil dann können wir unser Inventar immer komplett leeren und dann immer wieder reinmachen. Dann können wir super schnell Sachen bauen auch. So, ich nehme hier nochmal Fische auf. Ich hätte nur einen. Das reicht erstmal. So. Ich sehe keine Fische mehr. Aber wir haben hier einen Vogel. So. Microphone muted. Oh, ich muss das essen. Das kannst du ausmachen, Flo, das ist, wenn er mit dir nicht rumläuft. Dass er das sagt, ja? Ja, ja. Ja, mach das aus. Ich mag die Informationen. Okay. Yeah, okay. Okay. Ja, ich finde das besser irgendwie. Da muss ich nicht. Sonst mache ich den Vlesk und mache so. Wie bei Among Us. Das brauche ich nicht. Das mache ich nicht. Hä, wie? Was macht der? Kennst du das nicht von Vlesk? Wenn er Among Us spielt, dann checkt er immer, ob er gemutet ist, indem er so. Echt? Macht. Ja. Du bist ein krasser Menschenanalytiker. Echt so krass. Also ohne Scheiß. Ich glaube, Flo hat so ein ganz krasses Feingefühl für Menschen. Naja, diese Person irgendwo, ich höre ein. Ich sterbe gleich. Achso, ihr kämpft an. Der hat mich einmal geschlagen und ich war fast tot. Ja, der ist hart, ja? Ja? Guck mal, wie findest du meine Tür der Sieger? Die ist gut. Wozu dient die? Werde ich nur Trophäen. Ja, da darf man nur durchgehen, wenn man eine Trophäe rangehängt hat hier, weißt du? Okay, das ist geil. Also du dürftest noch nicht durchgehen, aber ich darf, weil ich habe das Eichhörnchen. Warte, doch, ich glaube. Wo ist das hin? Ja, okay, vielleicht doch nicht. Okay, ich komme irgendwann wieder. Ja. Dried meat, eat. Matteo? Ich habe gerade auch schon was gegessen davon. Kann ich dich, kannst du kurz herkommen, hier vorne? Ja, warte mal. Ich muss mal ganz kurz das ins Feuer machen. So, warte. Leg jetzt hier Fleisch rein. Eins würde ich davon gerne noch essen und dann auch. So, wo ist Edo? Hier, ich brauche dich kurz. Hier. Komm mal her. Nimm mal bitte kurz diesen Kopf von dem Typen, ja? Kopf? Nimm dir mal kurz. Nimm mal den Kopf. Nimm dir mal, geh mal ins Inventar und trink mal linke Maustaste, so du ihn in der Hand hältst. Ja, warte. Nimm mal den so in die Hand. Warte. So, jetzt, wenn du da bist, komm mal her zu mir. Komm bitte her. Komm. Das ist wirklich wichtig, also konzentrier dich bitte. Ja. So, jetzt komm her. Stell dich hier neben mich, hier hin.
Warte mal, hier, stell dich neben mich. Ja. Genau neben mich. Ich zähle bis drei und dann drückst du rechte Maustaste. Der Kopf, der als erstes im Wasser ist, hat gewonnen. Als erstes? Eins, zwei, drei. Drei. Linke Maustaste. Ja, toll! Warte, nee, geh. Eins, zwei, drei. Geh. Okay. Meiner ist vorne? Nee, meiner ist vorne. Nein, meiner ist vorne. Bei mir ist meiner vorne. Deiner Mist. Holt aber auf. Nee, bei mir ist meiner vorne. Nee, okay, meiner, warte mal, meiner ist hundertprozentig vorne. Meiner ist bei mir vorne, na, wirklich, kein Joke. Nein, Mann, ich hab... Meiner ist vorne. Ja, komm, ich gewinne. Nein, meiner ist wirklich vorne. Meiner liegt bei mir vorne. Nein, ich gewinne. Und? Ich hab gewonnen. Nice. War bei dir der linke ein. Oder der rechte vorne? Meiner war der rechte. Bei mir war der linke vorne. Hä? Ah, da kommen welche, die greifen an, weil die mit ihren Köpfen... Oh, die fanden unser Spiel nicht so cool. Weil wir hier Bowling spielen mit ihren Köpfen, ey. Yeah. Oh, Hilfe. Ich bin Lower AP, du hast mich geschlagen. Sorry, Matteo. Kein Ding, ich bin fast tot. Wie kann man denn trinken, sag mal? An Wasser rangehen und am aber Ufer. Es fängt an zu regnen. Doch, mit E, safe. Ach, nee, warte mal. Nicht dumm? Ach, jetzt. Genau. Boah, das ist rot. Nee, das ist rot. Ich bin tot. Nee. Was? Ja. Bist du am Boden? Bist du down? Nee. Okay. Don't lift da noch rum, pass auf. Ja. Find some medicine. Was habe ich denn falsch gemacht? So normal Wasser trinken ist nicht gut für die Gesundheit. Oh, ja, du musst abkochen, das Wasser. Ich bin mal kurz im Baumhaus. Brauchst kurz du Pipi Medizin? Machen. Ich kann dir, glaube ich, noch eine... Nee, sogar, ich bin selbst fast so. Ja, aber doch, ich kann dir die geben. Jan, ja, nur wenn du die nicht brauchst. Ja, alles gut. Ich komme zu dir. Oh. Alter, habe ich mich erschreckt. Ich bin tot. Aber warum? Hä, was war das? Hä, wieso bist du tot? Ich helfe dir hoch. Dreckiges Wasser. Du, kannst du mal hier so ein Dings ranbauen, so ein Stock, wo man den Kopf ranhängen kann, bitte? Wie craftet man den denn? Weil ich habe eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast in meiner Hand. Ich drehe mich extra um, damit du es noch nicht siehst. Einfach kann hier nur einen Stock craften? Nee, so ein... Speer. Aber wie macht man den, Matteo? Warte, ich... Zwei Stöcke in die Mitte machen und dann kombinieren. Nee, das war einfach nur so ein... Hier, warte, ich mach den hier mal ran. So. Ich hab nen... Weil guck, was ich Neues hab für meine Trophäenwand. Alter, das ist ja richtig kranker Shit. Einfach ein Pferdekopf, ne? Ja, ist ein Pferd. Aber das hat doch safe richtig gutes Fleisch gegeben, oder? Ja, deswegen, ich habe auch eine ganze Menge jetzt, aber... Das ist gut. Nee, es sind nur zwei. Und ja. Oh, ich bin tot! Okay. Könnt ihr mir helfen? Ich liege am Strand, ich bin tot! Ich wurde angegriffen beim Spaziergang! Ich habe einen ganz normalen Spaziergang gemacht und auf einmal hat mich einer angegriffen. Holte mich? Ja. Danke. Ich bin nur unterwegs, warte. Ja. Da ist, der Täter ist aber noch vor Ort. Ja, der ist aber noch hier. Ja, den müsst ihr umbringen. Ja, der läuft zu Flo hoch, dann hole ich dich jetzt. Okay. Ich bin tot, ich bin den Berg runtergesprungen. Oh, ich bin wieder da, braucht ihr Hilfe, Alter. Sorry. Hilfe! Leute, Hilf. Ich liege am Strand. Hol mich zuerst. Ich habe Medizin. Ich habe mir die Hüfte gebrochen, ich wurde angegriffen. Aua. Oh Gott. Oh Gott, ihr Mann, ich erschrecke mich die ganze Zeit. Ey. Okay, ich helfe erst der wichtigeren Person. Ja, ich kann nichts. Kann ich was? Ich kann nichts, doch. Ich helfe euch beiden. Danke, Edo. Sehr gerne. Oh, es hat auch echt danke. So ein ganz bisschen in den Fingern gezuckt, auch mit der Axt auszuholen. Einfach mal gucken, was passiert. Also, so ein bisschen. Du bist ein kompletter Psychopath, ne? Das Nein, ich glaube, du denkst das auch. Du ich habe das noch nie gedacht, aus. Noch nie. Ach komm, hör auf. Wie kommst du auf sowas? Also, wie kann man sowas nur denken? Ich hab Hunger. Ich brauch meine Warte, Axt. Ich pack was ins Feuer, Edo. Wo ist mein Speer? Wo ist denn der Typ, den ihr umgebracht habt? Ich habe meinen Speer in den reingeworfen. Also ich werfe den gerade ins Feuer her. Nein! War das wir Feuer? Wir müssen so ein Dings bauen, so ein Garten. Und war hier irgendwas getrocknet? Der Fisch jetzt oder so vielleicht? Ja, warte mal, Edo. Ich habe Fleisch reingepackt. Oh, scheiße, jetzt habe ich es gegessen. Ich hoffe, das war schon fertig.
Okay. Oh, wisst ihr, was wir brauchen? Noch nicht. Ich sag's euch. Ja. Hau raus. Wir brauchen so Wasserkollektoren, um Regenwasser aufzufangen. Ja, und das Trinkwasser geil. Ja, 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 genauso. Ja. Dafür brauchen wir aber Schildkrötenpanzer. Wir müssen Schildkrötenpanzer holen, ja. Nee, ich habe einen verloren. Ich habe die zwar gekillt, aber nicht geholt. Einer muss ins Meer laufen, Schildkrötenpanzer holen. Kann ich erstmal so einen Blumentopf hier hinbauen irgendwo? Wir können alles bauen. Baut einfach. Lass uns nicht bei allem abstimmen. Wir bauen einfach jeder irgendwas, genau, und was passiert. Aber ja, weil dann haben wir Aloe Vera. Dann oh, das wäre geil. Ja, das wäre cool. Dings anbauen finde ich aber auch geil, so selber essen, aber das ist halt schwierig. Okay. Ne? Hier ist noch fertiges Essen im Lagerfeuer, bevor es schlecht wird. Verbrennt, nimm das mal. Hat jemand Hunger? Nee. Nimmt ruhig. Ich esse da noch eins, damit ich voll bin, aber ja, hier ist noch eins. Hau eins durch. Ist noch, das verbrennt sonst. Ich bin komplett satt. Oh, hier ist ein Kanickel. Kann ich das töten? So, das hier. Habe ich nicht einen Baum gefällt? Aber wo habe ich den hingefällt? Boah, geil. Ich habe so ein Knüppel von den Einheimischen mit so einem Schädel und Armen. Mhm. Ja. Sehr gut. So. Legendary Loot. Haben wir hier was, was man schon essen kann? Das hier, glaube ich, und das hier. Ja, und das. Also ich glaube, Wasser ist tatsächlich jetzt sogar wichtiger als Essen, weil Essen kriegen wir. Ja. Wir kriegen kleine Tiere. Ja, ich habe nur noch fünfmal Fanta. Oh, aber das ist doch schon immerhin ein bisschen was. Ja, aber es reicht nur für ein paar Tage. Irgendwann mal ist es noch näher. Okay. Also was wollen wir als nächstes bauen? Ihr habt hier, wer hat dieses Tor da gebaut? Wie wollt ihr, stellt euch das vor? Was ist von diesem Tor? Warum ist hier eine schöne Tour hier? Schön, ja. Ja, genau. Ich mach gerade so ein so Batui, für Holz. Alter, kannst du mal aufhören hier in-game? Oh Mann, Leute. Das ist voll scary, ey. Alter, einfach 3 Tage durch das Spiel gerade. Ist da noch einer rausgekommen? Ich bin aus Versehen draufgekommen. Nee, Flo hat den Panzer verloren. Ja, im Wasser leider. Ah, schaut mal, hier wird geschrieben, wenn die Energieanzeige leer ist, dann hat man nur noch weniger HP. Das heißt, man will die Energieanzeige halt hoch haben. Also die ganze Zeit wahrscheinlich wohlgenährt sein. Ja, ja, das tut ja. Ah, okay. Ah, verstehe, wohlgenährt. Ja. Oh, da ist, man kann voll die geilen Sachen bauen, ey. Gibt es ja eine To-Do-Liste. Finde Timmy, baue ein Lager. Mhm. Okay. Erkunde mal ein bisschen die Landschaft hier außenrum. Kann mich eine. Bin ich tot oder? Was? Ich hab wo bist du? Was Falsches gegessen, glaube ich. Oh nee, nicht ja, einfach Sachen essen. Da bist du, ich komme, Flo. Wir müssen so eine Kräuter. Wir müssen so Kräuterkunde machen, dass man weiß, was man essen darf und was nicht. Nee, warte mal, ich habe, glaube ich, gar nichts Falsches gegessen. Ich glaube, ich hatte Low HP. Hm. Ja, schon, aber dann. Irgendwie musst du ja dann Schaden bekommen haben, um down zu gehen. Ja, oder? Ja, schön. Bei dir, wie viel hast du noch von deinem toten Kopf? Hier, bin bei dir. Noch nicht mal bei den 10, jetzt okay. Bei den 10. Danke, Diego. Ja? Gerne, gerne. So, haben wir hier Fische. Alter, voll der geile Bach hier und so. Ist eigentlich eine schöne Location, die wir hier haben, finde ich. Ja, ja, ich finde es auch mega schön. Finde ich auch. Mit dem kleinen See nebenan kann man sie direkt waschen und so. Wir haben unten Krokodile, wenn wir irgendwie jagen wollen. Wir haben Fische. Wir können direkt ein Floß bauen und von hier aus dann losschwimmen auch. Irgendwie cool. Ja, aber das ist geil. Am Ende haben wir wahrscheinlich eh mehrere Camps auf der Map verteilt, oder? Weil ja, ich ja. Sowieso nicht überall hinlaufen. Du brauchst eh mehrere ja, ja. kleine Spots. Wie ja. kriegt man denn seine HP wieder zurück? Reicht es nicht einfach viel Essen, also einen vollen Bauch zu haben und genug zu getrunken? Wahrscheinlich zu haben? Ja. Und vielleicht nicht im Regen rumlaufen die ganze Zeit. Ja, aber irgendwie bei mir nicht. Ich krieg auch noch aktuell nicht wirklich. Doch, ein bisschen habe ich dazu bekommen, aber ganz wenig. Dauert echt lange. Ja, also man kriegt die durch so Antibiotika, wenn man so Tabletten nimmt, kriegt man schnell HP zurück, glaube ich. Aber sonst, und ansonsten Aloe Vera, was Turia meinte, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich habe hier jetzt so einen Garten gebaut. Oh, geil. Ich habe da Aloe Vera angepflanzt. Pflanzt da am besten nichts anderes an, also nicht irgendwie so Heidelbeeren oder so reinschmeißen, weil dann... Okay. Ich versuche noch ein bisschen Aloe Vera zu finden. Also Monokulturen, da ja, damit der Boden schon ausgebeutet wird, finde ich gut, ja. 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 Okay. Ich habe hier noch ein bisschen Baumstämme, die lege ich mal hier mit rein. Geht bevor ich schmeiße, habe ich hier auf den Boden.
Ja, diese Stöcker sind irgendwie schwierig zu finden, habe ich das Gefühl. Das sind diese halbhohen kleinen Bäume, ja? Genau, diese ja, ganz kleinen Setzlinge. So, ja, ja so. Aber da haben wir gar nicht mal so viel hier in der Nähe von, finde ich. Ja. Turi, weißt du, wo Aloe Vera wächst? Weil dann würde ich ja eine Tour hinmachen und mir die mitbringen oder so. Ja, ich wollte ja auch gerade dahin gehen. Also, nee, also ich weiß nicht genau, wo wir hergekommen sind, aber ich würde jetzt einfach mal gucken, ob ich hier welche finde wieder. Ja, okay. Okay. Also kann ich dir leider nicht sagen, weiß nicht genau, wo das war. Aber im Schnee sind die doch bestimmt nicht, die Leute, oder? Glaube nicht. Doch, ich glaube, da sind die auch. Okay, krass. Leute, ich habe ein Schwein gefunden. Habe ich ja auch schon. Oh. Ich habe schon eins an die Tür rangehängt. Ich musste es in Notwehr töten. Das war jetzt nicht... Das hat mich angegriffen. Das ist kein Joke. Ja. Es ist auf mich zugerannt. Ich habe nichts gemacht. Und auf einmal... Oh, ein Regenbogen. Seht ihr den auch? Nee. So. Boah. Da ist noch ein Stock. Stockbaum. Da auch noch, das gönne ich mir noch. Oh, mein Charakter atmet sogar schwer. Ist er am Durchdrehen oder so? Vielleicht brauche ich so ein Lagerfeuer. Ich glaube, wenn man an einem Lagerfeuer chillt, dann ist gut für so einen Zaun, ja. So einen Zaun zu bauen, dauert ganz schön lange, ey. Ihr wollt ja echt jetzt unser ganzes Gebiet umzäunen. Das ist ja geil auch, ne? Dass man nicht alles so... Ja, vielleicht nicht alles, aber vielleicht so ein, zwei Seiten umzäunen, wisst ihr? Damit wir zumindest nicht von dem Adler angegriffen werden können. So, zumindest so ein Dreiviertel, damit wir... So, ja. Ja, die Rückseite ist ja safe, weil da können wir nicht hochklettern, glaube ich. Ja, genau. Wir haben auch so einen Steinhalter da, jetzt habe ich auch geholt. Sehr gut. Unsere Steine reinpacken. Ich mache sonst noch ein bisschen Holz dann, Edo. Ja, Turi, hast du hier ein Krokodil getötet? Nee, eigentlich nicht. Okay. Keins gesehen. Ich habe vorhin nur eins gesehen einmal, aber das war's auch. Und Speer. Wo ist es hin? Ey, dieses Atmen macht mich warm. Uah! Ja, was ist los? Boah, ich hab's gar nicht gesehen. Hier ist Krokodil, steht direkt vor mir, ey. Da waren Pilze. Oh ja, guck ich mir gleich mal an. Tot? Ja, ich habe ein Krokodil erlegt. Okay, ich bringe das ganze Fleisch zurück. Oh, so eine Motorsäge wäre schon geil jetzt. Ich glaube, man kann sogar so sowas finden, oder? Echt? Wie bei Seven Days, die Motorsäge, die war geil. Ja, ja. Oder, meine ich, ja. Warte mal, es gibt doch bestimmt so. Also auf jeden Fall, was ihr machen könnt, was richtig krass ist. Wenn ihr, ja, man hat ja Benzin, ne? Sorry. Wenn du jede Waffe, die du hast, also auch deine Standard-Axt, kannst du upgraden. Ja. Und zwar, wenn du Zähne reinmachst, dann macht die mehr Schaden. Und wenn du Federn dranhängst, dann schlägt die schneller. Du brauchst nur Zähne und ich glaube Baumharz oder so. Hey, Matteo, willst du eine Quest haben? Also eigentlich nein, aber ja. Kannst sagen, aber ich habe eigentlich genug zu tun. Komplett ausgelastet. Zum Strand laufen und einen Schildkrötenpanzer besorgen. Ja, mach ich. Finde ich geil, mach ich. Okay. Geile aber mach schnell, bevor es dunkel wird. Lauf direkt zum Strand und dann guck, dass du einen Schildkrötenpanzer besorgst, weil sonst werden wir bald verdursten. Meine Pepsi ist bald alle. Keine Sorge. Okay. Wir verlassen uns alle auf dich, Matteo, ja? Ja, kein Ding, ey. Das Überleben der Menschheit hängt von dir ab. Dafür bin ich da. Ich bin... rette euch alle. Ja, aber trink doch einfach das Flusswasser, Edo. Dann kriegst Dann kriegst du halt einmal kurz Schaden, aber das geht doch eigentlich. Dann krieg ich Würmer. Ja, dann kriegen sie aus meinem Popo raus. Das ich habe auch gar keine HP, um dauernd Flusswasser zu trinken. Man sieht irgendwie echt schlecht, welche schon getrocknet sind. Ah, der hier. Der sieht trocken aus. Der auch. Der auch. So, dann hängen wir da neue dran. Nee, wie kann ich neue dranhängen?
Okay, jetzt hält's. Ich glaube, diese Nacht wird ein bisschen... Aber ich versuch's mal. Also wo können die Schildkröten denn spawnen? Nur am Strand. Am richtigen Strand, ne? Ja. Das schaffe ich nicht mehr heute Nacht, glaube ich. Ich bin, glaube ich, am richtigen Strand in der Nähe. Ich sehe dich, Tori. Ich glaube, du bist am selben Fluss wie ich. Ja. Soll ich schnell mal zum Strand laufen und gucken? Wenn du den siehst, den Strand, ja. Boah, ist echt schon dunkel. Shit. Oh, Matteo, bist du hier? Ja, ne? Ja, ich komm mal zu mir. Ich habe diese Häuser gefunden von den Leuten, die hier wohnen. Oh je. Wollen wir da verharren für die Nacht? Du willst jetzt die Nacht bei denen also verbringen? Ja, why not? Hier ist keiner. Hm. Ja, was? Gut. Das ist alles? Das ist, man kann was? 5 Steine da reinpacken? Das ist ja echt lächerlich. Glaube ich auch größere. Ja, ja. Ey. Ey, es ist auch ganz schön dunkel bei uns hier gerade. Ja. Warte, aber ich kann mal auf jeden Fall das Feuerzeug mal anmachen. Oh. Ist gar nicht gut, Turi. Ich will nicht irgendwo anders übernachten eigentlich. Das ist so ein Krokodilkopf. Du kannst ja draußen schlafen. Ich schlafe hier in dem Haus drin von denen. Ja, ich will auf jeden Fall draußen schlafen mit meinen 2 HP. Mist, was habe ich jetzt hier gegessen? Kann man hier drin schlafen überhaupt? Ja, jetzt geht hier wieder mein Wasser rot hoch. Ich sterbe, glaube ich, gleich wieder. Warte mal, Flo, soll ich dir ein Dings geben? Soll ich dir eine Pepsi geben? Ist egal, nichts. Warte mal, ich probier's mal. Ich muss das Dings nehmen und da kann ich eine Pepsi drauflegen, kombinieren. Und jetzt kann ich das da hier, siehst du? Kannst du nehmen, nice. Ja. Ey, Turi, wo bist denn Nein, du? Danke, ich sehe bei den Häusern. Es ist so dunkel. Sind da Gegner? Nein, hier ist niemand. Ich bin nur hier. Alter. Was denn? War das Edo? Ey, fuck you. Ey. Ey, das ist überhaupt nicht witzig. Fuck, Mann. Ey. Guck hinter dir. Die sind Pilze. Ja, diese habe ich gerade schon eingesammelt. Kann man die auch. Aber wie sammelst du die denn ein? Ich habe mir einen Beutel aus dem Kaninchen gebaut. What? Nein. Wie geht das denn? Kaninchenfell habe ich auch. Warte mal. Ich glaube 2 Kaninchenfell. Scheiße, da habe ich nicht genug von. Ich habe noch eins. Soll ich dir eins geben? Gerne, ja. Geht nicht. Ich kann das. Du in dieses in die Schale da rein. Geil. Warte. Ich hab was. Was? Was? Hast du etwa die Beeren gegessen, die hier hinter dir lagen? Oh, ich wollte was aufheben, hab in eine Beere reingebissen und gestorben. Danke. Ich versuch's nochmal. Ja, hier. Nein. Hier? Nein! Geh mal von dem Busch weg! Hier drin. Geh von dem Busch doch mal weg! Ich hab's hier hingelegt. Nee, geh von dem Busch weg jetzt! Och, Alter, Mann. Flo, das ist voll die geile Lampe an deinem Buch, ey. Nein. Ich glaube, das ist das Feuerzeug. Nee, das ist eine Lampe. Wie nehme ich das denn? Wie nehme ich das? Tatsächlich. Wie nehme ich das? Hast spannend. Du's? Nein. Mit E, wenn du hier stehst. Ich guck grad. Spannend, ey. Ich hab wieder eine Beere. Craften können. Also, soll ich dir helfen? Nee, ich guck grad, warte mal. Der Text ist nicht so schwer in deinem Buch. Da steht nur eine Seite, alles andere ist blank, da steht voll Timmy drauf. Komm, dann machen wir hier drüben. Guck mal hier. Hier. Sag mal, atmest du mir gerade ins Ohr oder ist hier jemand bei uns? Ich hoffe, ich war das. Okay. Turi! Was? Hab's, danke. Nee. Oh. Matteo, ja, hast warte. Du Hunger ein bisschen zufällig? Ja, nee. Wirklich? Ich hab noch was zu essen. Nein, ich will nichts von dir essen. Hier. Nein, ich esse es nicht. Geh weg jetzt. Hier. Hä, nee, das hier. Ja, wie? Das brauchst du zum. Flo, was machen wir beide jetzt hier? Ja, keine Ahnung. Wie sammle ich. Achso, ich muss den in die Hand nehmen, das Rabbit-Ding, ne? Sollen wir mal 4? So, 4. Dann, schau mal in den Busch, das ist geil. Boah, kann man alles damit sammeln? Boah, hey, das ist ja mega nice.
Hey Leute, könnt ihr mich noch hören? Kuh. Oh, Flo, was ist das? Kuh für. Hallo? Hallo? Turi stellt gerade einen Weltrekord in den meisten Revives wieder auf. Ja, Turi, hörst du mich durchs Mikro? Durch. Turi? Hörst du mich? Hallo, jetzt bin ich wieder. Hallo? Ich sterbe ja, die ganze Zeit. Okay, habt ihr auch schon wieder? Ja, jetzt geht's wieder. Ich hab keine Ahnung, was das war. Okay. Ich sterbe die ganze Zeit. Was brauchst du denn, Flo? Was sagst du? Ja, keine Ahnung, ihm fehlt nichts. Also, Essen hast du, Trinken hast du? Ja. Okay. Matteo, da ist ein Krokodil, genau gegenüber Turi, von dir. Du bist noch in dem Dingsmodus? Oh. Ich schwöre. Hä? Ich geh die ganze Zeit drauf. Geh wieder hoch. Wo denn? Wo siehst du den Krokodil? Feuer. Warte mal, ich muss zum Feuer. Ja, komm her, komm her zum Feuer. Ja, komm mit, setz dich ins Feuer, lass uns hier hinschauen. Hey. Besser. Covered in Blood, aber als ob man davon stirbt. Turi ist nicht mehr im Teamspeak. Weißt du, warum nicht? Okay. Die vielleicht rausgeflogen, ja, Verbindung wurde unterbrochen. Ich hatte gerade auch einmal Connection Lost. Komplett ja, ich auch. Aber nur Teamspeak? Kurz am Teamspeak geflogen, ja. Komisch. Okay, krass. Vorhin noch G-Portal gelobt, aber nein, generell ist ja gut. Der Server läuft aber noch. Warte mal. wo ist mein Speer hin? Okay, Flo, ich glaube, du bist erfroren, glaube ich. Ja, kann sein. Jetzt Covered in Blood. Hier, und dann Covered in Blood, springe auf dich rein. Hier. Wo ist mein Speer? Schwimm eine Runde, dann geht das weg. Komm, wir planschen weg zusammen. Jetzt weg, geil. Okay. Sag mal trocknen. Können wir weiterbauen. Oh, das verursacht eine Infektion. Turi, hörst du das hingehen? Ey, könnt ihr aufhören mit diesem Funkspruch? Ja, aber das ist die einzige Möglichkeit, mit Turi zu kommunizieren. Ich habe meinen Speer verloren. Okay. Wo ist der denn? Das kann ich dir nicht sagen, ich bin nicht da. Ja. Überlebt ihr das denn da hinten, oder? Ja, Turi holt mich die ganze Zeit hoch. Okay. Aber ich sehe sie aber nicht mehr. Okay. Turi ist wieder da. Turi? Warum genau fliege ich die ganze Zeit aus dem Teamspeak? Ich bin auch rausgeflogen. Ich glaube, das liegt an Teamspeak einfach. Ja. Unter den Pilzen E drücken. Ihr trollt. Die wollen wieder, dass ich Pilze esse und sterbe. Mhm. Wo ist mein fucking Speer? Ah, Turi ist hier oben. Ja, ich bin hier raufgeklettert kurz. Weil hier Krokodile sind doch irgendwie. Oh Mann, ich will mir nicht schon wieder einen Speer bauen. Obwohl, kann ich einfach machen. Alter, hier ist ein Eingeborener. Hier, ich habe einen Speer für dich. Willst du einen? Hast du meinen genommen? Weiß ich nicht, kann sein. Hier, ich gebe dir den. Hier. Ich gehe drauf, glaube ich. Ja. Edo? Ich will dich nicht belästigen, aber hier ist ein Eingeborener. Das ist kein Speer, Turi. Doch, das ist ein kleiner Klappspeer. Mann, ey. Ich kann hier niemandem mehr vertrauen. Alter. Okay. Gibt's doch nicht. Aber ich habe in dem einen Haus war ein Speer drin. Den kannst du dir erholen. Na, ich habe jetzt einen Speer schon wieder. Mann, ey. So. Ey. Kann man die Speere noch verbessern mit irgendwie mit 10 oder so? Nee, ne? Doch, ich glaube schon. Aber hier war ein Krokodil auch, ne? Wo ist denn das hin? Das weiß ich nicht. Hier liegt Geld. Kann man sich irgendwie auch eine bessere Lampe bauen oder sowas? Eine Fackel kannst du ja bauen. Fackel. Oh, stimmt, damit kann man auch Leute anzünden und schlagen, oder? Stimmt, ich glaube, das geht, ja. Ja, das wäre, glaube ich, stark. Habt ihr jetzt schon rausgefunden, wie man seine HP wieder regeneriert? Nee. Medizin, ne? Ja, außer Medizin. Vielleicht. Oh mein Gott, was war das? Vielleicht wirklich an so einem Lagerfeuer chillen, wenn man voll gegessen und voll getrunken hat. Vielleicht stellt das wieder. Ja, können wir hier ein Lagerfeuer hinbauen vielleicht? Ja.
Oder wollen wir zu den anderen zurücklaufen? Oder meinst du, es ist zu gefährlich, wenn es Nacht ist? Ja, aber ich wollte eigentlich, weil wir sind fast am Strand. Wenn Tag ist, dann müssen wir einen Schildkrötenpanzer holen. So, jetzt haben wir los, Holz holen? Zu zweit? Ja, können wir. Alleine traue ich mich gerade irgendwie nicht in die Beine rein. Nee, lass machen. Okay, Tore, wir können ruhig von mir aus weitergehen Richtung Strand. Mit, vorsichtig. Aber ich habe echt wenig. Du willst hier ein Feuer machen? Ja. Ich helfe dir. Geil. So, und jetzt lass hier chillen. Lass hier einfach Feuer am Feuer chillen. Vielleicht hilft das ja was. Oh, ey, so ein Feuer ist so geil. Ja, aber. Wir sind fliegen. Füllt es auf? Nee, ne? Nee, glaub nicht. Warte, ich esse nochmal was. Ich hab doch Fleisch reingelegt, aber ich weiß gar nicht, ob das Fleisch noch gut war überhaupt. Ich hab schon was gegessen, ich hab schon auch genug. Oh, ihr müsst, ich glaube, man kann maximal einen Schildkrötenpanzer tragen, oder? Ihr müsst auf jeden Fall zwei mitbringen. Wir verhungern, sowas, du hast sowas von. Ja. Ja, wir sind noch nicht da. Alles gut. Versuche im Koffer einen Painkiller zu finden. Ja gut, dann müssen wir aber erstmal Koffer finden. Wir sind halt keine. Oh shit, ich hab Gammelfleisch gegessen. Oh. Mist. Oh. Ich glaube, ich hab da irgendwas laufen gesehen. Boah, hör auf, ey. Ehrlich? Ich glaube okay, ja. Ich muss wirklich gleich einmal das Fleisch essen hier. Ist ja noch das Bessere. Mehr. Lass mal kurz zurück zusammen. Ja. Boah, man sieht aber auch echt schlecht. Nee, also es ist, wir brauchen dann Fackeln und so und Taschenlampen und Helme und alles mögliche. Ja. Oh nein, fuck! Ey, ich bin raus. Wir müssen das jetzt einzeln nehmen. Flo, Mann, bist du besoffen? Das wurde im Wagen versenkt. Das macht ja. Ja, okay. Flo hat so, erstmal den Wagenkopf im See versenkt. Was hat er im See versenkt? Den Wagen, wo das Holz war. Das ist richtig gewesen. Mit dem Nein. Holz. Aber das. Nein, ich muss mich, glaube ich, schnell wärmen am Feuer. Ist der Karren im Dreck, ey, ja. Kann sein. Oh, Mann, ey. Wir lassen ja mal am Feuer die Nacht verbringen. Können wir irgendwie vielleicht, wenn wir hier schlafen und ihr bei euch auch, werdet ihr trotzdem nachts geskippt oder müssen wir alle in einer Hütte schlafen? Ja, obwohl, siehst du? Warte mal, können wir hier nicht so ein Notlager hinbauen, kurz? Dieses ganz mini-mini-kleine. Ja, okay. hab ihn. Ja. Ich glaube, das mit den Baumstämmen ist sinnvoller, weil dann verbraucht man nicht so viele Blätter und so Scheiß. Mhm. Was brauchst du denn dafür alles? Ich glaube, nur 6 Baumstämme. Okay, ich fange mal an, hier einen abzubauen. Sollte getrennt gehen. Okay, guck mal. AP hat sich am Feuer jetzt aufgefüllt, oder? Es wird gerade wieder hell. Stimmt, wird gerade wieder hell. Lohnt sich gar nicht. Na gut, dann lass uns zum Strand jetzt gehen, Turi. Okay. Welche Richtung war das denn? Ich habe komplett die Orientierung verloren. Aber dann, ich baue das noch fertig, weil sonst wird uns das Ewigkeiten angezeigt hier als nicht fertig, glaube ich. Kannst du dich abreißen? Mit Ziel, oder kannst du dich abreißen, wenn du rangehst? Hab's abgerissen, Turi. Ja, aber dann weiß man ja wenigstens, wo das ist hier, dieser Ort. Hab's abgerissen schon, tut mir leid. Ach so, okay. So. Kriegt man da wieder was raus? Ja, liegen dann die Sachen irgendwie, kannst du aufsammeln vielleicht. Okay. So, dann lass uns hier die Küste weitergehen und wir gehen Richtung... Ja, ich verdurste wieder. Wir alle verdursten, glaube ich, gerade. Ja. Okay, Flo, ich hab noch... Kann ich wegwerfen? Ich habe noch 2 letzte Pepsi, du kriegst noch eine. Oh mein Gott, ey. Wir müssen echt das Kackwasser trinken, ich bin echt am Verdursten. Ihr könntet auch versuchen, wir sind jetzt am richtigen Meer, da können wir jetzt Schildkröten suchen. Ja. Aber ihr könnt auch versuchen, irgendwie Höhlen oder Lager zu raiden und dann die Koffer halt aufzumachen, ne? Hier ist eine Höhle. Ja, vielleicht aber das ist halt nicht so nachhaltig, weißt du? Nee, wir brauchen Wasserquellen, damit wir nachhaltig sind. Turi, die Höhle, kannst du die markieren vielleicht? Kochtopf oder so. Ja, ich wollte gerade, wie baut man nochmal einen Marker? Hier. Bei Bauen und dann irgendwie bei so Fackeln oder so? Oder keine Ahnung. Nicht Fackeln, bei so eine Flagge oder so. Ich habe leider nicht mehr genug Stuff für Sie, werter Herr. Turi, ich laufe die Küste nach rechts lang.
Wenn du nach links langläufst, haben wir doppelt so viel Fläche, die wir ab... Oder wollen wir zusammenlaufen? Mir ist egal. Ja, dann lauf du andere Seite, das ist schneller. Okay, so. Höhlen markiere ich. Sorry, was ist da? Ah ja, bring mal weg. Bring mal wieder weg. Ich fähre hier einfach, kommst halt wieder hierher und dann sammeln wir wieder ein. Ja. Höhlen markiere ich blau, okay? Ja, okay. Wie markiert ihr was? Ja, ich habe einen Marker gebaut. Ah, cool. Ja, wir wollen, Ziel ist ja, wir wollen das Spiel wirklich durchschaffen, die Story schaffen. Also wir haben ja wirklich ein richtiges Ziel so diesmal. Ja. Aber erstmal überleben. Ja, erstmal überleben, klar. So. Wäre schon geil, wenn wir Schildkrötenpanzer hätten für die Kollektoren. Ich glaube, man kann aber nur ein oder zwei tragen, oder? War das nicht so? Ich glaube, nur einen. Genau, jeder nur einen, glaube ich nur. Deswegen. Ich habe ein Haus von denen gefunden. Guck mal rein, ob ihr irgendwo einen Kochtopf findet. Das wäre richtig geil, ey. Ja. Oh, hä? Ach, lol. Ach, mitten der Tür ist das sogar eben. Ja, da ist eine Tür, die ich damit reingesetzt habe, damit wir da rausgehen können. Geil. Und oben das Baumhaus hängt ein bisschen darüber, dass wir runter gucken können auch so. Oh, geil. Oh, meine Stamina. Also bei mir sind irgendwie keine... Okay. Ja, Leute, blaue Beeren könnt ihr essen, rote Beeren sind, glaube ich, nicht gut. Ja, okay. Ich habe jetzt irgendwie so rote Beeren, ich traue mich, die nicht zu essen. Blaue konnte ich irgendwie immer essen. Die roten sind irgendwie bad. In Häusern hier ist nichts drin. Also, ich weiß noch, an dem Strand, wo wir mit dem Flugzeug runterkamen, da, wo das Segelboot war, da waren, glaube ich, Schildkröten, oder? Ja, genau, da hatte ich ja die eine getötet auch. Genau. Ja, dauert das nicht auch ein bisschen, bis die spawnen? Also bis der... Weiß ich nicht. Weil die kriechen doch so an Land, oder nicht? Ja. Irgendwo schon. Am Strand. Bleibt ein bisschen am Strand, lauft am Strand rum. Irgendwann mal kommen die schon. Und Landschildkröten gibt es ja auch, glaube ich. Ach echt? Okay. Mhm. Oh. Was? Oh, kurzer Leck. Aber es gerade gesaved. Weil der stand gerade, ja. Achso, doch kein Leck dann. So, hier liegt noch super viel rum. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ey, wenn die beiden wiederkommen, werden die Base gar nicht wiedererkennen, ey, den Palast. Ja, das ist richtig dekadent dann, Mann. Ernsthaft, ey. Ich glaube, sie sind wir können wieder wegbringen, ne? Ja. Hier sind überall tote Haie. Oh, ich habe eine Pepsi gefunden, geil. Zu zweit ist schon geiler, wenn einer wegbringt, der andere noch fällt oder so, ist jetzt schon einiges schneller. Ja. Auch eine Pepsi gefunden. Oh, Koffer? Oh ja, Koffer, nimmt da das Trinken auf jeden Fall mit. Wir müssen Taschen craften, wird öfter mal geschrieben bei mir. Ja, Turin und ich haben schon so kleine Taschen. Wenn ihr Kaninchen tötet und zwei Felle habt, dann könnt ihr daraus so einen kleinen Beutel craften. Da könnt ihr schon so Beeren und Pilze und sowas sammeln. Aber man kann, also, glaube ich, noch andere Taschen machen, oder? Oh, gute Frage. Edu, die eine Mauer ist schon fertig jetzt. Okay, warte mal, dann lass, komm noch mal Holz holen. Ich komme dann wieder zurück gleich und dann baue ich einfach die nächste schon mal. Ja, warte mal. Ich lagere das eine mal ein, dann komme ich mit dem Wagen zurück. Wenn du möchtest du meine Mauer bauen? Dann kann ich dir erklären, wie das geht. Ja. Komm her, ich komme mal zu dir. Dann kann ich dir mal sagen, wie das funktioniert. Dann kannst du die nächste mal ziehen. Dann. Ja. Kannst du das auch direkt mal lernen, wenn du dann was baust? So, warte mal. Ich glaube, ich bin jetzt hier bei mir am Limit, weil also meine Küste läuft jetzt in so eine Felsen-Eislandschaft rein. Mhm. Ich glaube, da kann ich nicht mehr weiter. Tori, hast du bei dir schon Schildkröten gefunden? Nee, noch nicht. Also hier sind noch keine gespawnt, aber ich gehe jetzt den Strand noch ein Stück weiter lang. Ja, Flo, du gehst jetzt, du klickst aufs Baumenü, auf B. Ja. Und dann gehst du irgendwie, gehst du ganz lange nach rechts, bis du bei fortgeschrittene Feinhäuser bist, da gibt es Verteidigungswand, heißt das Ding. Das kommt so bei Verteidigungsdornenwand, da gibt es irgendwie, das heißt Verteidigungswand. Okay, bei mir hat gerade jemand sehr laut geschrien. Matteo, Defense kannst du bitte Walls sofort herkommen? Genau. Das, die kriegst du mal an. Okay, sofort ist relativ gut. Ja. Jetzt setzt du das erste Ding hier daneben. Halt das erste. Okay. Hast du, und wenn du es gesetzt hast, kannst du ziehen. Oh, dann ziehst geil. Du die, dann ziehst du die bis, ich würde mal sagen, bis hierhin vielleicht. Und dann können wir, warte mal, den See, wo wir mit drin haben. Geht das bis hierhin? Kannst du es bis hierhin ziehen? Oh, könnte halt so halt schräg machen, ne? Ja, kannst du mich hier hoch, wo ich stehe, dass wir das, die Plantage mit reinnehmen hier, auf den Berg hoch? Warte. Würde das gehen, so bis irgendwie hier, wo ich vielleicht stehe, hier so bis hierhin? Dann können wir es hier so lang ziehen. Ja, können wir durch den Stein durch?
Vielleicht so bis hierhin. Ja. Wenn du es da so hinbaust. Ja, ja, nice. Ja, das sieht doch gut aus. Dann ziehen wir das hier so hoch. Boah, geil. Und dann ziehen wir das da einfach rechts dann gerade runter am See vorbei. Da haben wir den See eingezäumt und die anderen Sachen eingezäumt. Ja. Ist geil. Okay, ich muss hier wieder raus, ich erfriere. Oh, scheiße, wie viel braucht man denn dafür? Oh, richtig viel. Aber ist ja egal. Ja, scheiß drauf, YOLO, oder? Wir haben Zeit. Ja, das wäre auch dumm, wenn das jetzt alles direkt fertig wäre. So, oh, wär geil. Hast du recht, haben wir ein Ziel. Jetzt die Baumstämme brauchen wir, stimmt. Unten links steht das. Ah, geil, okay. Na, 40 kriegen wir hin. Touré, du schaffst es nicht vielleicht in so 40 Sekunden zu mir, ne? Matthias, doch, hast du gemacht. Warum? Weil ich bin hier an die Eiskante gelaufen und dann bin ich gestolpert und habe mir den Knöchel verstaucht. Ja, ich versuch's mal. Okay. Ich kann für nichts garantieren. Okay. Ach ja, Flo. Ja. Wenn du dann an diese Wand gehst, die du gerade gezogen hast, ja? Nee, ich schaff's nicht zu dir, habe ich beschlossen. Oh, oh. Da rennen drei Leute am Strand rum. Okay, dann sterbe ich jetzt. Such dir einen Spot, wo du vielleicht noch eine Tür reinsetzen willst. Da kannst du einfach eher einmal drücken. Da kannst du gucken, also wenn du da irgendwie eine Tür reinmachen möchtest, an einer bestimmten Stelle in der langen Wand, kannst du mit eher eine Tür setzen. Okay, so geil. Nee, ich bin nicht jetzt hier. Warte mal, du hast den Wagen mitgenommen, oder? Genau, der ist da vorne. Okay. Ist hier auch noch eine Höhle. Warte mal, hab ich jetzt keine Axt mehr? Ja. Wenn ich tot bin? Und du musst die wieder aufsammeln, Matteo. Oh mein Gott. Wie soll ich das machen? Ach du heilige Scheiße. Wieso? Naja, weil ich jetzt einfach beim Flugzeug bin. Ach du Scheiße. Soll ich hier stehen bleiben? Weil hier waren deine Sachen ja ungefähr. Bist du ungefähr bei mir? Ja. Dann laufe ich zu dir. Ich laufe jetzt straight zu dir, Tobi. So schnell ich kann. Flo, hier sind welche bei uns. Okay, scheiße. Pass auf, kommst du dir hoch? Leider überhaupt keine Ahnung. Ich bin bei mir. Ich bin hier. Ja, ich auch nicht. Da oben ist er. Ich habe auch keine Stamina leider. Und ich kann nichts. Wollen wir den wegholen? Ja, lass mal machen. Der kommt. Komm mal. Komm her. Pass auf, der ist noch einer hinter dir. Kann auch nicht sprinten. Immer nur so 2 Meter oder so. Das ist noch hinter dir. Essen? Habe ich Essen? Ja. Ein Pärchen. Ja, Mann. Ich Bären essen? Oh, ey. drei. Scheiße, ein Vierbeiniger. Oh. Also. Oh, ich bin da. Großkopf. Was? Nein. Pass auf. Soll ich abhauen? Vielleicht kannst du mich zurückziehen und dann versuch mich zu holen. Da ist doch Essen am Flugzeug. Ich hab nichts gesehen. Gefressen. Krass. Ja, ich bin auch, ey, 2 Hits, ne? Alter, Matteo, bei mir sind auch Leute. Oh, nee, ich schaff das nicht bis zu dir, Tori. Oh Gott. Aber kann man irgendwie, ich glaube, die lassen mich in Ruhe, glaube ich. Kann man ohne Axt einen Koffer aufmachen? Hast du Restart gedrückt, Edo? Nee, ich wurde aufgefressen. Einen Stein kannst du. Du kannst auch einen Stein in die Hand nehmen. Ah, einen Stein. Ich versuche zu dir zu kommen. Scheiße, Alter, krass. Hier ist auch eine Höhle. Seid ihr alle tot? Ich bin tot, ja. Scheiße. Versuch zur Base zu kommen. Ich hab Essen gefunden zumindest. Scheiße, jetzt wird's schwer. Was sind die Leute jetzt, die hier waren? Irgendwo noch ein Koffer? Oh. Ja, ich suffer noch. Also ich habe noch nicht Restart gedrückt. Okay, vielleicht schaffe ich zu dir zu kommen. Ich laufe gerade. Bin bei der Nase. Ah, ich laufe, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Das war aber echt schwer, ne? Haben wir vielleicht zu schwer eingestellt? Wir haben das Schwerste, was geht. Hardcore Survival. Ja. Ja, wir machen auch super viele Fehler. Wir sind mega gespielt die ganze Zeit und so. Und, also ich habe bisher noch keinen einzigen Fehler gemacht, weiß nicht, von dir redet. Du nicht. Du bist der Einzige, der alles richtig macht. Das ist richtig. Also, das stimmt, Muss echt anstrengend sein für dich, mit solchen Anfängern zusammen zu spielen. Ja, ich würde gerne erst mal wieder meine Axt finden, dann können wir weiterreden. So, Turi, ich bin auf dem Weg zu dir. Ja. Mist. Oh, Flo, ich glaube, ich schaff's nicht rechtzeitig. Nee. Das ist super weit weg, ey. Hier, ich habe auch was zu essen hier, falls du willst. Ja, das wäre super. Falls du was brauchst. Okay. Ich wüsste, wie weit du weg bist. Das wäre irgendwie cool. Ich bin dicht dran eigentlich. Echt? Glaube ich. Weiß, ey. So ein Mist. Aber hier lief eben auch so ein Dude rum, aber der ist wieder weggelaufen. Ja, ich glaube, wenn man die nicht angreift, dann sind die ja erstmal chillig. Ich lauf einfach zu dir, Touris. Also ich weiß nicht, ob der mit seiner Clique wiederkommt. Nee, wird nix.
Nee, Flo muss auch nochmal laufen. Ja. Boah, das ist echt schwer. Aber wie schnell bist du zu meiner Leiche gekommen, Turi? Ja, ich bin nicht direkt bei deiner Leiche. Ich bin in der Nähe. Nee, okay. Ah, da, ich sehe dich, Turi. Hä? Hello. Krass. Kannst du mir was zu essen geben? Ey, dass ja, man aber warte, auch echt so, hier. Dass man nicht mit Full Power startet, ey. Ja, ja, ich bin auch total. Ich hab voll verhungert und so. Mann. Hey, ich bin nicht gestorben, danke. Hä, hey, wirklich nicht? Ja, du wolltest mich umbringen, oder? Hä, hey, warum bist du nicht gestorben? Ja. Nee, aber warte mal, ich habe leider auch nichts zu essen. Okay, ich habe ein paar Heidelbeeren, kann ich dir geben. Ja, warte mal, lass mal zu meiner Leiche gehen. Wo ist sie aber? Hier, guck mal, hier. Komm, ich komm. Das kann ich dir geben, das war's. Und Blaubeeren, die hey. Kannst du essen. Geil, danke schön. Man kann nicht sprinten. Nee, boah, hasse ich das Spiel gerade, Mann. So, wo bin ich jetzt gestorben? Aber ich sehe schon die Base. Du bist okay. Was da? Oh, Mann, die schreien ein bisschen. Hier hörst du das, ja. Ja. Hier, da hinten bist du gestorben. Guck mal, da hinten ja, aber sind die ganz, Häuser. Das ist noch ein ganzes Stück, aber ich muss ja, aber dahin. Ich muss meine Axt finden. Ja, okay. Willst du einen Speer haben, wenigstens? Ja, gerne. Können wir zu zweit kämpfen. Dir das, kann ich dir den geben? Einen normalen Speer auch geben. Hier. Danke. Habe ich auf dieses kleine Tablett gepackt, damit du ihn geil. Nehmen kannst. Geil. So, dann muss ich ihn ganz kurz mal equippen, warte. Ja, aber da hinten laufen die Dudes auch im Stand rum. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Zwei. So, okay, ja, da müssen wir aufpassen. Lass uns versuchen, die so gut es geht zu dodgen, dass die, Hast du Ausdauer? Weil hier lag auch noch eine Cola in so einem Zelt. Würde ich nehmen, weil ich habe null Ausdauer gerade. Ja, guck mal, sammel dir die mal ein. Hier lag, ja, irgendwo lag hier eine Cola drin. Ich weiß nicht mehr genau. Nee, nicht in diesem. Komme. Ich glaube hier, auf dem Boden, lag eine irgendwo. Hier sind ja auch Zelte, ne? Hier ist auch, glaube ich, ein Höhleneingang, ne? Ja, ist den habe ich markiert schon. Ey. Wir sollten nicht nochmal sterben. Wo ist die Cola? Wo ist die Cola? Ich glaube, die lag hier auf dem Boden. Hier. Liegt da eine? Hab sie, ja. Ich trinke die schnell und dann laufen wir da hin, ja? Do it. So, okay. Let's go. Und dann spielen wir wieder zu vier zusammen, weil sonst schaffen wir das nicht. Nee, wir schaffen das echt nicht. Wir sind gerade hier, also wir haben die Base verloren, ey. Ja, deswegen holen wir unsere Sachen. Dann müssen wir, jetzt wirklich zu viert mega so... Ah, hier ist einer. Lassen wir die passieren. Ja, lass die einfach mal. Wenn die nicht angreifen, wir lassen die einfach mal. Das ist auch nur eine. Ja, die ist chillig drauf. Guck mal, die betet. Wenn du auf dem Weg Blaubeeren isst, siehst du, hau die einfach rein, dann bist du wieder Energie. Wahrscheinlich. Ein Busch reicht. Ich hab die ja noch. Ja, okay, einfach weiter rennen. Sonne steht noch hoch. Also wir haben vielleicht noch einen halben Tag. Vielleicht kann HP. Oh Mann, ey, ich bin gerade so zornig, dass man einfach mit Low alles zurücklaufen muss. Zornig? Ey. Sagst du das Wort wirklich? Zornig? Nee, nicht wenn ihr es nicht sagt. Doch, ich mag zornig ganz gerne. Das ist schon sehr oft. Ist immer was anderes, so im Gegensatz zu abgefuckt, weißt du? Das sagt jeder irgendwie. Sauer. Was? Ulkig? Auch gut. Hä? Ulkig finde ich ein gutes Wort. Aber das ist doch nicht im Sinn von sauer. Aber ulkig ist was anderes. Ulkig ist so merkwürdig, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ja, so kenne ich es auch. Mag ulkig, ja. So, und hier hinter bist du doch irgendwo gestorben, oder? Das nicht? Ist noch ein ganzes Stück weg, aber ja. Einfach den Strand immer weiter lang. Hey, ich würde mal hier oben lang gehen und guck hier nach Aloe Vera, ja? Ja. Gleich einfach. Ey, stell mal vor, das wäre einfach so, man kommt zurück und ist wieder tot. Ich würde so kotzen. Nee, ich bin hier, alles gut. Base is safe. Wir sind abgehauen, wir haben uns so gegessen. Ich habe, glaube ich, Böller gefunden. Ja, nice. Ja, Böller. Boah, hier sind überall Böllerkisten. Ich habe Aloe Vera gefunden. Ja, ich kann Medizin machen. Geil. Oh, Arrows. Ja, was? Nice. Ey, Dynamit ist mega stark, ne? Damit können wir die voll wegsprengen. Ach ja, einfach. Dynamit war, ich bin so dumm, natürlich nicht. Das sind Böller, ja. Große Böller. Aber meint ihr unsere. Also war unsere Base sicher? Also das Baumhaus? Richtig. Oder wo haben die euch getötet? Nein, wir versuchen gerade eine sichere Base zu bauen, aber wir brauchen vier Holz. Das ist zu zweit ein bisschen zu schwer. Wir ziehen gerade eine Mauer um die Base rum. Hier ist einfach ein Louis Vuitton-Koffer, okay. Ja, nice.
Direkt mal eingekleidet. Geil. Funk voll. Was mich auch ein bisschen wundert ist, normalerweise wird doch der Totenkopf angezeigt, da wo man gestorben ist, oder? Ja, musst du suchen. Ich habe gerade meine Leiche wieder gefunden. Also, aber ich wird er über die ganze Map angezeigt oder erst, wenn man näher dran ist? Oh, das ich weiß gar nicht. Meiner wurde gar nicht angezeigt. Ja, weil meiner wird auch nicht angezeigt, aber ich hoffe, ich liege da noch. Liegt es an Hardcore vielleicht? Könnte sein, ja. Wir kriegen das schon hin, wir sind gut, wir sind Survival-Experten. Ja, wir sind Experten. Easy. Uns kann nichts aufhalten, außer Kannibalen. Wir müssen uns so eine richtige Superfestung bauen. Also nicht groß, sondern so klein und so unfassbar schwer zu knacken. Ja, machen wir gerade schon. Wir brauchen nur Holz. Und ich glaube, man kann ja auch so richtige Fallen bauen, ne? Ja, ja. Kannst alles Mögliche bauen. Genau, wir müssen so Stachelpfeiler bauen, Fallen. Habt ihr eine Schildkröte eigentlich gefunden? Nee. Mm-mm. Wir haben gerade Matthäus Sachen gerettet hier. Oder sind hier in die Richtung gelaufen. Bin ich gespannt, ob ich da noch liege. Wo bist du eigentlich? Ich bin gleich da. Ich bin gleich hier. Weil sehe dich. Da sehe ich dich. Okay. Ich habe deinen Namen nicht gesehen. Hat mich ein bisschen gewundert. Okay, wo liege ich? Du müsstest wahrscheinlich hier hoch. Das war hier vorne. Hier. Was war das für ein Geräusch? Hier bei mir müsste das sein, Flo. Hier. Oder was ist das hier? Matteo, ich kann dir auf jeden Fall einmal so Vitamin-Mischung, was auch immer, geben. Hier. Oder ist es das nicht? Vitamin-Mischung. Doch, was du doch sagst. Doch, doch. Ja, so aus meine Kräutern Leiche? Hier so zusammengebastelt. Ja, nehme ich gerne. Ich muss erstmal, ich will nur ganz kurz mich finden. Ja, ja. Wo liege ich? Hm. Hä? Müsste ich nicht irgendwo hier liegen? Bin ich hier runtergefallen oder was? Boah, wie steil das ist. Oh mein Gott. Boah. Episode 1, wir suchen unsere Leiche. Ist weg? Wie ist weg? Soll das heißen, ist weg? Aber da muss doch... Geh noch mal was braten, der Rucksack sein irgendwo. Direkt an der Wand. Da müsste noch was, Flo, da müsste eigentlich noch getrocknetes Fleisch hängen. Ja, ich guck mal. Wenn das noch nicht schlecht ist. Ja, aber wie kann das, despawnen? Sind eure Sachen auch despawned oder was? Nee. Ich hab mein Loot wieder. Ja, wirklich genau hier. Hey, wie soll ich das schaffen ohne meine Axt und alles? Du machst das schon, Matteo. Ich denke auch. Okay. Ein Schwein. Ein Schwein. Schwein. Noch höher. Ich war höher. Ich war weiter drin. Oh, was zu trinken, ey. Ich werde wahrscheinlich wieder gleich sterben. Ja, trinken müssen wir jetzt das dreckige Wasser trinken. Ja. Nee, so weit war ich nicht oben. Ich bin da schon wieder umgedreht, glaube ich. Matthäus, können wir dir helfen irgendwie? Nee, also glaub nicht, weil ich glaube, meine Leiche ist einfach weg. Clip Scheiße, schauen. Mann. Warum? Kriegst du die Axt wieder? Nee, die kriege ich, glaube ich, nie wieder. Die kriegst du nie. Du kannst ja auch nicht craften oder so. Nee. Doch, ja, oder? Ist, kann andere. Die ist doch im Flugzeug, oder nicht? Nee, da bin ich ja gespawnt und dann ist sie nicht da bei der Stewardess. Aber brauchst du die Axt? Ja, dachte ich, oder? Ich das ist schon eine geile. Die würde ich schon gerne nicht missen, so. Ja, aber eine Axt ist ja ein Arbeitswerkzeug. Matteo arbeitet nicht wirklich. Wo stimmt. Mein... Uff. ja, keine Ahnung. In der Nähe der Wand. Das ist ja doof. Es gibt noch eine Axt, die ist sogar besser, aber die muss man halt in so Höhlen finden, glaube ich. Was macht der da? Warum streichelt er den Baum? Wo ist mein Speer hingefallen? Oh no. Los, wird dann wieder dunkel. Wir sollten gleich ein Lager voll machen und im Baumhaus chillen, glaube ich. Und man kann, glaube ich, so eine... Ja, machen wir. Man kann, glaube ich, so eine Billo-Axt bauen aus Stein und Holz, Warum oder? Streichelt er den Baum? Wir finden dir wieder eine neue Axt dann. Kommen Sie zu, dass sie nach Hause kommt, glaube ich. Warte mal, ich glaube, ich sehe meinen... Ich habe gerade eben hab ich eine Anzeige gehabt. Und mal, hä? Was war das? Hier irgendwo in der Nicht Mauer. So weit geflogen. Lass uns die Dings noch voll machen hier und dann will ich zurück, ey. Ja. Wird gerade echt dunkel schon wieder. Ja, ja. Macht mir Angst. Liege ich hier? Ja.
Warum ist da das Wasser immer schlecht? Ich probiere das Wasser hier unten mal an. Ich habe noch Wasser, sehe ich gerade. Bäume, die schleppen einfach einen halben Baum, aber sterben von zwei Schlägen, ey. Ich da oben. Och, fuck, ey. Ich chill auch im Baumhaus jetzt, weil ich einfach echt keinen Bock habe, drauf zu gehen wieder. Naja, es ist echt schon echt weit zu laufen. Das risky, ist ja. Weil Stefan, wir sind komplett im Hardcore-Modus spielen, müssen wir ja komplett von vorne anfangen, wenn wir sterben. Ey, das, nee. Never, never. Hör auf. Was, da war's? Da links? Wo? Wo? Chat sagt, die haben es gefunden. Hä? Wo? Wo links? Also von mir aus rechts oder was? Da war's? Wo? Upp. Warte mal, also wollen wir da vielleicht nochmal die Tür einbauen, Flo, da hinten irgendwo? Können wir machen, ja. Aber ich park meinen Arsch hier oben erstmal. Also da ist vielleicht doof. Hinter mir? Warte, ich sehe auch gar nichts, ey. Links an der Wand. War hier mein Tor. An der Wand. Wie macht man denn das Tor auf? Wo ist denn mein Schwert? Ah, ja geil. Ich glaube, ich werde getrollt. Die nutzen meine ausweglose, verzweifelte Situation aus und machen sich noch lustig über mich. Aha. Ey, ich sterbe schon wieder einfach. Wo bist du? Bist du oben? Ja, oben. An Wassermangel. Okay, ja, müssen wir aus dem See trinken. Komm, ich helfe dir hoch, dann gehen wir aus dem See trinken. Ja. Danke dir, Edo. Ja, ich glaube, wir müssen fast wieder komplett von vorne anfangen und einfach am Anfang direkt mal die Situation richtig mal machen. Wir haben total viel Zeit verschwendet und sterben, weil wir nichts haben. Ich sehe gar nichts. Ich höre welche. Ich höre auch welche. Aber die sind unten. Die sind am Strand. Die kommen hier, glaube ich, von der Seite nicht hoch. Okay. Ich glaube, mein Speer ist verloren. Ich habe den weggeworfen und finde den einfach nicht mehr wieder. Ja, den kann man zum Glück craften noch. Ja. Oh. Boah, Alter. Wo bist du? Ging der nochmal mit. In die Wand reinbuggen wieder und dann ganz oben links. Okay. Oh, die sind alle da, lass hoch. Komm hoch! Oh Gott! Die sind alle da. Alter. Okay, Matteo, ich komme mal zu dir, ja? Alter Verwalter, die kommen hier nicht hoch. Schnitt. Boah, ist das schwer, ey. Ich hab Angst vor denen. Ja, ich auch. Ganz oben links in der Wand. Die sind auch so schnell. Boah, sieht der sieht krank aus. Muss ich aufpassen? Der kann man hier irgendwo tief runterfallen? Oder? Vor allem, die haben überhaupt gar keine Berührungsangst. So, die kommen einfach. Ja, die wollen unser Fleisch. Ja. Boah, die Berge sehen ja geil aus, diese Schneeberge da. Ja, das sieht echt cool aus. Vielleicht fällen die den Baum. Ja, das stimmt. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich schalte mal kurz, ob die was am Baum machen. Wieder vorbei. Ey, ihr trollt doch gerade, Mann. Also, ich werde hier nur getrollt. Die sind unterm Baum, unter uns. Ey, hier ist ja Wasser. Achso, ist nur ganz bisschen. Ey, wo bist du denn? Was zur Hölle? Kann ich das essen? Damage. Bin jetzt unten. Ich sehe einfach gar nichts. Ich bleib hier oben, lieber Edo, weil... Ich glaube, die sind abgehauen. Oh, ich sterbe. Jetzt bin ich tot. Wo genau bist du hier? Die sind da, glaube ich, noch, Edo. Na gut. Bist du gestorben? Ah. Ja, wir können auch nochmal neu anfangen. Ey, wollen wir nochmal komplett neu anfangen? Ja, wäre ich dabei. Ja, wo bist du denn hier? Ich bin doch direkt bei dir. Ich kann dich hochholen vielleicht. Nee, aber es bringt ja nichts. Ich habe mein ganzes Inventar verloren und dann, ich finde meine Sachen auch nicht mehr wieder. Ich glaube, wir sollten echt mal dann, vielleicht war es ein schlechter Quest, dass jemand losgeht. Vielleicht sollten wir alle zusammenbleiben und irgendwie einfach nochmal direkt, also das Allerwichtigste, sofort alle nur Holz machen und eine sichere Base bauen, wo wir uns immer zurückziehen können. Man verliert nur die normale Feuerwehraxt, oder? Naja, alles, was du im Inventar hast, Alter. Ja, aber man kann doch eine andere Axt craften, aus Stein und einem Stock, die ist doch auch ganz okay, oder nicht? Ja, also wir können auch von mir aus weiterspielen. Ich wäre nur dabei gewesen. Wie ihr wollt.
Ich wüsste auch gar nicht, wie startet man überhaupt neu? Da muss ich den Server neu starten oder was? Einfach den Server nochmal resetten. Achso, doch, das könnte vielleicht gehen in Einstellungen. Du kannst aber nur den Server, einfach nur Werkseinstellungen so gesehen wieder. Also nicht Werkseinstellungen, aber einfach nur die Map löschen so gesehen. Aber können auch das hier weitermachen, alles gut. Ja. Ich glaube, die sind weg. Boah, die Mauer weiter. Müsst ihr mir nur sagen. Okay, ich habe jetzt keinen. Ist halt Nacht. Ich muss jetzt eigentlich die Nacht im Flugzeug bleiben, oder das überlebe ich nicht. Ja, das ist schon irgendwie dumm. Es ist auch nicht schlau, dass wir nicht schlafen die Nacht. So. Ja, wir sollten jede Nacht eigentlich schlafen. Ja. Ja, die Stelle ist hier auf jeden Fall ziemlich geil, muss ich sagen. Also, wenn wir das hier schaffen zuzubauen, haben wir hier Wasser. Wenn wir noch einen Kochtopf haben, können wir alles abkochen und so. Die Stelle ist schon ganz nice. Die Stelle ist gut, ja, klar. Ja, können wir denn schlafen? Kann sich jeder eine Unterkunft bauen? Wir haben nicht. Ja. Also ihr müsst mir einen Stein suchen oder muss ich halt Sachen schlagen und mal? Ist halt komplett dunkel bei mir. Du kannst doch einen Stein und einen Stock direkt kombinieren. Genau, ich suche mal einen Stein. So, und einen Stock, was meinst du, mit einem Stock kann ich was kombinieren? Ja, warte mal. Das Problem ist ja nicht mal, sind ja nicht mehr die Gegner gerade, sondern einfach, dass wir weder Wasser noch Nahrung so wirklich haben. Das ist das Problem. Aua, ja. Oh, das macht so viel Damage, dieses Kackwasser, ey. Ja, deswegen stirbst du davon direkt, Edo. Hey, jetzt ist ja auch so eine normale Axt. Übrigens, jetzt sehe ich meinen Totenkopf. Das ist aber jetzt meine alte Leiche, glaube ich, oder? Wahrscheinlich, Man sieht immer nur die letzte wahrscheinlich, oder? Die ganze Leiste ist komplett voll immer bei mir, ey, was eigentlich, durstig, hungrig, low Energie. Ja. Scheiße. Im Chat schreiben ein paar Leute Reset halt, keine Ahnung. Was Reset? Komplett Reset? Ja, aber keine Ahnung, müssen wir entscheiden letzten Endes. Ja. Wollen wir voten? Ja. Ich würde sagen, wir fangen nochmal einfach komplett neu an, stürzen gleichzeitig ab und dann mit Ahnung so ein bisschen gezielt. Wäre ich auch dafür, weil ich habe auch meine Sachen weg. Also ich bin da auch für, ich wäre aber auch, also wenn jetzt Luki zum Beispiel überhaupt nicht neu starten möchte, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen, wenn das jemand überhaupt nicht möchte, aber ich wäre auch dabei. Turi. Ich hätte weitergespielt jetzt, weil, weiß ich nicht, also chaotisch sind wir sowieso, ob wir jetzt resetten oder nicht, wahrscheinlich. Ja, stimmt auch wieder. Okay, wollen wir es so machen? Wir haben ja heute nur noch so ungefähr 40 Minuten. Wollen wir heute weiterspielen und wenn wir uns bis zum Ende der Folge, und dann gucken wir, wie es dann ist und dann können wir beim nächsten Mal entweder weiterspielen oder neu starten. Okay, finde ich gut. So machen wir das. Okay. Also zum Ende entscheiden wir dann quasi, meinst du? Ob wir nächstes Mal nochmal neu anfangen oder ob wir das alles spielen. Ja, okay. Wie baut man eine Axt? Weiß das jemand? Mit einem Seil? Seil. Das ist schon wieder jemand. Ja. Wir sind bei mir, ich komme zu dir. Hab ich leider nicht. Okay. Oh Gott, was war das? Vor allem ist uns die Location ganz geil hier eigentlich, Flo. Wir müssen noch irgendwie den Anfang hinbekommen. Ey Flo, was hältst du davon, wenn wir beide am nächsten Morgen loslaufen und uns was zu trinken suchen und einen Kochtopf suchen? Ja. Hoffentlich finden wir den so. Okay. Schwacher Speer. Wie kann man nochmal die Leiste, Leute, machen? Also, warte mal. Wie mache ich das nochmal, dass ich die in den Schnellzugriff mache? Du musst kombinieren, und zwar deinen Rucksack mit den Items. Ja. Und dann kriegst du eine Kurzleiste. Dann musst du die Taste drücken, also 1, 2, 3, 4. So, jetzt wird mir natürlich die ganze Zeit der Backpack angezeigt, aber das bringt ja nichts, weil da ist nichts drin. Man kann aus Stoff Seilen machen. Oh, warte. Genau, 7 Stoff brauchst du. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Habe ich aber leider nicht genug. Ich versuche mal einfach zu euch zu kommen, aber ich werde bis dahin, glaube ich, wieder sterben und verhungern. Nee. Welches? Das hier ist unser. Okay. Hatte Matteo nicht vorhin den Kochtopf eingesammelt? Ich habe das nicht gesehen, ich habe auch nachgeguckt. Ich hatte aber nur diese Metallbüchse, also mit der man Sachen tauschen kann. Aber einen Kochtopf habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Wieso bestellt ihr nicht einfach Pizza, wenn ihr Hunger habt? Wir suchen gleich am nächsten Morgen. Das ist ja dumm. Wieso machen wir das nicht, Mann? Ja. Was hast du gemacht? Pizza bestellen. Wir sind auch so bescheuert. Warum machen wir das nicht? Was ist denn hier? Oh, ich habe ein Zelt gefunden. Fisch. Oh Gott, das war gerade voll laggy auf einmal. Ich habe einen Kochtopf gefunden. Nein. Echt? Ja. Geil. Ja, komm jetzt hergelaufen. Es ist komplett dunkel und ich laufe und da liegt einfach ein Kochtopf. Das ist doch mega geil. Ja, okay, das ist ein Zeichen, Leute. Ich glaube an Gott. Der will, dass wir diesen Run hier weiterführen.
schnell geändert, bei Seven Days hast du nicht dran geglaubt. Ja, ist ein anderes Spiel, ne? Also, ich verstehe. Okay. Da lag auch eine Axt? Nee. Nein. Ja, Chelt, jetzt trollt man nicht. Lag da wirklich eine Axt? Nee, die kann doch nur im Flugzeug liegen, oder? Mensch, der trollt doch nicht, Mensch. Nee, der trollt eigentlich nie. Oh. Ja, da war eine Axt. Ja, da war eine. Ey. Oh mein Gott. Nice. Hier ist ein Karnickel. Oh. So. Ich setze hier mal Türen rein, zwei Stück. Oh. Alter. So war das. Und wenn wir das geschafft haben, Flo, dann haben wir es komplett surrounded. Ja, das ist geil. Das ist auch ein geiles Gebiet irgendwie. Ja, dann haben wir hier Wasser, wir haben unser Beet hier. Aber wir haben genug Platz, das anzupflanzen. Oh, es ist kalt. Wo war das? Nice, jetzt müssen wir noch ein bisschen Holz besorgen. Das wird richtig geil. Ja, das wird geil. Auf jeden Fall. Aber ich will jetzt noch nicht los irgendwie. Nee, jetzt ist zu kalt. Lass mal hier warten. Was ist denn der Plan jetzt überhaupt? Was machen wir denn jetzt gleich? Also, Edo und ich würden die Base fertig bauen. Genau. Wenn Matteo den Kochtopf herbringt, haben wir auch Trinken. Das heißt, dann haben wir die Base fertig gebaut, haben was zu trinken und wir haben jetzt schon Essen. So ein bisschen noch auf den Drying Rack und wir können ja angeln und so. Ja, Matteo ist gerade gestorben. Ernsthaft? Ja, ich hab mich verbrannt beim Feuer anzünden, glaube ich. Okay. Aber ich finde das wieder, weil meine Leiche liegt... Oh, fuck! Was? Nichts. Ich weiß gar nicht, wie du dich hast am Feuer verbrennen können. Also, ich habe mich nicht verbrannt. Ich bin erfroren, bevor ich es anmachen konnte. So, okay, wo ist mein... Da ist meine Leiche. Irgendwann ist hier alles voll mit meinen Totenköpfen auf der Map, dann sehe ich gar nichts mehr, weil überall Totenkopfsignale sind. Sieht man mehrere? Ich sehe jetzt zwei, ja. Warum regnet das so kacke? Okay. Mach dir eine Fackel, wie geht das? Da brauche ich ja Alkohol für, oder? Oder Baumharz und ein Tuch, oder was? Wie macht man eine Fackel? Stoff, Stick, gleich Fackel. Oh. Was ist das denn? Achso. Das könnte ich auch mal aus. Geil. Stoff. Ey, Fackel ist ja mega nice. Leute, macht euch eine Fackel. Einfach nur ein Stoff, ein Stick und dann anzünden. Viel geil. Mehr Licht und eine geile Waffe. Ein Stoff, ein Stock. Ja. Ausrüsten und dann einfach mit L. Anzünden. Mit L? Ja, geh durchhalten. Hä? Och, Mann. Was? Ich helf dir hoch. Immer diese Health. Ich helf dir hoch. Danke. Gerne. Ach, geil. Okay. Das ist ja geil. Ich hab das Gefühl, die blenden mich aber ganz schön. Ich sehe irgendwie... Ja, die blenden mich schon geil. Regen und so, aber... Es wird, glaube ich, wieder hell langsam. Essen dabei. Schon sehr, sehr geil. Matthias, kocht doch wieder gefunden? Nee, ich suche mich ja noch. Ich habe das Lager wieder gefunden, okay. So, wo war hier die Axt? Scheiße, wie kann ich sie wieder anzünden? Oh, nice. So, hier gibt es auf jeden Fall noch einmal getrocknetes Fleisch, Kaninchen, wenn du essen musst. Karnickel? Ja, ich bin Vegetarier, links. Das geht nicht. Am Baum also, das ist kein links. Problem. Okay. Und gehen Blaubeeren suchen. So, lass noch ein bisschen Holz machen, da haben wir es gleich geschafft. Wir brauchen let's noch 97. Let's go. Ja, das kriegen wir hin, Edo, wir sind fleißige. Ja, Mann. Wollen wir vielleicht einen zweiten Wagen noch bauen? Hier gibt es keine Axt. Ja, ich habe auch überlegt, aber diesen zweiten Zelt. Wagen jetzt zu produzieren, weiß nicht, ey. Wie viel braucht denn der? Das ist gar nicht so viel, oder? Warte, weiß nicht, weil, guck mal, das ist eigentlich, wir haben uns echt gut eingespielt. Na, komm, hast recht, let's go. Einer kloppt, der andere fährt. Ist so meine Theorie. Ja, Mann, kriegen wir hin. Wir teilen hier brüderlich. Steckt den Baum zum ersten Mal in den Wald. Oh, das ist tatsächlich so ein Dorfding, aber das habe ich nie gemacht, Holz machen. Nee? Nee, schon. Ist anstrengend, ne? Aber manche haben auch Bock drauf. Es macht Spaß, aber nur solange nicht alles wehtut. Dann macht es keinen Spaß mehr. Aber tatsächlich habe ich einen Kettensägenschein, den musste ich damals für ein Video machen. Ernsthaft? Was, echt? Hast du extra einen Kettensägenschein gemacht? Wie lange hat das gedauert? Ja. Eine Viertelstunde? Ein Tag oder so. Also, ein Tag? Ja, also mit dem Tag meine ich irgendwie 3 Stunden. Ne? Der hat mich da so durch...
Aber das war so ein ganz komischer Typ, der wollte dann wissen, für was ich das brauche und was ich mache. Mhm. Und dann hat er das so als Competition gesehen und hat so seinen Job mit seinem gleichgesetzt und hat dann mir durch die Blume sagen wollen, dass sein Job ja eigentlich langlebiger ist und dass ich dann irgendwann was, mir was anderes suchen muss. Wisst ihr, der hat so einen ganz komischen Vibe. Ey, so ein Gespräch hatte ich mal auf einer Gamescom, auf der allerersten, auf der ich war. Da kam so ein Typ, der war besoffen auf der Gamescom. Und er meinte, der war erst voll nett so und meinte so, ja, was ist das für ein Geräusch? Weiß nicht, ist ja nix. Ja, voll cool, was ihr da so macht und so. Und dann meinte er so, ja, aber habt ihr nicht irgendwie so Angst, dass ihr dann nächstes Jahr wieder arbeitslos seid und so? Ja. Und ich so, ja, keine Ahnung, kann sein. Und dann meinte er so, ja, aber ist nicht geiler, wenn man einen sicheren Job hat? Und ich so, ja, schon, aber was soll ich dem jetzt sagen? So. Ja. Der war halt so voll so, ja, okay. Ja, ich, also... Genau so war es irgendwie auch, denn so ganz weird irgendwie gefragt und verdienst du gut? Ich sage, ja, ist schon ganz gut. Ja, aber das kannst du ja nicht für immer machen. So, dann die ganze Zeit. Ja, ja. Flo, such dir doch mal einen richtigen Job, ey. Lol, ey, so, keine Ahnung. Also, was erwartet die Leute, dass man sagt, also, ach stimmt, du hast recht, kann ich bei dir anfangen, Ausbildung, kann ich jetzt? Wir beenden das, ich brauche den Schein nicht mehr. Brauchst du einen Praktikanten vielleicht? Ich will bei dir anfangen jetzt. So, hä? So, also was mit dieser Axt jetzt? Gibt's die oder nicht? Ich glaube, das schwingt sehr häufig sehr viel Neid mit. Einfach. Ja, aber das mag ich auch immer nicht so sagen, weil das kommt dann immer so irgendwie so also hochnäsig von oben runter rüber. Ja, ach, der ist sowieso nur neidisch, so irgendwie. Ja, aber ich glaube, das ist schon häufig. Also zum großen Teil ist das wirklich Neid oder wirklich Unverständnis. Aber das stimmt, ich finde mir mehr, keine Ahnung. Ich verstehe es halt nicht. Ich finde es immer komisch, wenn Menschen so. Okay, es gab da noch nie eine Axt. Erzählen wollen wie man richtig lebt. Ja, genau. Ja. Ich meine, aber selbst wenn es so wäre, also weißt du, selbst wenn es so wäre, es ist ja nicht so, dass die Person, die es ja dann sagt, dann so, du auf einmal sagst, stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. So, ob man sein Leben so einfach so. Das ist, glaube ich, so eine der Dinge, die so einen am meisten beschäftigen, würde ich jetzt mal so behaupten, die meisten zumindest. Logisch, also man will. Ja. Selbstständigkeit. Sorry, Edo, das nur noch ganz kurz. Das ist eigentlich nur die Selbstständigkeit an sich, gar nicht mal der Job. Ja. Und ich meine, es ist unsicher vom Job her, das stimmt schon, aber jeder Betrieb, in dem du bist, der kann von heute auf morgen einfach an die Wand gefahren werden und dann kicken die dich raus und sagen, ja, sorry, geht halt nicht mehr. Also, wir haben gerade Corona, wir müssen mega viele Stellen abbauen. Mhm. Und dann, keine Ahnung, dann musst du dir halt was Neues suchen und dann, wenn der Arbeitsmarkt gerade scheiße ist, dann kannst du auch gerade nichts machen und dann stehst du eigentlich genauso so da wie vorher. Also ja, es ist vielleicht sicherer, einen anderen Job zu haben, aber es gibt nicht so die hundertprozentige Sicherheit, außer du bist halt Beamter und kannst halt nicht gekündigt werden und was weiß ich was. Ja, und selbst wenn das nichts wird, dann bist du halt angestellt und dann bist du ja bei der Option, die er dir vorschlägt. Genau, ja. Weißt du, also, du kannst, ne? Ja, also genau, also ja, wenn es halt, wenn die Prämisse stimmt, dass es sicher Arbeitsplätze gibt, dann kannst du ja immer noch versuchen, dann dir so einen Job zu holen, wenn es dann nicht mehr funktioniert, ja. Ja, man sollte das machen, worauf man Bock hat, man, ernsthaft. Ja, also ich würde es jetzt nicht so uneingeschränkt sagen, sondern man sollte schon halt vielleicht gucken, dass es funktioniert und dann kann man das probieren. Ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, sofort YouTuber oder Streamer zu werden. Nein, aber in eurem Fall hat es ja schon, ihr wart ja schon an einem Punkt, wo es funktioniert hat. Genau. Das meine ich damit. Also man sollte dann ja schon, wenn das funktioniert, dann sollte man auch das machen, was einen befriedigt und nicht das, was irgendwie vielleicht gesellschaftlich eher vorgeschrieben wird. Ja, und das Ding auch so, also zum Beispiel bei dir, Matteo, wenn jetzt die Konstellation Bonjour nicht funktioniert, hat ja jeder von euch schon alleine eine Community, mit der du einfach auch, das heißt nicht, dass man damit reich wird, aber ob du nur diesen Verdienst von einem Angestellten als Angestellter bekommst oder als Streamer oder so, das ist ja dann, weißt du, also da muss schon ganz Twitch und YouTube ausfallen, damit man damit nicht mehr Geld verdienen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn du erstmal so eine längere Zeit in der Branche bist, dann, wenn du möchtest, findest du in der Branche auch wieder was, weißt du? Genau. Und das ist ja nicht von heute auf morgen dann weg. Und die Wirtschaft läuft auch nicht weg. Wenn du irgendwann mal sagst, Content Creation ist nichts mehr für mich, dann suchst du halt einen Job. Ja, ist ja nicht so, dass du nicht wieder zurück kannst, also die wieder einen Job findest. Dann machst du halt, du kannst auch noch eine Ausbildung mit 40 machen, das ist auch okay. Ja. Also, don't know, es ist ja nicht so, dass du
dass du, keine Ahnung, dann komplett aus der Gesellschaft ausgeschlossen wirst. Ja, richtig. Und keiner dich mehr, ja, genau, mehr will. Bei dir, Edo, ist es ja eigentlich auch, du bist ja auch noch, du hast ja auch einen richtigen Job in Anführungszeichen, aber müsstest du ja eigentlich gar nicht, oder? Ich? Ja, langsam bin ich ja so an, oder? An der Grenze. Oder? Also ich will dich auch Grenze gar nicht dazwischen. In irgendeine Antwort drängen, die du nicht geben willst. Nö, alles gut, alles gut. Also natürlich macht man sich ab und zu auch mal Gedanken, ab einer gewissen Größe zu fragen, was möchte man jetzt eigentlich so? Weil aktuell bin ich ja einfach komplett zweigleisig so. Ich streame viel. Und du machst viel, ne? Du streamst ultra viel, finde ich. Ich streame mehr viel als ich. Und... Ja, ist ja, auch nicht schwer, du streamst immer 2 Stunden am Abend, Matteo. Ich versuch das einfach mal, ne? Ich hab Dynamit, Tobi. Was sagst du, Tobi? Ja, hier ist ein Loch, dass man mit Dynamit sprengen kann. Wie wirft man das weg? Anzünden und dann wie ein Speer? Linke, glaube ich, oder? Vielleicht wie ein Speer? Also erst rechte drücken und dann den linke? Habe ich. Oh oh. Okay. Oh oh. Furi explodiert gleich. Oh nee, ich habe es geschafft. Nice. Es ist... Was kannst du damit dann zerstören, vernichten? Das ist... Hier war so ein Loch im Boden, das konnte ich hier anziehen. Ah, du hast es freigesprengt. Ich habe gefunden, Geld, nice, alte Pistolenmunition, alte Pistolenteile und ich glaube eine Armbanduhr. Ja, Armbanduhr. Okay, Pistole, nice. Ich markiere das mal, wo das ist. Ich bin zur alten Base gelaufen, ich Trottel. Warte mal, da war ein Drying Rack noch, oder? Ich habe einen Vogel in die Luft gesprengt. Oh, der Arme. Ist das denn bei dir so, ist das jetzt der Fall, Edu, dass du dir da so ein bisschen vermehrt drüber Gedanken machst auch? Auf jeden Fall, ja, klar. Ja. Gibt es bei dir die Option, so auf Teilzeit zu gehen oder so? Das könnte ich so semi machen, weil, also in meinem Job könnte ich nicht auf Teilzeit gehen. Weißt du mal, also ist das bekannt, was du machst beruflich? Ja, also nicht das Unternehmen, aber was ich beruflich mache, ja. Was machst du? Ist Zuhälter. Ich bin, ja, das ist richtig. Und Matteo hat bei mir Ausbildung gemacht. Ja, genau. Praktikum, wurde nicht bezahlt, ja. ich bin ja eigentlich gelernter Programmierer, habe eine Ausbildung als Programmierer gemacht und habe dann Wirtschaftsinformatik studiert und bin jetzt so in der, sag ich mal, unternehmensinternen Beratung für so Digitalisierungsprozesse zuständig. Okay. Und genau. Und habe da auch ein Team, was ich dann leiten darf, also bin auch Führungskraft. Krass. Und habe auch Mitarbeiter und so und dementsprechend habe auch da viel Verantwortung, aber auf der anderen Seite mag ich auch einfach gerne zocken, weil ich es mal nebenbei gemacht habe. Deswegen. Beides. Was? Hätte ich einen scheiß Job, ganz ehrlich, hätte ich längst gekündigt. Ja, genau. Und du hast Edu? Wir kriegen Stress. Oh, sorry, ja. Ich komme mal zu euch. Hätte ich einen scheiß Job, wäre ich schon längst raus und würde nur noch streamen, aber das Problem ist, ich habe echt einen coolen Job und ich mag auch meinen Job und deswegen bin ich so ein bisschen... Weiß nicht, was ich richtig mache. Ich mache einfach beides aktuell. Ja. Ach, solange das funktioniert, warum nicht? Ja. Genau. Ach nee, ich werde angegriffen. Nee. Ach nee. Jetzt bin ich so weit gelaufen, jetzt werde ich totgeschlagen. Ey, du bist ja bei uns schon. Komm her. Ja! Könnt ihr mich aufheben, wenn ich tot bin? Ja, ich bin auch gleich tot. Und lass schon weg. Komm doch zu uns, lauft uns doch entgegen. Ja, aber die kreisen mich hier ein. Komm, hier, hallo. Alles gut, alles gut. Okay. Ey, das sind ganz schön viele. Ey, ich bin nur sammeln Baumstämme. Oh, hinter dir, Edo! Oh, Alter! Ey, das sieht so richtig Attack on Titan-mäßig aus, das Vieh. Ja, das echt stimmt, ey. Aber du musst auch mal weiter gucken. Ach, da sind schon jetzt diese mit den 4 Beinen oder so, ne? Ja. Nee. Nee, das ist das normale noch. Also, aber eine Attack on Titan. Alter, die haben Rüstung. Pass auf, die sind gefährlich. Das sind krasseren. Ich bin halt legit. Habt ihr was zu trinken oder zu essen, ne? Nee, in der Base hängt noch was zu essen. Ich muss zur Base, Leute. Ich kann euch jetzt nicht helfen hier. Ich hab alle 0 HP. Ja, aber ich habe auch keine Stamina, um zu schlagen. Das okay, dann lass zurück. Alle zurück. Zieht euch zurück. Hm? Wollen wir kurz chillen, bis sie abhauen? Die hauen nicht ab. Ja, kommt, rücken, kommt hier zurück. Wir verteidigen hier in der Base. Ja, die schlagen mich. Pass auf. Verpiss dich. Das ist unsere Hood. Boah, krass, das habt ihr hier schon hochgezogen. Das ist unsere Hood. So, ich werde gleich eine Schildkröte finden, ich weiß es genau. Nice. Das ist ganz schön was zu essen. Oh, ich bin so froh, dass ich wieder hier bin, ey. Hallo, jetzt hau doch mal ab hier. Schon trinken. Schon. Kann ich hier schon was essen? Oh, meine Stamina. Ich komm zu dir, Flo. Pass auf, ist noch einer? Ja, ich hau dich, wenn du zu nahe kommst.
Ja, okay. Hey, Matteo! Matteo, pass auf! Ich fighte. Da wollte ich aber voll zielstrebig auf dich, ey. Ich fighte. Das war was Persönliches gerade. Ja, ja. Ich hab seine Frau umgebracht vorhin am Strand. Oh, da ist noch einer. Oh, ich hab mitbekommen. Ich bin fast tot. Schlimm. Ist nicht schlimm? Okay, da gut. Weiß die Leichen, nein, rein. Ich bin so ein Demlack. Kein Problem, ich helf dir hoch. Alles gut. Passiert mir auch ständig mit dem Feuer, weil es, weil man einfach keine HP hat. Wenn man HP hat, das ist nicht so schlimm, aber wir sind immer so low. Ey, Matteo, hilfst du uns auch noch ein bisschen hier Holz holen gleich? Dann kann man das Ding hier fertigstellen. Ja, wir brauchen noch 66 Baumstämme. Ich muss das trinken. Wie habt ihr HP wiederhergestellt? Gar nicht. Ich laufe immer ohne HP rum. Ey, wie sollen wir. Wenn ich jetzt das trinke, sterbe ich wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Da ist noch einer. Was soll ich denn machen? Also ich kann nichts trinken, weil ich dann sterbe. Ich kann aber, wenn ich aber nichts trinke, sterbe ich auch. Du hast doch einen Kochtopf, oder? Ja, stimmt. Dann kochst du Wasser ab. Ja! Oh, geil! Ohne Scheiß. Ich hab einen Kochtopf. Da kommt wieder einer. Wollen wir die jetzt einfach wegkloppen? Ich hau den jetzt. Ja, den hauen wir jetzt. Wie mach ich den voll? Wie mach ich den voll? Oh! Wie mach ich ihn voll? Fuck. Wie macht man einen Kochtopf voll? Stell den auf den Boden, der Regenwasser auffangen vielleicht. Nee, oder? Nee. Benutzt den Topf, was? Blöder Penner, F, Alter. F? Nee, F droppt doch, oder? Da, C. Ja, er ist voll. Okay, und jetzt kann ich ihn braten, kann ich das Wasser komm, abkochen? Ich weiß nicht, ob wir eine Feuerstelle verbauen müssen oder ob du ihn einfach ins Feuer stellen kannst. Probier mal. Ah, da C. Hab ihn reingestellt. Und ich kann jetzt einen Fisch reinstecken. Ja, mal eine Fischsuppe. Machst du gerade eine Fischsuppe? Ja, mach Fischsuppe. Ja, mach mal für uns alle Fischsuppe, denn ich habe auch mega Durst. Okay. Ja, das wäre geil. Okay, Matthäus, diesmal der Koch. So, dann bin ich jetzt Koch hier. So, aber das ist echt. Das da, ich weiß nicht, ob ich da so geil mit bin, aber mach das mal. Ich kann ja Küchenhilfe und du bist Koch, okay? Okay, so. Ja. Das geht, oder? So, wie lange braucht die Suppe, damit sie fertig ist? Duri, ist alles okay bei dir? Ja. Ja, ich laufe hier am Strand rum und sammle gerade. Duri macht wieder eine Tour. Nice. Wie in 7 Days. Du bist ja für 3 Tage einfach verschwunden und kommt dann wieder mit, ja, mit so einem. Wie hieß das Ding? So einem Ich hab das gefunden. Genau. Echt? Hast du eine Schildkröte gefunden? Ja. Ja, geil. Damit können wir da Wasserauffangbehälter bauen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir erstmal Essen geil. Und Trinken haben, ja, dann können wir. Gut. Dann halt sind wir voller HP ausgeruht und dann können wir vernünftig auch Touren machen und so. Ja. Wo ist der? So. Das ist ein Stein? Oh, ich muss echt was aus dem Fluss trinken. Ey. Ich habe einfach ohne Trinken keine Ausdauer. Ja, aber kann man, also wenn ich einen Kochtopf hier einfach mit Wasser draufstelle, kann man einfach das Wasser dann trinken? Oder? Ich hoffe, ich glaube, ne? Weiß nicht, weil ich habe gerade eine Fischsuppe gegessen, die war sehr gut. Gab's auch Wasser? Ja, alles. Okay. Die gibt alles. Dann mach uns mal bitte. Ist wie Bacon and Eggs. Ja. Ja, geil. Nee, erst glaube ich nicht, so gut ist nichts. Doch, die ist so gut. Ja, alles voll. Ich habe wirklich Wasser und Dings voll. Bacon and Eggs ist einfach zu gut. Oh, fuck. Oh, hier ist irgendein Vieh. Oh, fuck. Nein, lass uns nach Hause wieder. Edo? Oh, oh. Ja, aber die ist alleine, oder? Okay, vielleicht habe ich doch keinen Schildkrötenpanzer, weil der irgendwo hingeflogen ist, als ich die Schildkröte gelootet habe. Man kann das Wasser trinken, Leute. Ihr könnt hier Wasser trinken. Hier gibt es abgekochtes Wasser. Och, geil. Ich komme. Lass uns mal trinken gehen. So, dann werde ich hier weiter Tiere. Ja. Tiere, ja. Matthäus, irgendwie bin ich dauerhaft verletzt. Ja, ich auch. Es ist Ausdauer ist kaputt, weil du hungrig bist, Flo. Hungrig und durstig. Ich mache euch jetzt eine Fischsuppe. Dann esst ihr die, dann seid ihr wieder komplett voll HP. Das wird geil, Mann. Also nicht voll HP, mach uns mal. Warte mal, wie? Wo bist du? Wer? Ach, unten. Ich suche Fische. Oben ist nur Wasser gerade, das könnt ihr trinken. Okay. Ja, okay. Und wenn ihr den Topf leer getrunken habt, dann nehmt den und füllt den nochmal auf. So, ich hab den mal ausgetrunken. Ich nehm den, ich fülle den nochmal auf. Mit C, du musst ans Wasser laufen und dich dann so ihn positionieren. Nehmen. Mit equippen. Und dann mit C ans Wasser drücken. Ich sterb schon wieder. Mit woran? C ans Wasser? Mit C kannst du ihn auffüllen. Du musst ins Wasser laufen, als wenn du trinken wollen würdest mit dem Topf. Ich bin vorhin auch die ganze Zeit nicht gestorben, obwohl wir keinen
Wasser und Nahrung hatten. Ich habe einfach die ganze Zeit Beeren gegessen. Ja, hier gibt es ja keine Beeren, wenn du... Flo, hat es geklappt? Ja, wenn doch, du in der Base bist... Ich habe einfach schon wieder... Doch, da sind Beeren. Warum sterbe ich schon wieder? Ja, bei uns in der Base aber nicht mehr. Also wir sind ja spawnen ja nicht mehr. Wir haben ja alles aufgegessen, hier, Tobi, weil wir ein paar Tage hier schon sind. Ja, aber die sind ein bisschen weiter unten. Ich sterbe instant! versuch mal wegzulaufen. Direkt wegzulaufen. Irgendwas? Warte, okay, das Feuer ausmachen? Das ist einfach ein Teufelskreis. Ich finde hier auch keinen. Lauf! Ich finde leider keine Fische. Perfekt. Für eine Fischsuppe. Das Feuer ist aus. Geil. Das Feuer ist ausgegangen. Du hast das Feuer mit deinem Körper gestoppt. Nein, was haben wir da alles reingelegt? Hol das Zeug wieder raus. Was ist das? Was macht die denn? Das Kochen sollte man Tiere überlassen. Scheiße. Warte was mal. Kocht Alter, hier was ist da? Was ist denn das? Nein, was haben wir denn gekocht? Ich esse das nicht. Was? Komm mal eigentlich in die Base rein. Das esse ich nicht. Matteo, wir haben Essen gekocht. Wir sind zwei Kinder, die selbst das kochen mussten. Okay, wait. Ey, das ist so ein geiles Bild, wie du einfach mit deinem Rucksack und mit dieser Stewardess-Outfit und blutigen Händen hier stehst. Das ist so auch. Weird, ey. Mit einer Axt in der Hand. Hab ich auch? Ich habe auch das Outfit noch, ne? Ja. Ihr seid euch komplett im Arsch. Ey. Aber das kann man jetzt essen, glaube ich. Was ist das? Was haben wir denn gemacht? Ich regeneriere auch echt HP. Ich habe jetzt viel mehr als vorher. Ich habe es aufgegessen. Hä, das ist doch voll lecker. Ich habe noch mal so eine Stelle zum Aufsprengen gefunden. Da. Soll ich die auch aufsprengen? Ja, mach das. Oder? Ich habe noch Dynamit, Tori. Ah, nice. Also du kannst das ruhig verballern. Okay, ich markiere das auch direkt hier wieder. So, das Wasser kocht jetzt für dich ab, hier, Flo. Warum schlägst du mich, Flo? Ey, du bist da reingelaufen. Tut mir leid, Matteo. So, wenn das gleich fertig ist, kannst du es trinken. Das ist drin. Lass es abkochen, dann kannst du es trinken. Ey, ohne Scheiß, Matteo, wirklich. Das war keine Absicht. Mann, ich regeneriere hier stundenlang ein HP-Point. Da schlägt er mich, ey. Ja. Entschuldigung, das war echt keine Absicht. Genauso unabsichtlich geschlagen, wie Matteo unabsichtlich Turi im Motorrad angefahren hat in Seven Days. Ich mache jetzt eine geile Vogelfischsuppe, ja? So, okay, und dann, das klingt dann kann Flo die trinken und dann wird er voll HP sein gleich bald wieder. In ein paar Tagen. So. Das geht jetzt aufwärts also, ja? Ich würde mich aber schon so um Essen mehr jetzt kümmern. Also mehr jagen und... Okay, wir machen Bäume. Genau, und dieses Durchmachen ist auch nicht gut, ne? Also wir müssen schon pennen. Ja, ja, wir sollten pennen, ja. Oh, sorry. Ich habe noch nie Sachen aufgesprengt in The Forest, ne? Und ich habe jetzt schon zwei Pistolenteile gefunden. Ja, da ist... Ich brauche eine Pistole. Aber wenn es Nacht wird, Turi, kommst du wieder zurück, ja? Ja. Hast du getrunken, Flo? Ich hab's getrunken, ja. Okay. So, Flo, dann lass du jetzt hier. Hast du was gegessen noch? Bist du satt? Ja, ich bin satt, aber ich hab immer noch. Aber ja, okay. Sonst mach dir nochmal was. Was zum Schildkröten-Ding gucken? Das passt. Wir haben jetzt einen Kochtopf, also geht auch. Also Schildkröten-Ding wäre besser langfristig, aber. Ja, ja, auf jeden Fall. Schildkröten-Ding auch. Wir brauchen beides. Ja. Ich habe direkt wieder einen Kochtopf draufgestellt. Ich suche jetzt wieder neue Tiere. Geiler Typ, Mann, ohne Scheiß. Aber wisst ihr, was geil wäre, wenn wir aus der Base rauskommen würden? Gibt's hier eine Tür? Ja. Wo? Da an der Seite ist eine Tür. Wo? Da ist eine, warte mal. Oh. Ich komm mal, ich zeig's dir. Aber, Ja, ich komme. Ich bin draußen schon, aber ich bin einfach hinten rausgedroppt. Ja, warte mal, lass mir die Tür zeigen. Ich komme gerade nach Hause. Hier ist die Frau wieder. Komm, ich hasse Wasser. Ich hau dich. Da war die Tür. Chat hat gemeint, da war die Tür. Okay, ich weiß, wo die Tür war. Hast du gefunden? Ja, ja. Wo? Ich weiß 100%, wo die Tür ist. Du bist so ein Arsch, ey. Ja, gegenüber vom Wasser da diese Tür. Ich bin extra zurückgekommen, um dir die zu zeigen. Wir haben insgesamt drei Türen haben wir extra. Das reicht dann. Oh, wir werden angegriffen. Da ist eine Frau mit nackten Brüsten. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich sehe keine Frau. Blöder alte Junge. So, wo haben wir denn unseren Wagen? Ach, da. Der ist schon voll, oder? Ja, der Wagen ist voll. Ja. Na komm, pack ich den an. Ich hab am Wasser unten auch noch. Die bringen mich um! Noch ziemlich viel Holz liegen. Herr Matteo! Die schlagen! Die wollen mich umbringen! Das ist, wenn du nicht gucken wolltest, wo die Tür ist. Warte, ich komm. Ich renn zu euch. Komm in die Base. Kann ich mal bitte mehr als einen Meter sprinten? Flo, ich muss wegrennen, Oh. Sind noch hinter mir her, ne? Es triggert mich so hart. Ich verstehe es nicht. Ich habe gefoodet, ich habe getrunken. Weil du wenig HP hast.
Aber wie generiert man die denn? Ich glaube, am Feuer sitzen, auf einer Bank oder sowas, am Feuer sitzen und wirklich entspannen, wenn du oder mal pennen vielleicht. Das wäre vielleicht auch eine gute Option. Pennen können wir auch, ja. Pennen. Ja. Turi, kommst du zurück? Schafft sie jetzt nicht. Ich höre schon wieder fighten. Ja, ich auch und ich renne jetzt weg, Leute. Ich kann nicht fighten, ich muss hier weg. Oh, scheiße, Edo. Das sind übel viele. Ja, das sind, sag ich doch. Also, ich glaube, ich bin eher an der Yacht, um dort zu schlafen, als bei euch zu Hause. Ja, Hauptsache, wir können jetzt gleich schlafen, weil die Sonne geht jetzt unter. Nein. Okay, ich muss... Alter, ist ganz schön viel. Ah, hier ist ein Zelt. Ich habe ein Zelt gefunden. Kann man hier schlafen? Hallo? Ob seid ihr wieder im Dings? Oh ja. Hallo? Warum bist du denn im Funkgerät? Okay, ich kann schlafen. Scheiße. Okay, ich gehe jetzt auch schlafen. Ich schlafe jetzt auch. Seid ihr drin schon? Ich bin eins von vier. Los. Nein, ich bin ins Feuer gerannt. Seid da hoch. Gott. Sagt ihr, wenn ihr am Schlafen seid, alle? Ja, kein Moment. Die anderen beiden kommen jetzt, brennt aber jemand. Flo kommt angelaufen, hat einfach Feuerschweif, ey. Super, ich bin jetzt auch drin. Soll ich jetzt eins von vier? Zwei von vier? Drei von vier? Drei von vier. Turi, wir haben drei von vier. Okay. Drei von vier, Turi. Ja, hey, ich bin down. Ich sterb? Ja, was macht ihr denn? Helft mir, ich bin erfroren. Ich bin auch erfroren. Die schlafen. Ich hab sie beide, I put them to sleep. Manche macht keinen Scheiß, bitte beleb uns wieder. Ich will nicht so weit laufen. Wiederbelebt? Du musst jetzt Flo wiederbeleben. Schnell schlafen. Bitte. Ich stehe hier auch mitten im Nirgendwo. Können wir schlafen, bitte? Ich bin tot noch. Ich hab ihn. Schnell schlafen. Drei von vier. Ja, komm, let's go! Ich bin schon. Ja, let's go! Ja. Let's go! Oh, Mann, ey. Mann, Fotofinish, nice. Oder ich bin down, hilf mir. Da hat sich einer hingelegt. Das ist eine Lüge, dass ich abfalle. Mann, Edo! Edo, zieh dich jetzt alles an! Ich kann ihn nicht mehr sehen! Er steht einfach in mir! Mit seinem Bart und seiner Sonnenbrille und seiner Tür und ist auch. Ich bin heiß, Mann, hallo? Steht mir. Oh. Wie Flo abbricht, ey, wie geil! Ey, das ist so geil, ich feiere das voll. Oh mein Gott! So, okay. Wo ist der Wagen hin? Oh. Wir müssen aber, der Topf ist drauf. Ich trinke das jetzt mal schnell. Dann nehme ich mir den Topf. Zünd das hier wieder an. Koch uns mal was, Matteo. Oh. Ja, ich suche jetzt Tiere. Dann machen wir eine schöne Tiersuppe. Ja, machen wir uns mal eine schöne Tiersuppe. Einfach alle Suppe. Ey. Oh fuck. Oh, warte. Okay, oh, fuck. Warum seid ihr manchmal im Mikro? Das raff ich nicht. Ja, aus Versehen. Ja, warum? Ja, weil das auf Kuh ist. Und ich hab Wurstfinger. Ah, okay. Aus Versehen auf Kuh. Unbeabsichtigt. Also, ich warte jetzt hier an der Yacht, bis Schildkröten spawnen, ja? Ja. Okay. Ist das okay? Können wir ja auch überall ausloggen, oder? Ihr müsst da speichern, den Charakter. Wir speichern den Charakter und dann joinen wir da auf den Server. Ja, aber wie finde ich jetzt hier Tiere? Wartet mal. Kann man nicht... Ich baue einfach Vogelnester an unsere Base. Dann kommen ja dauernd Vögel. Wie ging das nochmal? Das ging, die kann man anlocken, aber ne? Geben die genug Essen? Vögel, die können wir in die Suppe machen. Die Suppe ist super gut. Ach so. Genau. Man kann Suppe kochen? Ja. Wir haben ja einen Kochtopf. Ich hab den Kochtopf gefunden, weißt du? Wo gehen die Vogelbauten? Storage? Nee. Stimmt, Green Hell ist auch... das ist noch was anderes. Es gibt ne? einen Tree-Sap-Collector. Dafür braucht man einen Eimer, ein Seil und Stöcke. Und dann kannst du dann... Du machst da einen Baum rein und kannst Harz sammeln. Ja, aber wir haben nur einen Topf leider gerade. Deswegen kann man es nicht machen. Den Topf dafür auf jeden Fall nicht ausgeben, ey. Hier, Birdhouse, hab's. So, dann komme ich hoch. Ich kann mir vorstellen, dass überall auch noch so ein paar Baumstämme einfach rumliegen. Ja, definitiv. Die wir nur einfach übersehen haben. Hier unten liegen, sehe ich schon zwei oder drei hier unten bei mir. Ja. Ah, warte mal, kann ich mit einem Speer einen Baum fällen? Nee, ne? Ich glaube nicht, ne? Nee. Wie baue ich mir eine Axt? Weiß das jemand? Mit einem Seil, Stein und einem Stock. Ah, habt ihr mir schon mal gesagt. Und Seil machst du aus Stoff. Genau, und wo finde ich Stoff? Auf den Camps und so. Oh nein. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Lianen oder sowas gibt. Ich hab nicht genug. Unten ist ein was?
Ein Baumstamm. Oh mein Gott. Ich brauche ja so oder so ein Dings. Da unten. Was war los, ich, Tori? Nee, gar nichts. Okay. Stimmt, ihr wird gefragt, wieso außen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Warum baue ich nicht innen? Das ist echt, das ist smart. Chat ist fucking smart. Chat ist smart, echt? Ja. Hm. So. Das hört sich irgendwie unrealistisch an. Ach doch. Smart. Okay. Oh nein. Was ist los? Ich bin eine Klippe abgerutscht, weil hier keine fucking Tür ist. Warum habt ihr auf die Seite keine Tür gebaut? Leck mich am Arsch, Mann, da ist eine Tür. Wo? Junge, du hast gesagt, du weißt, wo sie ist. Ah, ich sehe sie. Du bist der größte Trottel auf der Welt, gefunden, ey. Hab sie gefunden. Da war die ganze Zeit eine Tür, Leute. So. Okay. Geil, den kriegen wir fertig. Ja, Mann, das machen wir gleich noch. Wir haben noch 5 Minuten, das schaffen wir noch, oder? Ja. Okay, ich komme jetzt noch zu euch, weil ich finde hier keine Schildkröten, glaube ich. Dann kann ich das auch beim nächsten Mal machen. Ich war jetzt die ganze Zeit weg. Obwohl, boah, das wird echt... Meinst du, das schaffen wir alles? Schaffen wir noch, komm, 5 Minuten, schaffen wir noch. Wir brauchen noch 32. Warte mal, wir können noch länger, wenn ihr wollt, weil Leon streamt nicht. Also, wie ihr wollt. Noch ein bisschen, wir können noch ein bisschen länger machen, wenn ihr wollt. Ich würde... Lass uns den Wall noch fertig machen, vielleicht. Okay. Okay. Da wäre ich dabei. Das ist eine Schildkröte. Ja! Ey, Leute, wir recovern so hart einfach gerade. Okay. Ich will noch mehr bauen. Mann, ich will eine fucking Axt bauen. Das nervt mich so, dass ich keine Axt habe. Echt, das, ja, das ist dumm. Das Minimalste, was ich eigentlich brauche. Ich finde das dumm, dass auch die fetten Bäume, die geben auch nur 4, ne? Ja, ist ja cooler, wenn die mehr geben würden. Ja. Got it. Wie kann ich ihn nicht treffen? Willst du da eine Antwort drauf haben? Der ist schwer, das ist schwer zu treffen, Matteo. Die Vögel! Ja, das ist nicht so leicht. Boah, hab ihn. Holy shit. So, dann gibt's heute schön Vogelsuppe, das wird lecker. Ich habe auch schon voll Hunger. Ja. Reicht der Vogel für 4 Mäuler? Weiß ich nicht, ich muss vielleicht ein bisschen mehr jagen. Boah, ich bin echt, haben wir was zu essen gerade? Nee, gerade gar nicht. Ich habe einen Fisch, ich könnte Fischsuppe machen. Leg die mit rein, die Fischsuppe. Ja, warte mal. Mist. Leg da was alles. Was habe ich jetzt gemacht? Wo ist der Topf? Wo ist der Topf? Was habe ich mit dem Topf gemacht? Hast du den im Inventar? Bitte auffüllen und wieder hin tun, dann können wir den auffüllen. Warte mal, wo ist der? Oben, ganz oben rechts in der Ecke. Oh, meine Fresse. Genau, ist da Wasser drin? Ja, ist drin. So. Steckt. Ich bin so ein Dämlack. Ey, Flo, wie oft kannst du dich verbrennen in einer Folge? Ja. Also, das ist ja unglaublich. Wieder. Ey, ist das dein Ernst? Es geht doch nicht, dass du... Oh, Scheiße. Oh, du kannst die andere lachen. Geh weg von dem Feuer. Geh weg. Ja. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ist da eine Fischsuppe drin gerade? Ja, Fischsuppe und Vogelsuppe gemixt. Ey, ich musste echt was essen, sonst ich bin echt wäre gestorben, Hast du die gegessen? Hier ist ein Eingeborener, der guckt zu. Wo ist der Topf? Wo ist der Topf, Leute? Ich hab den Knopf. Ich mache eine Fischsuppe jetzt, ich hab mega Hunger. Ich muss mal gucken, dass ich... Komm, lass den Tech-Team. Der guckt einfach zu. Oh, tschüss. Spanner. Ich hab Abflug gemacht. Oh, scheiße. Der kommt runter, Matteo, der kommt runter. Nein, bitte nicht. Ich muss selber auch was essen. Ich verhungere gerade, ich muss was essen auch. Ey, wie geht diese Tür eigentlich auf? Von selbst? Oder muss man drücken oder so? Keine Ahnung. Drücken und wieder zumachen, Mann. Warum lässt du die mal wieder auf? Ja, weil unsere Base ist so ein Schweizer Käse. Scheißegal. Leute, da kommen 4, 5 Stück, ne? Ist da was zu essen? Ich muss es jetzt essen, weil ich bin gleich tot sonst. Leute, es kommen Eingeborene. Ich höre was. Die schlagen gegen unsere Türen. Ja, müssen wir töten. Soll ich aufmachen? Also ich bin jetzt auf dem Weg zu euch Ich hab auch alles. Edu, lass die mich essen, ich mach dir die nächste, okay? Weil ich muss jetzt was essen. Zu spät. Ich war so gut wie tot. Ich hatte gar nichts mehr. Mach dir jetzt deine... Ach, du hast noch einen Fisch, oder? Pass auf. Ey, die sind durch, ne? Die sind bei uns. Just for your interest. Alter, die machen die Wände voll kaputt. Alter, ich sterbe. Hat's ja gelohnt, dass du die Fischsuppe gegessen hast.
Ey, Frechdachs. Ich habe den selbst gefangen. Oh, nein, nein. Ja, ich bin down. Alles gut, ich bin geflohen. Scheiße, Mann. Nee, 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 verpisst euch, ihr Penner. Flo, ich komme. Ich bin gleich bei dir. Matteo, du Feigling, Alter. Dass ich in der Mitte des Sees versteckt. Alter, sind viel zu viele. Ich hole Flo. Lenk sie ab. Ich lenk sie ab. Hab dich. I can't do anything. Hab dich. Hab dich. Nice. Danke dir, Edo. Gerne. Komm, wir holen uns jetzt. Bei euch. Ich hab gesehen, wie du so den Abgang machst. Mann, die sollen aus unserem Camp hier rausgehen. Ich will einfach nur was Suppe machen. Ich gesehen, Edo, ich konnte aber nichts machen. Ich hing da fest und bin schon runtergerutscht, nachdem ich belebt wurde. Wir müssen die fighten gemeinsam. Ja, erstmal den hier, komm. Es ist einfach nur noch eine Comedy-Show. Okay, einer ist runter. Einer. Oh, der kommt wieder hoch. Oh. Nein. Mann, wieso hast du die Tür wieder aufgelassen hier? Ist er tot? Ne. Ey, nehmt einen Speer und stecht die einfach ab. Ich werde, glaube ich, gegessen gerade. Okay, der ist tot. Einen habe ich umgebracht. Problem ist, ich sterbe gleich. Ich gehe zu Flo. Flo, ich komme runter. Ja, ey, es hatte nichts mit der Tür zu tun gehabt. Das hatte nichts mit. Darf ich? Hab dich. Geil. Okay, komm mit hoch. Darf hier? Das ist die Tür zu laufen, ne? Da ist doch kein Speer mehr. Da ist noch einer drin, ne? Wo okay, seid der ihr? Glitch doch nicht. Seid ihr? Das sind zwei. Ey, das ist doch bescheuert. Bist du down? Ja, ich bin einfach One-Shot. Aber es ist einfach auch Hardcore, ne? Ja. Es ist Hardcore, ja. Du kannst mit rechter Maustaste blocken. Ey, ich leg jetzt einfach hier Essen rein. Nice. Da habe ich richtig Bock jetzt. Ja, lass neu starten nochmal, oder? Ja, also ja, beim nächsten Mal, ey, lass uns, das können wir selber besprechen. Ach, scheiße, bist du gestorben, Flo? Muss komplett ja, laufen. Ja, ich bin gestorben. Ach, scheiße. Hat den Typen getötet. Es ist halt aber auch Hardcore, ne? Es ist wirklich hart. Ich bin jetzt gleich da. Ja, ich glaube, wir müssen einfach zusammenbleiben, genau, bis wir eine Base haben. Wir müssen die ganze Zeit zusammenbleiben und dann müssen wir auch immer fighten. Und wollt ihr neu starten, oder was? Ja, heute ja eh nicht mehr. Aber nee, heute nicht beim mehr. Nächsten Mal können wir uns noch, das können wir uns ja noch überlegen. Müssen wir nicht jetzt entscheiden. Genau. Kann ich denn nicht hier auch ausloggen? Nee, ne? Kannst du, dann. Ja, weil du sollst deine Leiche holen. Du solltest deine Sachen holen, dann sind sie weg. Ach so, stimmt, ja. Komm mal her. Das wird geil jetzt. Okay. Wo bist du denn, Flo? Na, beim Flugzeug wieder. Base ist geklärt, mehr oder weniger. So, jetzt mache ich einen Topf. Eigentlich. Okay, ja. Okay. Alter, ist das creepy shit, Mann. So, dann legen wir den da rein. Vielleicht sollten wir nächstes Mal einfach eine Base näher am Flugzeug bauen. Vielleicht direkt am Flugzeug. Weil da sind direkt die Schildkröten. Da ist halt ein Koffer. Mhm. Ein Koffer respawn. Vielleicht. Ja. Mhm. Ich glaube, Koffer respawnen ja auch, ne? Oh, es sind sehr viele Vögel, das ist geil. Also ich konnte zumindest eben an den Koffern, wo wir waren, nochmal Stoff einsammeln, aber andere Sachen waren da nicht wieder drin. Aber Seide machen. Das kann sein. Soll ich hier auf dich warten, Flo? Oder? Was hast du, Turi? Soll ich hier auf dich warten? Ja, wenn du so nett bist. Ich müsste halt nur meine Sachen einmal holen, für den Fall, dass ich die einfach hab. Kann ich ja nicht was reintun. Also ich glaube, der Neustart wird das nicht viel besser machen, oder eigentlich? Wenn wir gleich erstmal alle in der Base sind, wir haben Kochtopf und so. Glaube ich auch nicht. Also es wäre kein großer Unterschied. Nur halt ein anderes Lager, ne? Ja. Wir müssen uns einmal alle zusammenfinden. Mhm. Ja. Und dann einmal hier jetzt alle voll essen, in Ruhe so unsere Base mal haben, ein, zwei Türme bauen und Bögen bauen, dass wir die abwehren können und dann läuft's. Genau, Bögen. Wenn wir Bögen hätten alle, können wir auf eine erhöhte Position gehen und die von oben abschießen. Genau, über die Mauer rüber. Ja, ja, genau. Dann können wir jetzt so Aussichtstürme bauen und dann die abschießen. Genau, das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir auch hin. So. Ja, und vielleicht auch so Rüstungen bauen, oder? Aus Knochen. Genau, das geht auch.
Ja. Wobei ich sagen muss, aus meiner Erfahrung war das immer so, du baust ja eine Rüstung, dann schlagen die da zweimal drauf, dann ist die direkt komplett kaputt. Ist halt ein bisschen wisst ihr, was wichtig ist, glaube ich, was ich auch voll verkacke, ist blocken. Ja, stimmt. Mit rechter Maus, dass du blockst und die Attacks. Ja, rechte Maus, dass du blockst und Attacks. Ja. Und links schlägst du zu. Also ein bisschen Dark Souls-mäßig musst aber du halt auch parieren. Bei den Kämpfen mache ich es eigentlich immer so, dass ich den Speer nehme und dann schlage ich die und dann sind die in so einem Dauerlock-Stun. Die können dann gar nicht mehr kämpfen, weil die ganze Zeit nur aufs Maul kriegen. Verstehe ich, aber wenn mehrere kommen. Ja, dann musst du blocken, ja, stimmt. Genau. Ja. So, okay, ich mache mir auch gerade. Wir haben auch gleich die Base komplett fertig. Ja. Noch 20 Baumstämme. Die schlagen ja von außen halt immer ein bisschen so kaputt, was ja nervig ist. Ist ja nicht schlimm, denn repariert man das im Prinzip so, ne? Ja. So. Unser Federkollektor funktioniert auch, aber schon Federn rausgeholt. Nein, ich höre hier wieder jemanden. Ich kann sein, dass ich wieder sterbe. Ja, hier sind auch Leute. Wo bist du denn? Ich bin hier. Boah, ich bin so weit. Oh, ich weiß nicht. Lauf ich sehe dich halt nicht, Tori. Lauf nur auf die Namen. Ja, weil ich gesneakt habe, aber wo bist du denn gerade? Ich bin bei diesen Zelten. Weißt du bist wo genau hier neben mir. Ich bin hier. Okay. Kann ich hier essen? Ich werde weiterlaufen, weil hinter mir ist einer. Ja, ach, du bist da. Okay, okay. Geil. Mach uns Partymusik an. Hörst du die? Da hinten ist. Nee. Nee, höre ich leider nicht. Guck mal, ich habe richtig gute Musik dabei. Hier, hör mal. Oh, geil. Hinter uns ist einer, ne? Kann ich auch. Ja, soll er doch. Wie die mal gucken, ey, wie so eine Katze, ey. Kann die mit Musik Angst machen? Bestimmt. Ich finde, was wolltest du sagen, Matteo? Ich wollte sagen, ich finde es immer so strange, die rennen auf einen zu, dann beobachten die er dich so. Er läuft weg. Ich habe ihn vertrieben. Ja, sehr gut. So, meine Mission wäre eigentlich jetzt, mir eine Axt zu bauen, damit ich hier irgendwie auch wieder Holz abbauen kann und sowas, aber... Da brauche ich halt Cloth für. Habt ihr vielleicht Cloth über so ein bisschen? Cloth? Ja, habe ich. Ich habe zwei. Ja, ich bräuchte Cloth mit Doppel-F. Cloth. Glaube, ist mein Dings tot. Danke, Edo. Du hast mich einfach mega katapultiert. Ja, ja. Ja. Okay, könnt ihr euch bitte hier unten hinstellen, damit ich meinen Auftritt kriegen kann, den ich eigentlich geplant habe, gerade die ganze Zeit auf dem Weg hierher. Du, hier hinter dir ist einer. Du hast wieder hinter dir ist einer. Der hat Respekt vor mir, weil ich habe meinen Walkman hier. Guck mal, der macht gar nichts. Hä? Hier, so warte ich. Der haut ja echt ab. Also, diese Musik brauche ich, das ist meine Entrance-Musik. Also. Okay, Leute, ich habe. Wie geht das mal? Ein Schildkrötenpanzer besorgt. Yeah! Yo! Hast du das gesehen? Geil. Oh, Flo, Alter, Flo. Warte, steh gerade auf der Party. Was ist das denn? Mal alle machen so eine Party, haben Spaß, Party, weißt du? Tukis Party kaputt gemacht. Also leicht angetrunken und dann kommt Flo von der Seite und boxt einfach einen DJ um. Ja, ey. Deal. Aber wieso hat er dir nichts getan, Tobi? Weiß ich nicht. Hast du wirklich mit Walkman zu tun gehabt? Ich habe keine Ahnung. Das habe ich eigentlich nur aus Spaß gesagt, aber... Ich glaube, Tori war so lange mit den Wilden draußen, dass sie einer von ihnen geworden ist. Sie ist eine Wilde. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Schildkrötenpanzer. Soll ich den hier irgendwo aufstellen schon mal? Bitte, genau. Innerhalb Base irgendwo. Ein Water Collector. Und am besten vielleicht hier neben die Drying Racks oder so. Dass wir einfach Wasser haben. Trinken und ich mache jetzt eine weitere Suppe. Gib wieder Vogelsuppe. Ich würde den tatsächlich nicht zu den Drying Racks stellen, weil wenn die kaputt gehen, wenn hier einer gegenhaut, dann das lieber ein bisschen verteilen. Ja, dann verteile das ein bisschen. Stell es einfach irgendwo hin. Aber innerhalb der Mauern. So. Okay, wir brauchen ja nicht mehr so viele, Edo. 10 Stück noch. Ja, wir haben was. Ja, das ist nice. Da haben wir so einen Wagen nochmal voll. Ach, das ist wieder eine Leiche. Ich bin auch eine Leiche hoch für neue Knochen. So, konnte ich mir dann mal ein paar Stofffetzen von euch leihen? Ja, ich habe welche, Matteo. Geil. Ich brauche insgesamt 5, dann kann ich mir, glaube ich, eine Axt craften. Also dann ein Seil. Ein ich Seil kann reicht. Dir ein Seil geben. So. Das geht das ist natürlich noch also geiler. Genug. Ja, hier, dann komm her, ich gebe dir ein Seil. Dann nehme ich mir das Seil direkt. Ja, warte, ich komme. Wo bist du denn? Komm. Warte, ich will gerade mal ganz kurz... Ey... ihn hier abladen. So, und den Topf wieder nehmen. So, Tori, ich bin da. Hier.
Ja, du hast mir wieder Bären in den Mund gesteckt. Ja, aber... Nee, ich habe hier auch ein Seil. Ich bin inzwischen aber immun gegen die Bären. Ich habe so viele davon jetzt schon gegessen, Tori. Liegt das da drauf überhaupt? Ja, ich hab's. Okay. So, okay. Du siehst anders aus auf einmal. Du hast eine Glatze. Ja, du weil ich bin... Du siehst aus wie so ein Mönch. Bin viel stark gealtert. So, jetzt haben wir hier die Axt. Kann man die Axt noch verbessern? Noch, 6, Edo. Ich glaube, ja. Ich habe 4. Ich habe 3. Okay, ich mache hier nochmal den Baum. 3 Bäume, dann haben wir genug. Jo, da steht das Ding, ey. Ja. Das ist doch perfekter Abschluss dann auch, weil da haben wir eine fertige Base. Genau. Und nächstes Mal können wir dann hier in der fertigen Base starten. Können wir oben Baum noch speichern? Oh, warte mal. Ich habe diesmal 5 rausbekommen, Edo. Hä? Oh, also gibt es doch Bäume, die größer sind und mehr geben. Hä? Muss, guck mal. Ja. Oh, Matteo, ich habe Haarspray. Willst du welches? Ja. Hast du das für deine Füße? Nein, geh weg! Mann, ey. Ohne Scheiß, ich bin. Ich habe einmal von Gegner gestorben und 8-mal, weil Turi mich vergiftet und angezündet hat. Das stimmt gar nicht. Wie oft hast du mich da umgebracht mit diesem, wo wir da in der Nacht da bei diesen Zelten waren? Es war dunkel, ich konnte nicht sehen, was ich auf mein, auf mein Tablett gelegt so. Habe. Ich habe noch Aussahn. Kann man die roh essen? Ich glaube schon. Scheiße, wo ist das Vieh hin? Geil, Edo. Da haben wir es, ey, Flo, da haben wir es geschafft, Mann. Ja. Geile Aktion. Richtiger Arbeiter hier. Okay, davon ist gezogen. Meine Dings. Wir haben zwar nichts von der Welt gesehen, aber wir haben. Ja, ist ja egal, wir haben gut was geschafft. So. Ja. Nice. Yes. Okay, wer von euch. Lass das immer reinparken hier. Okay. Wenn ihr drei jetzt. Also angenommen, ihr drei wärt voll geheilt, ne? Volle, also hier auch der rote Balken und so. Wer würde dann am längsten überleben? Was meint ihr? Ganz bestimmt ich. Ich. Nee, okay, Matteo ist schon mal raus. Warum? Ich bin nur durch euch gestorben. Oh. Also, ich habe auf jeden Fall, ich habe noch einmal Heilung hier. Ach so, ja, die würde ich gerade zusammengebastelt. Kannst du Flo geben? Ja, ich kann die jetzt nehmen, sonst noch. Gib sie Flo. Hier. Danke dir. Matteo. Aber nicht sterben. Was? Nee. Dann, wenn du noch einmal die Tür auflässt, ich bring dich um. Ich habe wohl keine Tür offen gelassen. Ich würde denn meinen Charakter jetzt erstmal oben saven. Ja, bitte. Lass saven und loggen wir aus. Habt ihr gesehen, wie geil die Base eigentlich jetzt ist? Die Base ist sehr geil. Habt ihr das mal gesehen? Ja, richtig geil. Ohne Scheiß, habt ihr wirklich geil gebaut. Ohne Scheiß. Ja, alles hier in der Base. Wir haben Lagerfeuer, wir haben Holz, wir haben Drying Rack, wir haben ein Beet, wir haben hier die Schildkröte, wo Wasser aufgefangen wird. Matteo macht die Tür zu, okay? Und hier die Klippe, wo keiner hochkommt, mit einem schönen Ausblick. Auf die schönen verschneiten Berge. Hallo, es ist mega geil. Ja. Es ist wirklich geil, ja. Ist gut. So. Und hier können wir jetzt alles schön befüllen und dann fangen wir. Ich habe Bock auf nächstes Mal. Ist richtig Let's nice. Go. Und guter Start. Ich sag's euch, nächstes Mal werden wir gar nicht sterben. Glaube ich. Okay. Also machen wir nicht länger heute? Oder? Das war schon länger. 12 Minuten sind länger. Also ich würde mich gerne ausloggen, wenn das okay vorgeht. Okay. Nee. Ist vollkommen in Ordnung. Okay. Alles zusammen. Speichern. C ist speichern, glaube ich. Erstmal C. Gespeichert. Und dann können wir einfach ausloggen. Genau, ich glaube schon. Okay. Ich habe gespeichert, dann kann ich jetzt hier auf zurück zum Spiel beenden. Ja, habe ich auch. Okay. Ja, war nice. Hat richtig Bock gemacht. Ja. Auch wenn es am Anfang echt anspruchsvoll war, aber wir haben, glaube ich, die Kurve gekriegt jetzt. Ja. Wir finden noch unsere Mitte in dem Game. Es hat am Anfang noch voll viel Reizüberflutung und ich. Genau. Ja, stimmt. Wir kriegen das noch hin. Ja, wir haben halt noch gar nichts gesehen. Wir waren nicht mal in der Höhle. Ja, guck mal, ich habe schon, falls ihr euch umguckt, könnt ihr die Marker sehen, die ich gesetzt habe? Ich sehe Flaggen, gelbe und blaue. Ja, sind blau sind alles Höhlen, die ich gesehen habe. Gelb sind alles so in die Luft Sprenglöcher. Und ja, also ich habe schon gescoutet auf jeden Fall für uns. Ja, das heißt, wir können beim nächsten Mal, wenn wir dann so ein bisschen Ausrüstung haben, können wir vielleicht eine Höhle erkunden oder so. Boah, das wäre geil. Da können wir. Ja, machen wir. Das wäre cool. Okay, dann lass uns jetzt ausloggen. Nächste Woche geht's weiter. Und dann geht's nächste Woche weiter. Alles klar. Geht's nächste Woche weiter. War schön mit euch. Dann danke euch. Schlaf gut. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüssi.